Schönen guten Abend, meine Damen und Herren! Willkommen zum Plankenstark Nummer 17! Heute haben wir mal wieder wundervolle Gäste, die ein Echo fabrizieren. Und wen haben wir hier? Zack! Oh, Slabby ist heute bei Garak drin und Garak ist bei Slabby. Und wir haben anderthalb Stunden lang vorher gesessen. Mann, Mann, Mann! Okay, Garak wollte, glaube ich, noch was sagen, währenddessen ich das schnell hier tausche und Slappy in die richtige Position bringe. Wer jetzt, ich oder der echte Garak? Nee. Wer hat denn das Echo hier? Einer von euch beiden. Ich nicht. Oh, wir haben... Ich sende nur, wenn ich Taste drücke. Egal, hallo Leute, ich bin wieder da. Oh Gott. Wie wir halt anderthalb Stunden gequatscht haben und wirklich alle an der falschen Position sind. Moment, jetzt bin ich Gerrit. Nee. Was? Ah, okay. Mann, was ist denn hier schon wieder los heute? Zu Gast haben wir heute Gerrit Kellerine. Ein ganz kaputter Typ irgendwie. Also wir haben mal ein bisschen geschnackt mit ihm. Er hat seine Haare extra noch hingelegt für euch. Ja? Gerrit, magst du dich vielleicht mal vorstellen? Ja, sicher, natürlich. Also mein Name ist Gerrit Kellerine, komme aus dem schönen Aachen, aus der Printenstadt und freue mich, dass ich hier bei euch sein darf. Na, Dankeschön. Schön, dass du da bist. Ja, was, sicher, natürlich. Was hat das mit deiner Frise da auf sich? Ja, das ist so die Assi-Frisur, muss man so sagen, ne? So irgendwie so Bodybuilding. Kennst du noch die Pumperhosen von früher im Bodybuilding-Studio? Ja. Dann diese Spaghetti-T-Shirts und dann Fukuhela, ne? Das ist schön, ne? Da stehen Frauen drauf, ne? Die mögen das. Ich werde auch ganz weich als Mann gerade. Pass mal auf, ich könnte dir was bieten. Pass auf, ich könnte jetzt was bieten. Mach. Du bist ein Mann, bist du Single? Nee, aber jetzt gerade schon, für dich. Ich mach dir was, pass mal auf. Ganz mach lecker. Mir was. Pass mal auf. Ich mach dir das ganz hübsch. Du wirst dich verlieben in mich. Pass mal auf. Okay, ich guck auch extra kurz hin. So. Oh. So. Ja. Ne? Ja. Ja. Ist da was für dich? Ja. Ja? Ja. Hätte ich zwar noch ein bisschen rasieren können, aber ich bin gerade... Warte mal, ich könnte das so machen hier so. Nee, das ist mir zu, das ist schon wieder zu heiß. Also, okay. Das ist schon wieder zu, aber das geht. Ja, sicher, natürlich. Jetzt noch ganz viele Dollarzeichen um dich rum und dann könntest du echt als Twitch-Streamerin hier anfangen. Wow. Ja, Mensch, Garak, auch mal wieder hier. Wie ist dir das so gegangen? Ergangen die letzten Wochen? Robert. Oh, ich hatte so viel Arbeit und das ging gar nicht anders. Ich musste so viel arbeiten. Manchmal ist das ja so. Und außerdem habe ich mich mit meiner Fischereiprüfung beschäftigen müssen. Und so gesehen war eben wenig Zeit. Aber meistens lag es an der Arbeit. Und ich habe aber Entzug bekommen. Also ich habe das schon gemerkt, die ganze letzte Woche habe ich schon gekribbelt. Ich dachte, ja, Plankenschnack, das muss unbedingt wieder sein, weil es macht einfach immer Spaß. Und wir hatten ja auch schon eine Menge Spaß die letzte Stunde. Insofern, ich bin gespannt. Wie du warst angeln, ne? Wollte ich gerade sagen, Gerrit, steig ein, komm, ihr habt vorhin schon, leg los, hier, die Fachmänner jetzt, pass auf, ey. Legt euch aber zurück. Du warst angeln, richtig? Jo. Was hast du geangelt? Eine Muschel. Eine Muschel, was hast du gerade gesagt? Zwei Muscheln. Ach, Muscheln, ich habe was anderes verstanden. Hör mal, nicht du hast eine Muschel. Komm mal auf, da werde ich rot. Hör mal, du hast Mädchen gesehen, ne, hast du gesagt? Ja, habe ich. Warum wirst du jetzt rot? Zu lange in der Sonne war. Nee, der redet wieder, man hört nichts. Ja, er macht gerade. Ach, schade, ich muss immer die Taste drücken. Oh, ich gewöhne mich da nicht dran, weil in meinem Stream brauche ich keine Taste zu drücken. Hier muss ich immer eine Taste drücken, aber das ist auch besser so. Ich suche gerade das Bild. Ach, du hast. Ja, ich entsinne mich. Ja. Ja, da war irgendwas, ne? Ja, ich war heute am Angeln und da kamen mehrere nette Mädels und die haben sich einfach ausgezogen und sind einfach ins Wasser gesprungen. Sowas passiert auch nur mir, ne? Also, aber bitte zeig das nicht auf meinem Stream jetzt, ja? Hallo, du zeigst bei mir Nude-Content, das geht nicht. Kannst du bitte vorher schwarze Balken machen oder so? Yeah. Guck, kann man das jetzt sehen? Ach so, wo nee, das musst du. Mach aus. Hallo, hey, ihr seid auf meinem Stream. Ey. Könnt ihr das mal lassen jetzt bitte? Danke. Kartoffelkatze, wow. Das hast du nicht gesehen. Oh, und da hast du die zwei lecker Mädchen geangelt, oder was? Nee, die waren ein bisschen außer Form.
Das hast du aber nett ausgedrückt. Ja, richtig. Ja, ich bin ja anderes gewöhnt im Studio und ja, dann ist man da ein bisschen wählerisch. Natürlich. Das heißt, Zero ist zu wenig, aber so Größe 34 wäre schon ganz nett. Was für ein Ding? 34? Ja, Größe 34. Wow. Der wow. Bizeps oder was? Ich habe das ja am Oberschenkel, aber bei den Mädels sollte das komplett sein. Aha. Obwohl 34 ist dünn, ne? Oder? Ja. Nee, es geht. Size Zero ist viel dünner. Echt? Also 34 ist okay, das haben die Mädels heutzutage so, also die normalen, so, ja. Was, okay. Slabby, du hast auch eine 34 oder was? Ja. Also außer sie sind größer als sagen wir mal 1,80 oder so, da wird es dann eng mit 34, da ist es dann eher eine 36. Okay. Wir schweifen übrigens leicht ab irgendwie. Da bin ich doch nicht schuld dran. Ich dachte, ihr wollt Fische fangen und nicht. Ja, vom Fische fangen jetzt auf Größe von Frauen. Also. Ja, aber drei Frauen waren es eigentlich insgesamt. Ich habe aber nur zwei fotografiert. Ach so. Aber du gehst wirklich nur zum Angeln dahin, nicht um Frauen zu gucken, oder was? Ja, genau. Eigentlich ja, weil Frauen kann ich auch jeden Tag gucken. Insofern, das ist eher langweilig mittlerweile. Ach so. Denn die Models hopsen ja sowieso den ganzen Tag durchs Studio. Aber grundsätzlich, wegen dem Angeln. Eigentlich wollte ich einen Zander fangen oder einen Hecht, aber das hat nicht so ganz geklappt. Ich habe zwar einen Zander an der Angel gehabt, aber der ist einen Meter vor der Kante abhanden gekommen, vom Haken. Okay. Jetzt kommen wir nochmal auf das Thema zurück mit deinem Fotografen Models, hast du gesagt, ne? Ja. Die haben gute Maße, ne? Ja. Kannst du Praktikanten oder sowas brauchen? Ich willst du Licht halten? Ja, Licht halten alles, und so, Reflektor alles. Und so, ja. Ich mach das, ja. Was also, ihr seid beide verheiratet, oder was? Wer? Was? Wer? Was? Wer? Wer? Seid ihr nicht verheiratet, ihr beiden? Moment, nee. Guck mal, die Türe zugemacht hab. Ja, die ist zu. Ja. Ich hab die Tür hier auch zu. Oh Mann, Gerrit, erzähl doch mal einen Schlag aus der Jugend. Warte, Slappy Mensch, wie ist es dir die letzte Woche ergangen? Wir machen mal das jetzt erst. Ganz gut. Ich war erst erkältet, aber dann bin ich gesund geworden und dann habe ich mir noch einen schönen gemacht. Du bist echt super viel krank in letzter Zeit, oder? Laun. Ja, das liegt am Baby. Der ist halt eine wandelnde Bazillenschleuder und der steckt mich dann immer an, weil ich dann auch nicht wieder sagen kann, einfach das Baby einfach zu nehmen und zu knuddeln, egal ob es krank ist oder nicht. Hast du früher keinen Dreck gegessen wegen Immunsystem und so? Hat das doch, eigentlich habe ich ein gutes Immunsystem, nur wie gesagt, jetzt aktuell halt nicht. Hat das deine Mama dir nicht beigebracht, dass du immer eine Handvoll Dreck einmal in der Woche dir in die Schnute schieben sollst? Nee, meine Mama hat das immer andersrum gesehen. Ich durfte nie Dreck essen. Ach so. Deswegen bin ich heute auch gegen jeden Scheiß allergisch und so. Okay. Katzen zum Beispiel. Katzen, ja. Das ist aber wirklich so mit dem Dreck, ne? Also wie Garak, du bist ja noch, du bist ja, wie alt bist du nochmal? Alt. Alt, Jungs. Und wir haben ja wirklich mit Dreck in der Hände gespielt, ne? Kennst du mit dem Murmeln das noch, mit den Klicker und so weiter alles? Das kenne ich auch noch. Wir haben uns auch mit dem Dreck beworfen. Was? Ja, wir haben so kleine Lehmkugeln gemacht und dann haben wir immer so, ne, uns versteckt so. Wir hatten so einen Holzhandel in der Nähe, ja. Und da waren immer so das ganze Holz aufgestapelt und dann haben wir immer so zwischen den Hölzern und so und dann haben wir halt uns mit Lehmkugeln beworfen. Habt ihr nicht auch mit so einem Stock so einen Reif immer vor euch herge... Das war 30 Jahre vorher. Okay. Das war neu. Aber ich habe Gummitwist. Ich kann Gummitwist. Im Gegensatz zu euch kann ich Gummitwist. Das ist auch so ein Ding, das bringst du immer wieder. Gummitwist? Ja, aber ich kann es eben. Ja, aber ich auch. Und Dark Age of Camelot. Ich kann es auch. Ich habe es ergoogelt. Also gut. Ich habe das auch jemand. Ich kenne das auch noch. Ich weiß noch damals, wo ich meinen ersten Sex hatte. Ich glaube, er war mit 14, weil ich mit dem Kondom angefangen habe. Ohne Scheiß. Das war doch Gummitwist. Das ist das doch, ne? Nee, das ist was anderes, ja. Ach so. Da hast du dich gerade verwählt im Thema, glaube ich. Entschuldigung. Aber mit Gummitwist warst du auf dem Schulhof, warst du die, also als männliches, ne, Schüler, warst du auf dem Schulhof, also der Held. Also das war, also nicht bei den Typen natürlich, aber bei den Mädels. Und das hat sehr gut funktioniert. Ja, aber die Frage ist ja dann immer, haben sie dich nur so als Freunde gesehen, weißt du? Das ist ja mehr so, du bist ja denn das Auffangbecken für Frauenprobleme gewesen, oder? Nicht, dass Männer das nicht auch machen, ja, das gibt's auch. Du bist so leise, ich kann nicht so schlecht hören. Wer, ich? Ja. Soll ich dich, ich kann nicht lauter schreien, ich rede schon laut. Ja, die anderen beiden sind lauter bei mir. Ich muss mal gucken, woran das liegt. Also Auffangbecken für was?
Du warst denn das Auffangbecken für weibliche Probleme oder wie? Oder hast du richtig dein... Ja, ich war immer der Gute, ja. Ach so. Aber du musst das natürlich auch umsetzen können dann, ja. Ach so. Und, jetzt kommen die, Vorsicht, zuhören, Geheimtaktik. Ich warte. Ich sag da nichts zu. Oh, na, jetzt machst du mich heiß und ich meine, ich bin glücklich vergeben, aber man lernt ja nie aus, ja. Ja, also es war schon eine schöne Zeit. Ja, erzähl doch mal. Nö. Wir jetzt wieder, jetzt enthält er uns das wieder. Toll, super. Aber Gerrit, erzähl mal Schlag aus der Jugend. Wo kommst du her? Wie ist das mit dem Stream? Ich meine, du bist ja ganz schöner Kasper. Jetzt, wenn ich das so sagen kann. Sag mal bei uns, ist nicht böse gemeint. Ich hoffe, du verstehst das. Also so Moment, ich verstehe gerade gar nicht. Verbindung ist gerade schlecht. Kannst du nochmal wiederholen, bitte? Ich habe gesagt, du bist ein Kasper. Ach ja, richtig. Ja. Erzähl mal Schlag aus der Jugend. Ja, was gibt's denn aus der Jugend? Ich bin aufgewachsen bei meiner Mutter. Und wo die mich zuerst mal gesehen hat, hat die gesagt, wart Junge, geh wieder rein, ich will dich nicht. Ne? Und ja, ganz normale Jugend gehabt, so wie Garak auch, mit Dreck gespielt und so was, Fußball alles und so was. Schule gegangen, Bundeswehr, NATO, ja, alles so was. Ne? Und dann irgendwann durch Zufall auf Twitch gelandet. Und da habe ich einem zugeschaut, der war total interessant. Ich denke, oh Mann, der labert so eine Scheiße, das kannst du auch, ne? Und dann habe ich das einfach probiert und ja, jetzt bin ich hier, ne? Ja. Darf ich dich zu deiner NATO-Zeit was fragen? Das habe ich vorhin, wollte ich das schon machen. Das ist schon NATO-NATO, richtig? Also. Was? NATO-NATO? Ja, natürlich. Also die NATO, nicht NATO von früher NATO. Quasi. Ja, bei mir war das von früher. Ja. Gut, warst du da, wie lange warst du da, wenn ich fragen darf? 4 Jahre, Stabsunteroffizier. Oh, doch so lange. Ja, und dann 6 Jahre als Zivilist noch da, ziviler Angestellter. Mhm. Ja. Mhm. Also bist ein bisschen rumgekommen. Ja, Auslandseinsätze, Konya, Prevesa und so weiter, also Türkei, Griechenland und der ganze Kram, ne? Mhm. Ja, doch. Hast also deine eigene NATO-Erfahrung. Ja, richtig, richtig, ja, ja. Ich durfte auch mal tanken, Luftbetankung machen und so was alles. Ja, ich war ja auf Sardinien, ne? Wo? Sardinien. Das sind die aus der Büchse, ne? Ja, genau. Ja. Aber ich hatte auch so ein U mit dem Arbeitsabwehrbalken. Oh, Stabsunteroffizier? Jo. Oh, schön. Okay. Gemachte Männer sind das hier. Hm? Wir beide Slappy, verstehst du? Wir sind ja hier kleine Fische, Goldfischchen im Becken hier. Ich habe 9 Monate Zivi gemacht. Herzlichen Glückwunsch, da kannst du dir was von kaufen. Das war meine NATO-Erfahrung. Wo warst du denn beim Zivildienst? Krankenwagenfahrer. Und dann bist du jetzt immer krank? Sanitäter. Ja. Kann mir mal einer den Typen da unten erklären? Wie geht das denn? Ich sag doch, das ist das Baby. Das, normalerweise bin ich nicht so häufig krank. Kann mir das einer mal bitte vernünftig erklären? Warum bist du jetzt ständig krank und früher bist du 9 Monate im Krankenwagen gefahren? Oder warst du 8 Monate von den 9 krank? Nee, da hat man immer so eine Maske. Die bräuchte ich jetzt vielleicht auch zum Streamen oder so. Okay. So eine, dann stecke ich mich nicht an. Aber ich denke mal, es hängt wirklich viel damit zusammen mit dem Dreckspiel und so weiter alles, ne? Heutzutage alles Hygiene, sauber und so weiter alles. Ich denke mal, das ist aber auch, ja. Das ist ganz schlimm heute. Ja. Aber heute ist es ja auch so, weißt du, ich habe von meinem, ich kann mich noch erinnern, dass meine Kindergärtnerin, ja, also soweit kann ich mich zeitweilig zurückerinnern, da hast du mal eine gelernt gekriegt, ja. Da kam nicht gleich der Staatsanwalt an oder so, und das hat mir auch irgendwie nicht geschadet. Also, ich muss schon sagen, das war eine andere Welt damals. Wir waren viel härter. Wir sind viel härter ausgebildet worden. Ja, klar. Ja, ich kenne das auch noch da. Ich hatte in der Grundschule hatte ich den Direktor. So ein Schlüsselbund gehabt, ne? Und wenn du nicht pariert hast, dann hat er das geschmissen. Ne? Wow. Kenn ich auch. Hör mir auf. Ich habe auch einen Schlüsselbund. Mich hat es auch erwischt. Das war. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, Lo Müller oder irgendwie so, unser Musiklehrer. Wir hatten übrigens im Klassenraum noch einen Rohrstock stehen in der Ecke. Wow. Der wurde aber nicht mehr benutzt, der war bei uns schon out of order, aber der stand da noch. Wann bist du nochmal geboren? 46 oder was? nicht mehr benutzt, der war bei uns schon out of order, aber der stand da noch. Wann bist du nochmal geboren? 46 oder was? Nee, den gab's bei uns noch. Echt? Ja, der wurde aber nicht benutzt, der stand da halt nur noch als abschreckendes Beispiel. Ja, früher, hatte der gesagt, und so war das. Aber das ist, bei mir war das aber auch noch ein Schlüsselbund. Schlüsselbund flog schon mal durch die Gegend, ja. Also ich bin 85er Baujahr, bei mir ist auch noch Schlüssel geflogen. Wirklich? Ja. Herr Buhmeister hieß er.
Echt? Ja, Herr Burmeister, aber ah, der hat aber einen Wurf drauf gehabt und hast gedacht, die Kanonenkugel kommt höchstpersönlich um. Das war gut, ja. Ja. Ja, und heute ist das ja alles nicht mehr da, ne? Naja. Aber es ist ja auch nicht alles schlecht, Mensch. Wir können solche Sachen machen wie hier, jetzt gerade. Bisher. Ja. Wir können uns einfach hinsetzen. Ich bin ja der Einzige, der nicht in irgendwie greifbarer Nähe ist im Osten. Ja? Da, ich wurde vorhin übrigens diskriminiert, deswegen. Moment, kommst du aus dem Osten? Aus der Zone. Jetzt du mal so, ja, weißt du? Ja, kommt aus der Zone. Ja. Echt? Ich finde die sympathisch aus dem Osten. So. Ich finde, ja, die haben ja nichts, aber nett ja, sind sie. Ja. Nein, ich finde das Freizügige da schön, weißt du? Das ist, läufst du oft nackt in der Bude rum? Schon, ja. Also ich zeige auch oft ein bisschen Bein im Stream. Na echt jetzt? Ja. Oh ja, macht er. Mhm. Aber das liegt immer an den Hosen, die rutschen dann hoch, weißt du? Durch die ständigen Reibbewegungen am Stuhl dann quasi. Also ich möchte mir das gerade gar nicht vorstellen. Nee, muss auch nicht, lass lieber. Das ist, vielleicht sollte ich mir auch so eine Perücke anschaffen, wenn du immer vorbeikommst, wenn ich dann mal Bein zeige, dann kann ich die aufsetzen für dich. Nee, lass mal stecken. Aber zu dieser Rollenspielgeschichte. Ja. Ich sag mal so, das, was ich gesehen habe, du bist ja schon etwas sehr Besonderes. Du siehst das ja noch so als Entertainer an, richtig, das Stream? Ja, auf jeden Fall. Unterhaltung, ja. 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 Gehst du da, wie bist du da rangegangen? Also als du angefangen hast zu streamen, wolltest du das schon immer so machen oder hat sich das erst entwickelt bei dir? Das war ein ganz, ja, man muss dazu sagen, Gerrit ist immer bekloppt, ob jetzt privat oder im Spiel, das ist, so bin ich wirklich, ne? Das ist meine Person. Zwar manchmal nicht so krass wie jetzt in der Rolle des Nütchens oder sowas, ne? Es gibt ja auch den normalen Gerrit als Spielfigur. Ja, wie fing das an? Ich habe damals bei einem Streamer-Kollegen auf dem Server habe ich Rhyme of Kings gespielt. Ganz alleine. Am Anfang waren da 20 Mann und nachher war Gerrit nur noch alleine, hat er gebaut, mit sich selber geredet, war ja keiner da, ne? Hab ich gesagt, hey Gerrit, wie geht's dir? Ja, gut, und dir und so, ja, alles super, was machst du morgen und so, ne? Und dann kam auf einmal einer rein im Chat und schrieb, hör mal, hast du nicht Bock hier bei uns mal zu spielen, wir machen RP, ne? Ich sag, was macht ihr, ne? Ja, RP, ich kannte das nicht, ich wusste ja nicht, was das ist. Ich kenne das nur von meiner Frau, wenn wir im Keller gehen mit der roten Gummimaske und dem Bademund, ne? Aber sonst kenne ich das halt nicht, ne? Und dann habe ich mir das mal angeschaut und das war komisch die ersten Tage auf jeden Fall, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, seitdem hänge ich da drinnen, ne? So mit eurer Hoheit, sicher, natürlich, ne? Was kann ich für euch tun und so jetzt, ne? Ja, seitdem geht das so, ne? Rollspielst du überall? Ja. Okay. Ja, auf jeden Fall, ja. Dann machst du das dann über Chat oder wie? Oder? Nein, am liebsten ist es mir, weil ich hätte auch gerne bei Minecraft halt so, dass auf der Version, der ich spiele, dass man da auch Ingame sprechen kann. Mhm. Weil mit Schreiben, da hast du nicht diese Möglichkeiten, als wenn du jetzt laberst, ne? Da kommst du nicht so authentisch halt rüber. Und ja. Was spielst du denn so? Nur jetzt Arma, weiß ich, dass du spielst? Ja, nein, aber also, was hast du denn so im Repertoire, im Angebot? Ja, es gibt Rhyme of Kings. Mhm. Roleplay-mäßig. Es gibt Arma, Roleplay-mäßig. Ark Survival Evolved, Roleplay-mäßig. Da werden ja dann im Background, gibt es da Leute, die denken sich die unmöglichen Sachen aus, mit Organisationen, dass du auch halt bei Ark auf der Insel gelandet bist, aus Forschungszwecken und so ein Kram alles, ne? Und dementsprechend spielst du natürlich dann auch, ne? Übernimmst dann eine Rolle und die lebst du dann halt aus, ne? Okay. Ja. Aber es entgleitet mir manchmal, muss ich echt sagen. Dann kommt so meine Art jetzt hier durch, wie jetzt auch. Dann sage ich nicht sehr geehrter Herr sowieso, sage ich, hör mal du Heini, komm mal her oder sonst irgendwas. Ne? Ja, ist halt so, das Gerrit, ja. Genau. Wie lange machst du das jetzt? 14 Monate ungefähr. Okay. Ja, aber eigentlich schon mein ganzes Leben lang. Ist ja eine Rolle für mich, ne? Ja. Das ist, ja, ganz komisch bei mir. Da habe ich jetzt gut, Entschuldigung. Hast du sowas schon mal gemacht? Ja, ich habe Arma gespielt früher. Ich habe. Nee, ich meine jetzt eher im Privaten, so vom Rollspiel? Weißt du, was ich meine, ne? Ja. Echt? Ja. Okay. Geh aber das war nicht mit den Masken und den Bällen so. Ach so? Ja, das war anders. Ich war beim Arzt, wenn Sie verstehst, wie ich meine. Wow. Diese ist immer die Krankenschwester. Ja. Ich bin der Zivi. Ja, und so, das geht dann immer so rum. Wow. Garak, wie ist denn das bei dir? Habt ihr damals, der Übergang ist perfekt, habt ihr bei Dark Age of Camelot damals auch Rollenspiel betrieben oder war das da nicht so der Gang und Gäbe?
Doch, wir haben auf dem Roleplay-Server gespielt. Also, das gab für Dark Age of Camelot natürlich auch einen Roleplay-Server. Und das Problem ist nur, dass die meisten immer nicht so richtig verstehen, was das eigentlich ist, Roleplay. Also, das ist ja das Hauptproblem, dass man ganz selten mal andere Spieler trifft, die das auch richtig hinbekommen, die in einer Rolle spielen und diese Rolle auch wirklich verkörpern, so dass man merkt, ah, der spielt diese Rolle nicht, der ist diese Rolle quasi. Und viele wissen nicht so genau, wie das richtig funktioniert. Und ja, und dann gibt es halt dann die große Masse, die gehen auf den Roleplay-Server, weil sie gar nicht wissen, was das ist, ne? Und dann hast du halt immer so ein paar Bagaluten dazwischen, die überhaupt nichts damit anfangen können mit Roleplay. Aber bei Dark Age of Camelot konnte man das gut machen. Vom Thema her ist es ja auch einfach. Hast du, was hast du denn gespielt? Ich war Druide, ja, passt ja zu mir, ne? Also, irgendwie. Druide und ich war Rüstungsschmied, ja, also Druide und also Druide ist ein Heiler, ja, bei Dark Age of Camelot, ein ziemlich starker Heiler. Er hat ein Pet, also ich hatte immer so einen Wolf dabei, ja. Und der hieß Free Willy. Ja, ich war nicht so kreativ, aber naja, jedenfalls. Und ich war halt Rüstungsschmied, ja, und habe dann Rüstungen gebaut. Und das ist natürlich gut, wenn man craftet in Roleplay-Games, da hast du immer was zu erzählen, ja. Dann kommt irgendeiner und will von dir irgendein ein Ding kaufen, irgendeine Rüstung, und da hast du natürlich Story ohne Ende. Das geht ganz sehr gut. Da kann man sich sehr, sehr lange drüber unterhalten, ob die Niete auch richtig sitzt und weiß der Teufel. Super, super Thema. Ja, das hatten wir bei Rhine of Kings, haben wir das ja auch gehabt am Anfang, auf dem allerersten Server. Da hat jeder halt einen Beruf ausgeübt, ne? Und die sind auch verkörpert. Ob es jetzt ein Steinmetz war, ein Rüstungsbauer, wie du halt jetzt gesagt hast, oder ein Druide oder ein Bekloppten einfach hier, oder halt Gerrit, der als schüchterner Schreiner da rumgelaufen ist und so was, ne? Der Angst vor einer Fliege hatte, direkt abgehauen ist und so was, ne? Und du wächst halt da rein, ne? Und irgendwann liebst du das halt auch, ne? Dann ist Ja, man isst das nachher auch. Also das funktioniert sehr gut, wenn man sich darauf einlässt, da auch reinzutauchen, ne? Und das einfach so zu übernehmen. Dann hat man halt diese Rolle, und jedes Mal, wenn man einloggt, ist man, also wie als ob ein Schalter umgeschaltet wird, dann ist man das, ne? Macht schon sehr, 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 sehr viel Spaß. Dann auf jeden Fall. Ja. Und Slapstick bei dir? Irgendwelche Erfahrungen? Ich bin komplett jungfräulich, was das Thema RP Ach angeht, so, was das tatsächlich. Thema? Ach so, okay. Nee, habe ich tatsächlich nicht. Das Einzige, wo ich mal ein bisschen in Berührung gekommen bin, das war nur WoW, aber auch nicht so wirklich. Also mir war das immer zu viel Arbeit, immer so im Charakter zu schreiben und so. Bin mir auch immer doof vorgekommen. Meine Freunde haben auch immer D&D gespielt, und das war mir auch irgendwie, ich weiß nicht, konnt mich nie so wirklich drauf einlassen. Oh, da hätte ich ja auch mal Bock drauf, oder? So mal Dungeons und Dragons spielen? Auf Habe ich noch nie gemacht? einen Samstag, so in so einer Runde, und dann gib ihm Roll spielen? Das wäre, glaube ich, auch cool. Ja, Das könnten schön. wir mal auf den Zettel Schreib es schreiben. mal. Ja, ich schreibe das mal auf den Zettel. Ja, ihr könnt euch ruhig weiter unterhalten, währenddessen ich Ah, okay, danke, danke. Das wussten wir schreibe. jetzt gerade nicht. Entschuldigen Sie, Ja, Eure Hoheit, Gerrit. natürlich, ja, Ich sicher. bin dann die Heilerfee. Was So für ein eine Ding? kleine Heilerfee bin ich dann, wie bei Zelda, weißt du, diese Feen, die du in eine Flasche auch stecken kannst, die dich dann heilt. Nur ich bin dann ein Charakter, der einfach so klein ist, falls das Ja, überhaupt geht. pass auf, wenn man das aber macht, dann muss man das doch richtig machen. Wenn du Ja, da ein ja. Mädchen sein willst, du bist, wie heißt du, Slapstick, ne? Ist Junge, ne? Ja. Ja. Dann musst du auch Mädchensachen anziehen, ne? Perücke und so was, alles vielleicht ein bisschen ruhig schminken und so jetzt, Das ne? mache ich in meiner Freizeit doch sowieso schon. Was? Habt ihr das gemerkt? Habt ihr das gemerkt? Diese 3 Sekunden Ruhe gerade. Ja. Dieses Entsetzen. Du hast, Ich dachte ich gerade, meine, ist der Bildschirm eingefroren. man muss dazu sagen, er hat sich ja schon so ein Schlüpper gehäkelt, ja? Also so ein, hast du den noch da? Bikini, Bikini? Bikini. Jetzt kommt er, pass auf. Na klar, habe ich den hier Das ist noch. schon mal der Anfang, das musst du tragen von deinem Elfenkostüm dann. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wo ist es? Ja. Hängt so zusammen. Was ist das denn? Ich werde bekloppt, ey. Nee. Ist das ein Tanga? Ja, Ach ja. du Sch Hör mal. Da tut mir Eine leid jetzt. Damit Häkeltanga. verdeckst du alles. Ach du Auf Ewiger. jeden Fall, ja sicher. Oh, wir. Ja, gut. Ich merke schon, heute ist wild. Aber hast du denn schon mal Intention gehabt, irgendwie mal auszuprobieren? Jetzt gerade, wo der große Hype losgeht mit Armor Slappy, dass du mal darauf gucken willst? Oder bist du da generell nicht so der Typ für?
Arma sowieso nicht. Und diese ganzen Survival-Games, das ist ja nicht so meins. Das spiele ich nicht so gerne. Ich würde gerne mal was Rollenspielmäßiges auf jeden Fall spielen, wo man so ein bisschen Charakter hat. Aber da muss ich noch das richtige Spiel finden. Das habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Keine Ahnung, so Räuber und Gendarmen, das ist so, ich weiß nicht, das so kommt mir immer Arma ein bisschen vor. Das ist, mich reizt das nicht. Ich war Kommissar, ne? Also bei Arma war ich Kommissar. Ja. Ja, ich habe immer ermittelt. Und ich hatte meinen eigenen Wagen. Oh. Ich war Polizeichef damals. Und ich durfte Hubschrauber fliegen, hatte ich eine Lizenz für. Ja, den Polizeihubschrauber. Das durfte ich auch, ja. Hat denn von euch einer mal, kennt das einer noch, Pen and Paper? Ja. Ja, früher. Nee, ich ganz nicht. Viel früher. Okay, schön mit Würfeln und so weiter alles hier. Ja, ja, das ist doch das Dungeons and Dragons. Ja, das ist halt diese Dungeons and Dragons neue. Ja. Ja, das können wir wirklich spielen heute noch viele. Also das ist noch immer angesagt, ne? Also die Hardcore-Roleplayer machen das heute noch. Mhm. Warum auch nicht? Also ich stell mir das cool vor. Ich hatte das, wo habe ich das denn mal gesehen? Pocket Beans. Nein. In irgendeiner Serie hatte ich das gesehen, wo sie das gemacht haben. Ach so, bei Community. Also das ist so eine Serie. Da haben sie auch eine Folge lang nur Dungeons und Dragons gespielt und da hatte ich auch mal Lust drauf. Also ich würde das schon gerne mal ausprobieren, wie das ist. Hat schon einer von euch das mal ausprobiert? Jetzt live hier im Stream? Nee, einfach so generell, auch außerhalb, ist ja egal, so einfach mal gespielt. Ich habe damals mal mit 18, wo ich zur Bundeswehr gekommen bin, da war 1990, hatten wir einen Jungen auf der Stube, der hat das wirklich intensiv gemacht. Also hier mit dem Aufschreiben und so was alles und du gehst jetzt dahin und passiert das und das. Da habe ich da mal zugeguckt, nochmal mitgespielt und dann fing das an, kennt das noch einer, das schwarze Auge? Ja, sagt mir was. Nee. Das ist halt ein schwarzes Auge. Mehr ist das nicht, ein schwarzes Auge. Ne? Ja, ist schon blaues klar. Auge, das kenne ich. Ja, blau, wollte ich das kenne ich auch. Ja. Nee, und ich hätte auch Bock drauf auf jeden Fall. Das könnte lustig werden. Ihr werdet das ja kaum glauben, aber ich bin früher sogar auf Mittelaltermärkte gegangen. Ich wollte gerade sagen, LARPs. Aber ich meine, du bist ja im Mittelalter geboren, also von daher. Eine Frechheit ist das. Das wäre wohl nichts Neues jetzt, Charakter. Also. Damals hieß es auch noch einkaufen. Für was? Nee, sag mal echt jetzt gerade, hast du so einen Fetisch für so Eisenrüstung und sowas alles? Dachte dann, ich weiß nicht, warte mal, habe ich irgendwie so, pass mal auf, ich habe ja diesen Fetisch hier, guck mal hier, siehst du hier? Das hier, ne? Ich könnte jetzt deine Prinzessin sein und du mein Ritter, oder? Nee. Wow. Was, okay. Warst du denn auch richtig verkleidet gegangen und so? Ich wusste gar nicht. Ja. Als Schmied halt, ne? Ich kann das ganz gut. Da auch? Das nimmt man mir ab, ja. Okay. Aber ich kann auch schmieden. Also ich habe Schmieden mal gelernt. Das heißt, ich kann das sogar. Und insofern ist das gar nicht schlecht. Also ich bin kein gelernter Schmied, aber ich habe Schmieden gelernt. Also ich weiß, wie man das macht. Und das hat natürlich so Vorteile, weil man dann in der Rolle eben auch mal ein Stück Eisen schmieden kann, ne? Oder mal eine Speerspitze oder was man auch immer schmieden will. Ich weiß schon, warum ich dich abholen wollte, wenn Zombie-Apokalypse ist. Ja? Du kannst ja alles. Siehst du? Deine Frau kann sich um den Garten kümmern, das haben wir ja vorhin schon geklärt. Wow. Und um die Tiere. Und um die Tiere, genau. Und du kannst dann schmieden, das läuft doch. Waffen und so, läuft. Ja. Nee, hast du das jetzt wirklich gelernt, so Schmied? Ja, ich hab in der Ausbildung Schmieden gelernt, ja. Das gehörte mit dazu. Bekloppt, in meinem ersten Leben wollte ich ja, ich nenne das immer mein erstes Leben, da wollte ich mal Kraftfahrzeugtechnik-Ingenieur werden und ich wollte für VW, das war mein Traum, Entwicklungsingenieur werden. Ich bin ja froh, dass ich es nicht geworden bin, weil VW ist nicht mehr so angesagt, aber ich habe dann irgendwann einen Computer in die Finger bekommen, zur Bundeswehrzeit. Und dann war es vorbei, dann musste ich doch Informatik studieren, sonst wäre ich Kraftfahrzeugtechnik-Ingenieur geworden. Und ich habe vorher eine Lehre gemacht tatsächlich, also eine richtige Lehre als Kfz-Mechaniker. Okay. Und aber ich habe nie als Kfz-Mechaniker gearbeitet, aber ich habe eben gelernt. Die Lehre gemacht, ne? Ja, ich wollte die Lehre machen, ich habe die auch verkürzt gemacht, also ich habe früher beendet, weil ich durch war damit, also es war ja nicht so schwer. Und dann wollte ich eigentlich studieren, dann kam die Bundeswehr dazwischen und... danach wollte ich dann studieren halt, dann nach der Bundeswehr und zwischendrin habe ich halt einen Computer in die Finger gekriegt. Das war ein Apple II und ein Commodore Pad hatte ich und und dann war das halt vorbei, ne? Und dann musste es Informatik werden und nicht mehr Kraftfahrzeugtechnik. Also hätte ich mir die Zeit mit dem Lernen auch sparen können, aber ich kann deswegen halt noch schmieden, das ist sehr angenehm. Also manche Sachen behält man dann ja.
Ja, klar. Ein Auto reparieren könnte ich aber nicht mehr. Also das ist, wie gesagt, ich habe in den 70ern, das ist, heute sind die Autos das ganze Knicken. Das sind elektronische Kisten, da geht gar nichts mehr. Also ich Reifenwechsel vielleicht gerade noch. Mhm. Wow. Und wie bist du, was hat er mit dem Hut irgendwie eine besondere Symbolik oder? Mit was? Mit deinem Hut. Ich trage Hut. Ich bin Hutträger und zwar passionierter und bekennender Hutträger. Ich habe verschiedene Hüte, jede Menge eigentlich. Ich habe auch einen roten Stetson und ich laufe mit denen auch draußen durch die Gegend. Also ich laufe damit auch rum. Mhm. Okay. Das ist halt der Fliegerhut. Ich habe sogar, kannst du gucken, warte, ganz wichtig. Machen wir das hier? Ich meine, du hast 100 Perücken, Gerrit, also und dann fragst du nach dem Hut. Den Hut im Chat, da, Chat. Ja. Also der Hut hat bei mir eine hohe Bedeutung, eine große Bedeutung. Ah, okay. Wow. Ne, ich habe keine Perücken. Habe ich selbst gezeichnet. Habe ich nicht. Mhm. Ich glaube, das sind 10 oder sowas. Und ein Bauhelm. Magic Helm. Ja. Also ich renne auch mit dem Hut rum. Also ich hab verschiedene, für verschiedene Anlässe, verschiedene Hüte. Und ja. Ich finde das persönlich schade, dass die Menschen und vor allen Dingen die Männer heute keine Hüte mehr tragen. Also ich finde die Zeit, gerade so die 50er, 60er mit ihren Hüten und so, richtig geil. Also das weiß ich nicht, da bin ich sehr nostalgisch. Und ich hätte es auch, dass die Mädels mal wieder Röcke tragen würden. Also Ja, ich merke mich auch, bin ich offen. Ja. Ja. Von diese ganzen, also man sollte Hosen an Frauen verbieten, ja, aber da setze ich mich leider nicht mit durch, das ist das Problem. Ja, ich meine, das Schöne an meinem Beruf ist ja, dass ich quer durch Aachen ja fahre, durch die Innenstadt, wo die ganzen Studenten da so abloren, ne? Weißt du, und das Schlimme, ich reg mich da jedes Mal drüber auf, ohne Scheiß jetzt. Kennst du das, wenn die über Zebrastreifen drauf zugehen mit dem Handy in der Hand, nur um gucken, die gucken nicht nach rechts, links, die gehen einfach. Also, ja. Hey, da muss ich immer voll auf die Bremse gehen. Ich habe letztens in der Zeitung gelesen, die wollen jetzt in den Boden bei Zebrastreifen und so, wollen die Ampeln einbauen, damit die, wenn die auf ihr Handy gucken, unten die Ampel sehen auf dem Boden. Das Hammer, ist ne? Krank. Ja. Nee, aber dadurch, dass ich viel durch die Stadt fahre und wenn das so, das Sörnchen so scheint, ne, da siehst du Material, ne, das auf jeden Fall. Ja. Das ja, aber in Jeans oft, also nicht im Röckchen. Wobei, man muss ja wirklich sagen, auch in Jeans ist das ja mal was Feines. Also das kannst du ja nicht sagen. Ja, es kommt drauf an. Ne? Also Größe 34, okay, aber naja, mit einer Größe 43 würdest du nicht in der Jeans sehen. Aber das Gute wäre ja an der ganzen Sache, also was ich immer sage, wenn ich draußen bin, ich gucke ja nicht aufs Handy. Ich gucke ja dann immer so, ne, rum. Ja. Visieren, was du meinst, ja. Ja, versteh dir. Lungen. Lauern sozusagen. Ja? Also ich habe das Handyproblem nicht. Ist das vielleicht das von den Jüngsten? Dass sie denn auf dem Telefon sich gucken dann? Ich weiß es nicht. Also ich benutze mein Handy, also ich will mich mal outen, ja. Also wirklich outen. Ich benutze es zum Telefonieren. Nein! Ja. Garak. Was? Was, das geht? Ja, geht. Immer noch. Wow. Guck mal, das ist so ein blauer Kopfhörer. Muss drauf drücken, Gerrit. Da kannst du dann telefonieren. Ich guck mal, ich hab grad WhatsApp. Warte. Ja, da ist ein Hörer. Ich wusste gar nicht, wofür der da ist. Siehst du? Ja, das da kannst du anrufen. Da schnackt man denn. Reden. Ich hab geklappt. Hammer. Kannst Rollenspiel machen dann am Telefon. Warte mal. Ey, das wäre auch eine Idee, ja. Nochmal, Garaf, was mir gerade einfällt. Du bist doch noch aufgewachsen mit der Telefon, mit wo man hier den Hörer nimmt und wo man da noch draufdrücken muss oben. Ist das da? Ja, das konnte man. Damit konnte man sogar die Deutsche Bundespost verarschen. Das ging ganz gut. Wenn man den richtigen Takt hatte, konnte man umsonst telefonieren. Das war sehr geil. Ja. Also das konnte man schon machen. Ansonsten waren die Telefone sowieso relativ einfach zu manipulieren. Aber weil das waren ja halt nur ein paar Impulse und das war relativ einfach durch Klackern auf der Gabel herzustellen und dann konnte man umsonst Ferngespräche machen. Das war sehr geil. Die meisten kriegten das ja nicht hin, aber naja. Ja, so eine kenne ich noch, ja. Aus Bakelit, ne? So schwarz. Hm? Was für ein Ding? Die waren aus Bakelit, das war noch kein Kunststoff. Nee, die Dinger waren mörderschwer. Ach so, das Material. Ich dachte, ja, das Material. So. Ja, sicher. Hm. Hast du echt keine Wählscheibe? Also du hast nur den blanken Hörer gehabt, oder was? Nein, eine Wählscheibe hatte das Ding schon noch. Ach so. Ja, eine Wählscheibe hatten die Dinger schon. Gab es das nicht mal komplett ohne? Feldapparat, ja, mit dem Drehen. Ja, eben. Gab es das nicht mal komplett ohne eigentlich alles? Dass man an die Vermittlung musste? Ja, aber nur mit der Vermittlung. Da hast du dann eben draufgeklickt und dann ist dabei die Frau vom Amt, ja, ist dann ans rangegangen und die hat dann gestöpselt. Das war die Stöpseltante. Ah, ich kenne das ja gar nicht mehr. Also TV-Scheibe kenne ich noch. So. Naja, bei dir war das ja sowieso alles ganz anders, ne? Da ging ja alles erstmal direkt zur Stasi und da wurde dann gestöpselt.
Nee, so war das ja gar nicht. Das ging erstmal aus der Wohnung raus nach unten. Und zum dann, Nachbar. Nee, nein, auch das nicht, wenn ich bitten darf. Raus und dann gab es für einen Wohnblock nur eine Telefonzelle. Und da musste man sich anstellen, wenn man am Sonntag seine Großmutter anrufen musste. Und Papa mit der 50 Pfennig immer kam er. Nee, echt jetzt? Ja, das kenne ich auch noch. Da war ich, glaube ich, weiß gar nicht, 4 oder 5 oder so. Und Großmutter anrufen und dann gab es eine Zelle und alle standen vor der Zelle und Vater mit der 50 Pfennig in der Hand noch. Das kenne ich noch. Ja. Wow. Und dann standst du da drin eine halbe Stunde mit Papa. Das nannte sich Impulswahlverfahren. Genau, es war sehr impulsiv. Hör mal, ich möchte mal noch nachhaken. Du hast halt gesagt von Stöpseltante, Garrick. Ja. Woher kennst du dich? Ist das die aus Köln? Gibt es in Köln eine Stöpseltante? Ich kenne da auch eine Stöpseltante. Nee, den kenne ich nicht. Ne? Wieso? Ich war erst einmal in meinem Leben in Köln und einmal in... Das ist vor Aachen. Zwischen Köln und Aachen ist so ein Kaff, das ist völlig uninteressant. Wie heißt das? Düren. Düren. Ich war einmal in Düren. Ich dachte ja früher, das wäre ein Döner, ja. Aber das heißt Düren. Ja? Düren heißt das. Das musste ich erst lernen. Aber ich war einmal in Düren. Das ist schon eine ganze Weile her, aber das ist ja total das langweilige Kaff. Also das weiß ich nicht. Also gefiel mir nicht so. Aber ich musste da geschäftlich hin und das war irgendwie sehr langweilig. Vielleicht lag es auch an dem Termin. Okay. Aber sonst ist die Ecke ja ganz nett, ne? Du bist ja ganz schnell mal rüber da über die Zone da zu den Holländern, hier nach Maastricht und so. Ja, ich bin. Das geht also, ja ganz schnell bei Aachen. Wenn ich jetzt hier aus dem Fenster rausgucken würde, würde ich Holland sehen, ja, auf jeden Fall. Ja, genau, das ist ja schon ziemlich, ziemlich nah dran. 5 Minuten bin ich da rüben, ja. Das ist der Nachteil, wenn du hier oben im Norden wohnst, wie ich das tue, ne? Also die einzigen, die du hast hier, und da will ja keiner hin, sind die Dänen, ja. Und was willst du da? Ich meine, das, was an Deutschland angrenzt, ist Südjütland, ja, von den Dänen. Mhm. Aber da ist nichts. Eigentlich haben die Dänen ja nur was in Kopenhagen, da spielt das Leben, ja. Und, und ansonsten fährst du hier immer irgendwie 100.000 Kilometer, bevor du mal irgendwo bist, wo Zivilisation ist. Das ist eben das Problem hier in der Provinz. Ja, das stimmt. Ja, da schreibt doch gerade einer, Düren, da kommen die ganzen Mietautos her. Das ist wirklich so, da Six, glaube ich, der Hit hängt. Ja, oder sowas, die melden die da an, die sitzen da, glaube ich, nicht. Die melden die dann nur an, weil die irgendwelche Steuervorteile in Düren haben. Ja, ne? Das sind die mit DN, ne? DN-Kennzeichen. Ja, richtig. Ja. Wahrscheinlich hat Düren mehr Autos angemeldet als ganz Hamburg. Nee. Ja, das kann sein. Na, Hamburg ist aber Europcar. Ja, wollte ich gerade sagen, Hamburg ist Europcar. Und München ist dann auch noch irgendeine Bude. Also nee, das glaube ich nicht. Die meisten Mietwagen sind. Dann hat Düren aber definitiv mehr Autos angemeldet als Köln. Also ich glaube, Mietwagenzentren sind München, Hamburg, Düren und dann ist noch irgendeine Stadt ist noch. Eine ist noch, die 4, davon weiß ich. Und die haben tonnenweise. Nochmal so nebenbei, Leute, für alle, die jetzt eventuell gerade im Chat sind, ihr könnt eure Fragen unter Hashtag Plankenstark bei Twitter stellen an uns, ja? Wir reden heute... Hashtag, ja. Vierfachkreuz, Gartenzaun, das Ding, was... Twitter? Ja. Was ist das denn? Das, jo, jetzt geht's los. Das, was du immer benutzt. Oder was ich benutze das nicht. Doch, ich benutze das ab und zu mal, aber ich komme da nicht so richtig mit klar. Also falls ihr Fragen habt, Leute, haut das raus an uns. Ich nehme mich der ganzen Sache an und werde das dann weiterreichen. Also immer raus damit. Bevor das, heute ist nämlich sehr, wir haben sehr, wir erzählen von früher, glaube ich, hatte ich das Gefühl, von Rollenspiel. Ja, geht wild her heute. Der Team Glorious hat geschrieben in Twitter, wenn ich das mal vorgreifen darf, Herr Desinken. Ja, bitte. Bester Plankenschneid seit lang. Und warum? Weil ich wieder da bin. Wie hieß das, Twitter? Twitter, ja. Twitter. Warte. Twitter. Nicht Dieter, ne? Twitter. Ach so, Entschuldigung, warte mal. Mit T, ne? Ja, mit T, nicht mit D. Warte, Twitter. Was hast du gefunden? Ja, da kommt was, warte mal. Es läuft, glaube ich. Ach, da muss ich mich anmelden, ne? Oder registrieren, ne? Ja. Nee, oder? Was spielst du eigentlich sonst so, Gerrit? Das würde mich jetzt mal, aus der Kalten würde mich das mal interessieren. Wenn du nicht spielst du irgendwas anderes, wo du nicht Rollen spielen musst? Ach so, jetzt mit Computer meinst ja, du? Ja. Ach so, ja. Was ist, was hast du da so in petto? Ja, wir haben jetzt gespielt, was war das? The Secret of Monkey Island. Oh. Great Giannis ist das. Ja, was spielen wir noch? Mein Gott, was gibt's da alles? Keine Ahnung. Dark Souls haben wir gespielt, alles Mögliche. Hast du Dark Souls durchgespielt?
Nee, bin ich bekloppt? Da stirb ich, sterbe ich so oft. Nein. Barbie Dreamhouse, kann ich empfehlen. Habe ich letztens auch gespielt, fand ich auch gut. Das ist schön, ne? Da hast du Mädchen, das ist sowas für Garak, ne? Für das Garak-Auge. 34er, ne? Du, man hört dich nicht, Garak. Achso, ich habe die falsche Taste gedrückt. Wo? Mädchen, wo? Was? Mädchen? Wir haben nichts von Mädchen gesagt, was du wieder hören willst, ne? Da haben wir ja nicht von gesprochen. Ne? Du sollst Barbies Dreamhouse spielen, Garak. Was ist denn das? Ja, da kannst du 34er Frauen sehen, hat Gerrit dir gerade empfohlen, ja. Wie heißt das genau? Darf ich mir das nochmal aufschreiben? Barbies Dreamhouse. Barbies Dreamhouse. Ja, das habe ich aber auch schon gespielt. Kann ich dir wirklich empfehlen, ja. Also hast du da einen Past Broadcast? Ja, wird es wahrscheinlich noch geben, aber da sind noch ganz viele andere wirre Spiele mit drin. Ach so, okay. Slabby, du guckst so ungläubig. Findest du das etwa nicht gut? Also, sind das etwa nicht deine Spiele? Ich höre nur zu. Ah, jetzt habe ich das auch. Jetzt sieht man hier, was die Leute posten, ne? Ja, genau. Richtig. Oh. Ja. Ja, unter dem Hashtag Plankenschnack. Was? Hashtag ist das, was der Böhmermann benutzt. Da bin ich falsch. Irgendwo anders. Ich erkläre dir das heute nach dem Plankenschnack noch fix, Gerrit. Dann kannst du das benutzen. Das ist gar nicht so unwichtig. Braucht man für die Community. Mm, da können sich Leute mit dir unterhalten. Übrigens, Marek Twitch hat gefragt, hey, Gerrit, ist Satyel schon da? Wow. Ja sicher, Satyel ist schon da. All die Fiale steht im Garten, Regale sind halb gefüllt. Natürlich. Ja. Ist das ein Insider? Das ist ein Insider, genau wie Erbsensuppe. Mhm. Ja. Kannst du uns da kurz aufklären? Ja, mit Aldi, das kam so, Gerrit geht ja nur bei Aldi einkaufen. Normalerweise. Wenn er was nicht kriegt, bei Aldi geht er auch schon mal zum Rewe oder sonst irgendwo hin. Aber immer nur Aldi. Aldi ist, billig und willig, ne? Möchte ich, ja. Und so kam Aldi irgendwann, ne? Und das ist ja auch ganz normal, wenn man, stell mal vor, du spielst jetzt 3 Monate auf einem Server. Mhm. Dann wechselst du auf einmal den Server. Dann fragt dich natürlich jeder, höre mal, was ist los? Bist du da gebannt auf dem alten Server? Hast du sexuelle Probleme mit dem und dem oder sonst irgendetwas? Ne? Ja, dann kam ich dann auf das Thema, ich habe gewechselt wegen Erbsensuppe. Und dann natürlich, was, Erbsensuppe? Ne? Ich sage, ja, stell dir mal vor, du isst 30 Tage im Monat, isst du Erbsensuppe, jeden Tag. Da hast du keinen Bock mehr drauf. Ne? Und dann hat ein User da so ein Command gemacht und so, hat alles Erbsensuppe und hat das dann schön erklärt. Ne? So kam dann Erbsensuppe und Aldi, ne? Ja. Du lebst das richtig, oder? Also so voll im Programm. Ja, natürlich. Klar. Immer. Ich habe das jetzt gefunden. Wie war das? Die Adresse? Hashtag nackt und? Nackt und Dreck. Nackt und dreckig.de. Nackt und dreckig.de, ja. Ja. Die gibt's wirklich? Ja. Wo weißt du das denn? Na, da findest du denn nackige Frösche. Ich kenne den Inhaber der Webseite. Nackige Frösche in Pfützen findest du da. Aber wirklich Frösche, wenn ich bitten darf, okay? Echt? Ja. Nein, keine Ahnung. Wir hatten mal eine Domain registriert, die hieß nippel wie treckerschrauben.de. Was? Echt wahr. Sowas kriegt man. Okay, jetzt mal kurz Butter bei den Fische. Matarilis, jetzt mal ernst, ja? Kannst du wirklich solche URLs dir zulegen? Ja, klar. Du könntest jetzt auch Garak ist wundervoll doof. Ja. De. Das geht? Kannst du machen, ja. Gibt es denn da irgendeine Begrenzung, wie lang das sein darf? Oder? Nö. Ja, ich glaube, kann sein, dass es bei 256 Zeichen zu Ende ist, aber da müsste ich nachlesen, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber du kannst sehr viel, sehr lang. Echt? Wow. Ja, hätte ich nicht gedacht. Nee, ich auch nicht. Jemand hat gefragt, ob wir Solus Project schon mal gespielt haben. Sagt, nee, kenn ich nicht. Wartet mal, ich guck mal schnell. Solus Project? Ich habe auch drauf geklickt, sagt mir aber gar nichts. Doch, ich hatte das, ich hatte mir das schon mal rausgesucht. Das ist so ein, wie sagt man, so ein Adventure-Ding auf einem fremden Planeten, glaube ich. Ich habe das mal in TeamSpeak für euch reingehauen. Das sah sehr interessant aus. Ich hatte das mal gesehen. Das ist so, ja, auf einem fremden Planeten den erkunden und mehr weiß ich davon auch nicht. Also du musst dann da irgendwelche Daten sammeln, glaube ich, oder so. Das sieht echt fancy aus und schick vor allen Dingen. Also ich habe es noch gar nicht gezockt. Das ist ein Early Access. Ich hatte mir das mal so 10, 15 Minuten angesehen bei jemandem und das sah wirklich sehr vielversprechend aus. Okay. Mhm. Das ist aber bestimmt viel mit Schießen, ne? Oder? Nee, gar nicht. Gar nicht. Nee. Rumlaufen und erkunden. Oh. Wieso, schießt du nicht gerne? Was? Schießt du nicht gerne, oder? Nein, nein. Ich mag das eigentlich nicht. Wie heißt das?
Gewaltsverherrlichung. PWL? PVP. Ja, sicher. Ja, natürlich. Nee, mag ich nicht. Das Einzige, was die Spiele mit zu schießen, ist, wie heißt das? The Division. Das ist das Einzige. Weil das hat ja diesen fast WoW-Charakter, dass du farmen musst und so weiter alles, weißt du? Ja. Aber sonst nur, nee, schießen mag ich nicht. Aber muss man den Armer nicht auch schießen? Nein, ich nicht. Ach so. Ich gehe auch zum Bankraub ohne Waffe. Kenne ich noch einen. Du bist Pazifist, oder was? Was für ein Ding? Pazifist? Ich habe dich gerade ganz schlecht verstanden. Ich meine, unter uns, ich kenne das Wort ja nicht, was das heißt. Ne? Du hast was gegen Gewalt, oder was? Ja, ja, richtig. Mm, ah, okay. Ja, ja. Ja. Stimme ich zu, auf jeden Fall. Aber so habe ich das in Arma damals auch gemacht. Ich habe jemanden Geisel genommen, ohne eine Waffe zu haben. Also ja, ich, das ist schön, ne? Ich habe ihn eine halbe Stunde lang überredet, meine Geisel zu sein. Hast du noch Geld geboten und so? Wow. Nee, das nicht, aber er ist dann, ich kann mich noch dran entsinnen, ich habe noch ein paar Broadcasts davon, das heißt, die Suche nach dem goldenen Apfel. Und ich habe einen goldenen Apfel gesucht und habe dann Leute eingesammelt und bin aufs Bankgelände gelaufen, aus Versehen, wir haben uns dann verlaufen, weil Gold, ja, und so. Und dann waren Komplizen da und dann haben doch die Polizisten wirklich sind gekommen, haben den Tresor geöffnet und wir haben das geklaut. Und sie haben ihn wieder abgeschlossen, wir haben es ins Auto gepackt und sind mit dem Gold wieder losgefahren. Und keiner hat es mitgekriegt, dass wir das Gold geklaut haben. Nee, echt jetzt? Ja. Ich war bekloppt, ey. Hammer 8. Das war... Nee, das war gut. Ja, glaube ich dir. Wir wurden auch durchsucht und alles und es war schönes Roleplay, ja. Das ging gut. Das ist ja auch das Schöne manchmal, wenn gerade die Polizisten, die sind ja dann die Gegner von den Kriminellen, wenn die auch mitspielen, so, weißt du, mal einen Spaß mitmachen oder sonst irgendwas, das ist richtig schön dann, ne? Mhm. Ja, genau, ja. Aber Mann, ich habe noch eine Frage, bitte, wenn ich darf. Ja, bitte, hau rein. Der Slapstick da, ne? Ich sehe das da, bist du Geigenspieler oder was ist das? Ja, ja, das ist die größte Geige der Welt, im Gegensatz zur kleinsten Geige der Welt, hier die größte Geige der Welt. Ach, das ist eine Gitarre? Ja, ja. Ach so. Oh. Machst du Musik? Mhm. In den letzten 2 Wochen auch wieder verstärkt, als ich nicht gestreamt habe. Hast du eine eigene Band und so was? Oder was machst du? Hatte ich, aber die habe ich aufgegeben, damit ich streamen kann. Oh. Damit ich mich hier drauf konzentriere. Nein, also, beziehungsweise das lief sowieso nicht so gut mit denen. Aber es wäre auch ein cooler Name, du, die Slabby Band, so ein bisschen für Jazz. So. Ja. Die Schlabberstücke wäre cool. Die was? Die Schlabberstücke. Die Schlabberstücke. Die Schlabberstücke. Das würde ich gut finden. Ja, können wir ja mal machen, so eine Streamer-Band. Ja, das wäre toll, oder? Aber was würden, ja, du musst uns die Rollen geben, was sollen wir denn machen jetzt in dem Fall? Ja, wir brauchen einen Bassisten, vielleicht einen zweiten Gitarristen und einen Schlagzeuger. Ich würde ja mal gucken. Also, ich glaube, der Nils hat so den Schlagzeuger. Nee, ich wollte gerade sagen, Garak, oder? Nee, du bist mehr so der Schlagzeuger, du bist ja mehr so der Wuchtige. Also nee, Garak ist eher Bassist. Groß und kräftig. Aber du siehst ja vom Kreuz groß und kräftig, weißt du? Du kannst mal ausholen und richtig auf die Trommeln raufhauen, das wollte ich sagen. Ach so. Ich bin mehr so der Zupfer, weißt du? Ich habe dicke Finger, so der Zupfer am Bass. So. Okay. Ich habe Trommel gespielt im Spielmannszug, möchte ich nur mal erwähnen. Ja, guck mal. Was hast du gespielt? Trommel? Ja, im Spielmannszug. Okay. Was hast du eigentlich nicht gemacht? Ich bin alt. Also ich habe schon viel erlebt. Ja, du warst wirklich früher auf Mittelaltermärkten, als es noch Mittelaltermärkte gab. So hört sich das an. Aber du bist doch nicht jetzt einer gewesen. Ich kenne das, ich habe auch mal im Dorf gewohnt. Ne? Da waren ja auch immer die Schützenfeste und sowas alles. Und ja, genau sowas, ja. Und da bist du da rumgelaufen mit dem Trommelchen, mit der Uniform an, mit dem Hütchen an und so. Genau, mit so einem Schiffchen auf dem Kopf und so. Ich war bekloppt, ey. Hammer 8, ey. Da war ich 7 oder 8 oder so. Ach so. Ach so. Das heißt ja nicht Trommeln. Da habe ich auch Xylophon gespielt. Ja. Blockflöte. Ja, jetzt doch nicht mehr. Jetzt würde ich mich da. Nee, das würde ich peinlich finden. War Flöte spielen? Nee, Trommel. Ja, Spielmannszug zu spielen. Achso. Ja, aber so schlimm ist das ja nur auch nicht. Also nee, ganz ehrlich, wenn du jetzt mal so Schotten oder so guckst, wenn die unterwegs sind mit den Trommeln und mit Dudelsack und so, das ist schon was Feines. Ja, das ist schön, das stimmt. Das ist was Feines. Also so peinlich muss einem das gar nicht sein, wenn man in so einem Rudel voll Trommler steht. Kann man mal auf den Putz hauen. Richtig. Nee, das ist auch schön. Ich höre doch gerne diese Schottenmusik. Das auf jeden Fall. Das ist richtig gut. Aber gut, man merkt natürlich jetzt den Altersunterschied. Ne? Garat und Slapstick, das sind ja Welten, ne? Das auf jeden Fall. Ja gut, bei mir ja auch. Der könnte mein Sohn sein. Moment, du bist doch... Nils, ich bin auch 30. Du bist doch keine 30. Ich bin 30.
Hör ja, auf, echt jetzt? Er sagt immer, dass er 30 ist. Ich bin 30, ja. Was hast du jetzt gedacht? Du hast doch graue Haare am Bart, ne? Na sicher. Ist das richtig? Nee, das sind weiße Haare. Nee, sind echt 30. Ich bin 30, ja. Ja. Du könntest ja mein Kind sein. Ja, hi, Papa Gerrit. Ja, sieh schon so. Komm, wolltest Taschengeld haben, ne? Nee, danke, reicht schon. Okay. Nee. Ja, ich nehme das Taschengeld. Was? Ja, was? Nee, aber ja, ich bin 30. Und eine Mickey Maus. Okay. Und Yps-Heft. Ich hätte kenn ich auch noch. Ja, erzähl. Warte, nein, ich wollte nichts erzählen. Ach so. Hier hat gerade jemand gefragt, ich habe keine Ahnung, warum diese Frage kommt, aber spielt der Gerrit auch Demos? Was? Demos? Auf Demos? Ja, ich gehe mal davon, Demos, also die Frage Demos wahrscheinlich von Spielen Demos, also gibt's das heute überhaupt noch, Demos? Demos? Weiß ich nicht. Demos? Nee, demonstrieren tut heute keiner mehr. Ich glaube, Demos im Sinne von Spieltest-Dinge, Betas. Ach, du meinst nicht hier Rambazamba auf der Straße mit Wasserwerfer und so? Was? Nee, mach ich nicht. Nee, das hat Garak bestimmt früher gemacht. Wahrscheinlich. Der oder natürlich. Garak? Was denkst du denn? Siehst du, Garak hat alles gemacht. Brockdorf. Garak hat früher Hausbesetzer. Alles steht da echt Demos? Ja. Also spielt der Gerrit auch Demos? Ich hab gedacht, das ist ein Insider. Nee. Nee. Oder bist du einfach zu alt und hast es vergessen? Ja, das kann auch. Das passiert mir manchmal, ohne Scheiß jetzt. Ich werde 45 Jahre, wenn ich mich aufrege, so wie gerade, wenn ich was nicht verstehe, muss ich mich hinsetzen, kriege ich Kreislauf und manchmal auch Fußpilz. Weißt du, was das ist, ne? Das rollt sich richtig hoch. Furchtbar. Mhm. Wo lest ihr das alles? Auf diesen Twitter? Ja. Also, ja. Oh. Mit welchen Computerspielen seid ihr aufgewachsen oder was habt ihr als Kind, Jugendlicher gespielt? Das würde ich gerne an Gerrit weitergeben. Ach du Scheiße, ich schon wieder. Warum nimmst du nicht Garak? Der ist älter als ja, ich. Ja, aber Pong. Von Garak, das weiß ja schon fast jeder. Dark Age of Camelot. Pong. Okay, nee, Pong. Pong war mein allererstes Computerspiel war Pong. Das war mit diesen so hin und her. Pong. War das nicht mit den Strichen? Ja. Ja, ne? Zwei Striche und ein Ball dazwischen. Das habe ich damals, da gab es doch Atari hieß das, glaube ich, diese Spielekonsole. Ja, ne? Ja. Dieses 2600. Tennis und Fußball und so. Ja, genau. Ja. Das habe ich auch mal gespielt. Computerspiele, wo ich mit angefangen habe, richtig intensiv, Pirates, The Bard's Tale, Dungeon Master. C64. Sind das Brettspiele oder? Was? Sind das Brettspiele oder was? Nee, das ist C64. Aber Defender war geil, das machte süchtig. Das gab es auch als Automaten-Version. Weiß ich nicht. Im Spielautomaten, ja. Das hat mich echt arm gemacht. Kannst du bitte ein Spiel davon mal genauer erklären? Also irgendwas. Nimm dieses Defender. Was hast du denn da gemacht? Defender of the Crown ist halt Großbritannien. Mhm. Und du musst da halt ganz England halt erobern, ne? Mit so Rittern und sie hat alles, weißt du? Katapulte und sie hat alles. England halt erobern, ne? Mit so Rittern und sie hat alles, weißt du? Katapulte und sie hat alles. Mit der Pixelgrafik von früher. Gab's da schon eine Maus? Was? Nee. Wow, nein, natürlich nicht. Ja, wie heißt also das? So Strategie jetzt nach links oder? Gehen, Enter. Ja, fünf. Ja, ja. Echt? Ja, so da gab es damals so die ganzen Text-Adventure, Zork und so weiter von Infogrames. Der war wirklich. Gehe geradeaus, jetzt links oder irgendwie sowas. Ja. Und ja, das man hat ja kein Bild. Gespielt. Das heißt, man musste sich die ganze Zeit im Kopf vorstellen, wie die gesamte Szenerie ist. Ja. Ja. Und das war so geil, das waren die geilsten Adventure überhaupt. Ja. Okay. Ohne Grafik, halt Buch einfach lesen, nur Text. Ne? Weil du musst quasi, du bildest dir dein eigenes Universum in deinem Kopf. Ne? Also das ist total genial. Ja. Kennst du noch? Nee, mach das. Das ist ja wie diese Bücher, wo man das eigene Abenteuer quasi, wie hießen die denn nochmal? Wo man dann sagen muss, wo man sich entscheiden muss und dann steht da immer, wenn du dich so entscheidest, geh zur Seite bla 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 und wenn du dich so entscheidest, geh zur Seite das ist bla bla bla. Hustler. Ich hätte jetzt gesagt. Das mit den klebrigen Seiten, das meine ich nicht. Ich hätte jetzt gesagt, geh aufs Ganze, Tor 1, 2 oder 3. Ob du wirklich das richtig stehst, siehst du, wenn das... Licht angeht, oder was? Richtig. Aber wie kann man sich das vorstellen? Klär uns mal auf. Also, oder Garak ja auch. Ich meine, schreibst du... ...halt so, ne?
und ist ja in verschiedene Gebiete eingeteilt. Und dein Gebiet ist dann zum Beispiel grün, hast so einen kleinen Abschnitt, der andere ist halt rot und gelb und weiß ich was. Und dann klickst du da halt auf mit der Pfeiltaste irgendwo hin und sagst dann Angriff, ne? Und dann gehörte doch immer dir. Da gab es keine Grafik, Kampfgrafik oder sowas. Das war einfach dann dir oder das Ohren, ne? Okay. Ja, total simpel, ne? Ja. So wie Dwarf Fortress oder was? Dieses. Wie was? Ach, kennst du nicht, okay. Was? Dwarf Fortress oder was? Dieses. Wie was? Ach, kennst du nicht, okay. Was? Das so mit ASCII-Grafik, also. Ich auch nicht. Nee, kenn ich nicht. Nee, nee. Okay. Slavy, bist du sicher, dass das nicht wieder so ein Hipster-Kram ist, was bei Steam ist? Aus der Indie-Abteilung. Ja, wollte ich gerade sagen, aus der Indie-Abteilung. Ja. Aus Slavys Indie-Regal kam das. So gesehen, Dwarf Fortress würde ich tatsächlich so ein bisschen als Hipster. Nein, das würde ich vielleicht nicht, aber schon so ein bisschen. Das ist schon sehr speziell. Aber es ist auch älter, ne? Also, das, ich glaube, Dwarf Fortress, das war schon, ist schon sehr, sehr alt. Tatsächlich. Aber gibt's denn, Slabby, da bist du ja wieder der Fachmann, gibt's denn heute sowas noch? Also, du kennst dich da ja mit. Ich habe immer noch nicht verstanden, wie dieses Spiel funktioniert mit dem Defender of the Crown. Naja, du musst dir, glaube ich, jetzt, nimm dir einfach eine Karte, stell sie dir vor und sie ist halt in Bundesländer eingeteilt, ja. Und ja. Du kannst dann. So wie Risiko. Mit den Pfeiltasten da so, glaube ich, dann durch. Und dann drückst Enter für Angriff sozusagen und so funktioniert das. Gibt's sowas heute auch noch? Ja, natürlich. Europa Universalis kommt mir da in Sinn. Das ist halt das Ganze in 100.000-facher Verkompliziertheit. Ja, richtig. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Naja, aber ich meine, so wirklich im alten Stil. Ich muss jetzt erstmal Defender of the Crown. Ach so. Okay. Im alten Stil. Oh, Defender of the Crown gibt's von 1986 ist das. Auf dem Commodore. Ich bin ein Jahr alt. Boah, das sieht aber gar nicht schlecht aus. Aber das ist immer stark, denn dir fallen die Ohren ab, ne? Hier, Leute, hier gibt's mal ein Bild dazu. Das sieht echt gar nicht so schlecht aus. Also, das ist wirklich gut. Muss ich mal gucken. Ach ja. So. Ja, genau. Mit der Katapulte, ich war bekloppt, ey. Hammer 8. Das war noch Kunst, glaube ich, damals so als Pixeln das zusammenzusetzen, oder? Ja. Ich meine, heute die Grafik, die kannst du ja kaufen bei Unreal Lizenz und dann ist ja schon alles fertig. Wie war das damals? Da gab's doch nur, was war das, Basic? Basic Cards auf jeden Fall, ne? Ich weiß nicht. Ja, ja. Ja. Ja, ne? Ja. Ja. War ja C64 Basic, ne? Ja. Ja, genau. C64 Basic. Ja. Hast du zu der Zeit schon programmiert, Garak, oder noch nicht ja. So? Ja, ja, aber nicht mehr im Basic, da war ich schon drüber. Ich habe 85 habe ich C programmiert schon, also aber dann nicht mehr auf dem C64, der war für mich nur, weiß gar nicht, wann der rauskam, 82 oder 83, ich habe den nicht lange gehabt, nur zum Spielen und habe mir dann relativ schnell einen Atari ST gekauft und hatte nebenher immer noch einen Apple II. Das ging ganz gut. Und auf dem Atari ST, da habe ich dann das Betriebssystem runtergeschmissen, OS 9 drauf installiert, hatte ich halt einen Unix und dann konnte ich auch C programmieren. Das war ganz geil. Das war der 520 ST, glaube ich, ne? Ich hatte einen 260 ST, den ich aufgemotzt habe mit dem Lötkolben auf dem 520. Scheiße, das gab's ja wirklich früher. Ne? Du bist selber noch bei den Computern rumgeschraubt und sowas. Ja, ich habe da drin rumgeschraubt. Ich hatte ein kleines Nebengewerbe damals als Student und habe C64er repariert. Permanent. Ich habe davon hunderte repariert. Also vor allen Dingen die ID64er, die sahen ja etwas anders aus. Die hatten ein anderes Gehäuse. Es war nicht mehr diese dicke Brotdose, sondern die waren etwas flacher. Mhm. Und da gab es halt diesen SID, diesen Soundchip auf dem 64er, der ging dauernd kaputt. Mhm. Und auch die Ausgabebausteine, die 6522er ICs. Und du hast bei den richtigen 64ern, konntest du die einfach aus dem Sockel rausnehmen. Bei Aldi war das alles total billig, da waren die Dinger direkt auf die Platine gelötet. Die Sockel haben sie gespart, damit die Dinger billiger wurden. Und dann musste man die halt immer auslöten. Und das war ein bisschen aufwendiger. Aber ich viel dran rumgelötet und geschraubt. Ja, das war auf jeden Fall so. Ich fand das immer geil. Kennst du das noch, wenn du ein Spiel gespielt hast, ein großes Spiel? Ey, legen Sie bitte Diskette 64 ein und weiß ich was alles, ne? Und jetzt bitte 37 und so jetzt, ne? Ich kenne das noch. Damals gab es die Zeitschrift 64er, hieß die. Und es gab die Run. Genau, die Run war das. In der Run, das war eine Zeitschrift für den 64er. Die muss so Anfang, Mitte der 80er gab es die. Und da waren so Hexkolonnen, also Programme abgedruckt in der Zeitschrift. Das waren so
Hexzahlen quasi, ein Hexadezimalsystem, und am Ende war immer eine Prüfsumme in jeder Zeile. Und man hatte keine Datenspeicher, das war also VC20-Zeit. Also man hat im Grunde genommen eine Datasette gehabt, aber du musstest ja irgendwie dein Programm da reinkriegen. Und dann hast du seitenweise diese Hexzahlen abgetippt, ja, und du durftest ja keine Zahl falsch haben. Und völlig krank. Und dann hast du am Ende hast du es dann auf Datasette gespeichert. Und dann musstest du dir markieren, wo das ist. Und oh ja, hast die Zahlen aufgeschrieben vom Zählwerk. Und dann hast du vergessen zu drücken. Und dann wusstest du nicht mehr, wo dein Programm war und all so ein Mist. Also das war schon eine coole Zeit. Wow. Also Day One Patch war damals so dick, oder was? Ja, wahrscheinlich. Ja, du hast das einfach abgetippt. So. Ja. Damals mit den Peaks and Pokes. Okay. Ah, das sind so Sachen, die kenne ich auch nicht. Also ich hätte jetzt sagen können, ja, bei Mortal Kombat, beim Finish Him kam dann, legen Sie bitte das Kette so und so ein, ja. Und dann sitzt du da, ist nicht dein Ernst, ja. Gerade so bist du 11, 12 Jahre alt und willst gerade dein erstes brutales Spiel ansetzen. Oh, nein. Und dann, wo ist die Diskette? Bei deinem Kumpel. Und dann geht's nicht. Ja gut, wir hatten ja gar nicht, ich denke, der Garrat weiß das auch, gar keine brutalen Spiele in dem Sinne, ne? Wir hatten so Kampfspiele, da kenne ich noch International Karate Plus. Das ist noch so aus meiner Zeit. Ja, das war später. Also wir haben so Spiele, also eigentlich gab es schon so die ersten Sid Meier-Dinger kamen da, also die waren ja sehr früh, da gab es so Monkey Island oder war das schon später, ich weiß es gar nicht. Gab es das für den 64er, bin ich mir gar nicht mal sicher. Aber also es gab schon so ein paar schicke Sachen, ne? Aber so also Donkey Kong oder irgend so ein Blödsinn. Ja, ne? Ja. Und so eine Jump'n'Run-Spiele oder wie habe ich das, Lemminge. Ja. Hemminge habe ich Tag und Nacht, das nahm kein Ende. Und natürlich, der absolute Kracher war, das weiß ich noch, das haben wir am Telefon gespielt, völlig bescheuert. Ein Kumpel von mir und ich, wir saßen zu Hause und haben Elite gespielt und haben einen Telefonhörer in der Hand gehabt und haben uns gegenseitig erzählt, was wir gemacht haben. Das war quasi so ein Netzwerk-Game, obwohl wir natürlich überhaupt nicht vernetzt waren. Ja, ja. Der nächste Schritt war dann halt, dass wir uns ein Modem gebaut haben. Das habe ich dann zusammengelötet und dann hatte ich mein eigenes Modem. War natürlich hochgradig illegal damals, weil es war nicht erlaubt, an die Postdose ranzugehen. Das war richtig, richtig bös verboten. Und dann hat man das halt so mit Tricks gemacht. Dann hast du so Fischertechnik gehabt und hast den Hörer vom Telefon mit so einer Fischertechnik-Gabel einfach so hochgehoben. Ja, dann war das abgenommen und dann hat das Modem zugegriffen quasi. Ne? Also dann hat man so eine Telefonhörerkapsel umprogrammiert. Also das war total genial. So waren die ersten DFÜ-Anfänge, also das vor dem Internet, sag ich mal, für Mailboxen und so. Okay. Wahnsinn. Hammer. Wow. Aber so im Nachhinein muss ich sagen, war eine geile Zeit, weil man einfach dabei war. Ich meine, wann hast du mal die Chance im Leben, bei einer Entwicklung, die entsteht, live dabei zu sein? Ich habe es ja gleich zweimal erlebt. Einmal die Computerrevolution und einmal die Internetgeschichte. Ja. Ja, also ich war ja bei Internet, ich habe schon Internet gemacht, als es in Deutschland noch nicht mal so hieß. Ja, also insofern, aber nur, weil ich eben beruflich sowieso in der Nähe war. Ne? Das war, der Normaldeutsche hatte ja gar keinen Schimmer, was das ist. Das kam ja erst mit dem guten alten Boris. Ne, bin ich schon drin und AOL, dadurch ist es ja erst massentauglich. Ich habe heute noch AOL. Echt? Ja, ohne Scheiß. Ich in Amerika gibt es das auch noch. Sie haben Post, weißt du? Ja. Richtig, ich habe das heute noch. Ja. Du arbeitest immer noch die ganzen CDs ab, oder was? Was? Die ganzen AOL-CDs arbeitest du immer noch ab, oder Free was? Free Internet damals hast du. Gerrit hat sich nicht gesammelt, den ganzen Keller gesagt, voll, so 50 Stunden gratis Internet. Nein. Ohne Scheiß. Du bist sogar dann extra eine Zeitschriftenladen gegangen, weil die gab es ja die CDs in diesen Heftchen drin, ne? Und hast dir so ein Heftchen gekauft, damit du mal da große Aktion, 100 freie Stunden, dann hast du direkt 3 Hefte gekauft und so weiter. Alles, ne? Also das war Wahnsinn. Also ich habe ja schon immer gesagt, dass in 1000 Jahren, wenn die Archäologen so, die in 1000 Jahren anfangen auszugraben, was werden die finden aus unserer Zeit? Silikonkissen und AOL-CDs. Silikonkissen? Ja, von der Brüste. Wie, was? Die gehen ja nicht kaputt. Wie Silikon? Naja, wenn die irgendwann Pamela Anderson begraben und wieder ausgraben 100 Jahre später, dann... Die Silikonkissen bleiben über. Was? Das ist halt Silikon. So was gibt es? Ja. Ja, wie so was? Mensch, hast du denn für dein Roleplay nicht aufgepasst? Muss ich dir so eine Kiste schicken? Ich muss mal 2 Minuten mal weg, glaube ich. Wow, ich krieg grad Nervenvorstellungen hier. Kann ich mal 2 Minuten weg? Ja. Okay, danke.
Aber wie gesagt, als ich Informatik studierte, wir haben noch Lochkarten gehabt, ne? Ja. Also das war einfach so. Also in der mittleren Datentechnik oder auch in der Großrechnertechnik war das völlig normal. Und wir hatten damals sah man das immer in den Fernsehfilmen oder in Kinofilmen oder so, wenn man irgendwie so Rechenzentren hatte, waren immer diese großen Spulen, die sich da vorwärts und rückwärts gedreht haben. Also diese ganzen großen Magnetbänder, das war damals noch völlig normal. Ja. Aber ich habe damals als Neunjähriger habe ich meinen ersten Rechner 80er. Und da hatte ich dann Norton Commander und dann habe ich da immer die ganzen, ich habe ja damit gespielt, ich hatte keine Spiele am Anfang, ich hatte nur Norton Commander und Windows 3.1 und mit den beiden Programmen, Betriebssystemen habe ich dann gespielt und in Norton Commander gab es dann die Möglichkeit irgendwie, dann waren so ganz viele komische Netzwerk- und Internetoptionen und ich habe immer davon geträumt, wie cool das wäre, jetzt damit ins Internet zu gehen. Ich war noch viel zu dumm dafür damals. Deswegen spielst du heute auch so eine Quatschspiele. Weil du früher schon nicht hattest. Ja, eben. Wir hatten doch früher nichts. Ja, super. Wir warten mal, bis Gerrit wieder da ist mit den Fragen, wa? Nein, ich kannte Konrad Zuse nicht persönlich. Aber der lebt ja noch. Also, ja, der ist auch noch gar nicht so lange tot. Wann ist Konrad Zuse gestorben? Weiß ich gar nicht. Wer ist denn Konrad Zuse? Oh. Sagt mir jetzt nichts. War das jetzt ernst gemeint? Mhm. Warte, ich google dir das. Ja, 1995 ist er gestorben. Ich bin gar nicht mehr selber. Konrad Zuse ist geboren, also gestorben ist er 1995. Ja, und er hat den ersten funktionstüchtigen, vollautomatischen, programmgesteuerten Computer gebaut. Ne. War ein Deutscher, natürlich. 22. Juni 1910 in Berlin geboren. Natürlich. Ja. Aber ich hätte es auch nicht gewusst. Bin ich ehrlich, deswegen habe ja, ich... Ja, also für Informatiker ist Konrad Zuse Kempmann, ja. Ich hätte es auch nicht gewusst. Slabby, komm, High Five. High Five, ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Ich hätte jetzt gesagt, er hat Zuse entwickelt, Linux, aber dann habe ich mir gedacht, hat ja. Zuse. Na, gibt's Zuse überhaupt noch? Nee, die sind gekauft worden von Novell, oder? Ich weiß es gar nicht. Vor langer Zeit, also das... ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es die Distribution noch gibt, keine Ahnung. Gerrit? Ja? Kennst du Konrad Zuse? Wen? Konrad Zuse? Ja, nee, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Der ist gut. Siehste? Den kenne ich nicht. Was ist das? Siehste? Das ist, Garak, erklär doch bitte Gerrit das auch noch schnell fix in einem Satz. Wer Konrad Zuse ist? Konrad Zuse ist ein Deutscher, der den Computer erfunden hat, quasi. No. Ach so. 1900, irgendwas in den 40er, glaube ich, oder? 41 hat er gebaut, den ersten funktionstüchtigen, vollautomatischen, programmgesteuerten Computer. Das Ding war eben riesig, ne? Das Ding war richtig groß, 100 Quadratmeter, keine Ahnung. Das Ding war total mechanisch. Hättest du mich jetzt nach Beate Use gefragt? Ja, das hätten wir, glaube ich, alle beantworten können. Ne? Also das wäre schon mal ein anderes Idee. Ja. Die habe ich ja zumindest mal getroffen. Was? Echt? Ja, die hat hier in der Nähe, wir haben ja einen Flugplatz hier in der Nähe und die hat da ihre Flugmaschine gehabt. Die war ja Pilotin, auch im Zweiten Weltkrieg schon. Und ist hier noch im hohen Alter, mit 90 ist sie noch durch die Gegend geflogen. Wow. Mhm. Ach, daher weißt du das mit dem Silikon noch dann quasi. Nee. Garak hat alle Insider, wisst ihr? Es ist so, Garak, du warst übrigens bei drei Dingen dabei. Als Mittelaltermärkte abgeschafft wurden, da warst du auch noch dabei, ja? Das muss man ja auch dazu sagen. Das ist echt schlimm. Also bei dir ist das so, als wenn man so ein Buch aufschlägt, so eine Enzyklopädie, ja. Oh ja, so hier war ich dabei, das habe ich auch gemacht, ja. Dann habe ich, ja, super. Ja, aber wenn du so ein langes, ereignisreiches Leben hast, so wie ich so, dann kommt ja einiges zusammen, ne? Und ja. Ich habe ja immer Lust, alles Mögliche auszuprobieren, ne? Und ja, da bleibt man ja auch jung bei, ne? So im Kopf, ne? Nicht mehr in den Knochen, aber im Kopf. Führst du auch Tagebuch? Nee. Nicht? Keine Memoiren? Nee, das habe ich nie gemacht. Das wäre cool. Muss ich alles im Kopf behalten. Ich darf also nicht senil werden. Okay. Oh. Oder deine Memoiren schreiben. Das wäre echt schade. Aber dafür hast du ja deine Frau, die merkt sich das alles. Ja, die merkt sich das. Süße. Dann schreibt sie deine Memoiren an. Ja, das wäre was. Hm. Seid ihr verheiratet, Nils? Ich? Lepsig? Nee. Nein? Gottes Willen. Das war aber sie. Nee. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da so ein bisschen in der Neuzeit gelandet. Also ich wurde noch sehr konservativ erzogen. Also auch hier mit Osten halt, ne?
Ja, nee, kann man so sagen, ja, Osten. Osten hat ja, man gab's Möhren und Kohl, gab's ganz viel. Ja, du lachst, ist so. Echt jetzt? Ja, bis 2000. Ja. Ist kein Witz. Oma und Opa haben bei der LPG gearbeitet. Du, jetzt hör auf zu lachen, ist wirklich so. In den 90ern noch, Oma war in der Küche bei der LPG und Opa ist Mähdrescher gefahren. Und es gab immer Kohlen und Möhren. Weil ich kam ja vom Feld. Ja. Ja. Und also bei mir ist das so, ich habe bis vor kurzem nicht mal eine Freundin gehabt. Also ich bin da, glaube ich, sehr speziell wegen Rechner und so. Und naja. Aber du gibst jetzt nicht deinen Computernamen oder sowas? Nee. Nee, also. Ab heute heißt er Gerrit. Was? Nein. Nee, nein, nicht das anpassen. Nicht. Also ich bin ganz normales Typ. Ich bin halt bloß viel zu Hause und ja. Sonst nichts. Ja. Ja gut, das bringt das Twitch auch mit sich, ne? Würde ich mal sagen. Ja. Man lernt ja hier viele Leute kennen. Ja. Also es ist schon, der Wandel ist halt schon, also wenn wir jetzt mal euch vergleichen, da drüben sitzen die beiden alten Säcke, auf der Seite hier nicht, bei Twitch, ja. Das, man merkt das halt beim Erzählen schon, wie sehr sich die Zeit eigentlich gewandelt hat. Aber ja, umso schöner ist das, dass man so mit den Leuten einfach hier zusammensitzen kann und über diese eine Interesse trotzdem so viel Lachen und Spaß haben kann. Wisst ihr, wie ich das jetzt meine? Das ist echt cool. Nee, ja. nee. Ja, ist es ja auch. Ne? Also es ist ja ist schon überhaupt so faszinierend, ja, dass das, ich würde sagen, das hat sich auch nur im Laufe der Zeit so ergeben. Ja? Also vor 30 Jahren wäre das gar nicht möglich gewesen. Da waren, wenn ich so eine Generation zurückdenke, also meine Eltern oder so, da waren eigentlich immer so die Generationsgruppen untereinander, unter sich. Also da passierte gar nicht so viel Austausch. Und das ist heute ja komplett anders. Ja. Was nicht immer gut ist, aber meistens schon. Aber jetzt habe ich mal eine Frage. Jetzt hat einer bei den Twitters da geschrieben, wer hat denn noch einen, was ist das? Koppler von euch benutzt. Was ist Koppler? Akustik-Koppler. Akustik-Koppler. Das sind die Teile, wo du die Hörer draufgelegt hast. Ich habe irgendwo einen rumliegen. Also, irgendwo. Ich habe noch ein Dataphone S21D, wenn ich mich nicht irre. Sowas müsste ich hier noch rumfliegen. Wahrscheinlich im Keller. Habe ich länger nicht benutzt. Ach so. Da hast du den Hörer draufgelegt und dann. Das war jetzt schon ganz schön schnell. Sind da die Geräusche durchgekommen, quasi wie beim Modem, diese Geräusche. Okay. Habe ich aber nicht benutzt. Ich hatte aber 1990, 91 hatte ich schon US Robotics Modems, ne? Mit 14.400 Baud, also mit HST-Modus. Jo. Für meine Mailbox. Ich habe ja damals eine Mailbox betrieben. Ja, das habe ich eigentlich nicht gemacht. Aber eine Mailbox, super cool. Mit zwei Lines. Ich hatte zwei Telefonleitungen. Richtig cool. Wow. Ja, wow. Im Fido-Netzwerk. Das ISDN quasi. Ja. Nee. Es war langsamer als ISDN. ISDN war schneller. Ja, aber das ist halt, wenn du sowas hörst, ja. Ich meine, ich habe noch Modem kennengelernt, ja. Das habe ich in den Sommerferien, habe ich das immer eingesungen in der Modemfabrik, dieses Geräusch, ja, als Ferienjob. Und, Moment, hast du auch einen Ferienjob gehabt? Ja, du nicht? Ich auch. Was hast du denn gemacht? Darf man das hier so sagen, oder? Ich weiß nicht. Ferienjob im Osten ist doch FDJ, oder nicht? Du hast Adventskalender geklebt? Ja. Mit 26 Türchen. Wie viel mit 26? Ja, hast du nach Weihnachten noch was davon? Ja. Bei dir gab es dann immer die Deluxe-Edition oder was? Oder ist das die West-Edition? Weil bei uns im Osten gab es immer nicht so viele Türen. Das hast du jetzt gesagt, nicht ich? Deswegen, ja. Nein. Nee, ich hatte keinen Ferienjob. Nee. Nicht? Du, Gara, hattest du einen Ferienjob? Was hatte ich? Einen Ferienjob, so in der Schule noch, damals? Ferienjob, nee. Nee, das hatte ich nicht nötig. Nee, musste ich nicht, nee. Haben eure Eltern das immer alles dann für euch gemacht, oder wie? Ja. Okay. Ja. Also, ja, wir haben auf der wir waren ja Straßenkinder, ne? Ja. Und also wir haben. Nö, also Ferienjob brauchte ich nicht. Hatten wir nicht. Gab's nicht. Aber ich hatte keinen Ferienjob, sondern ich hatte einen jetzt, ne? Ich hatte einen richtigen Job. Also so neben der Schule. Ich habe Lebensmittel ausgefahren für einen Kaufmann. Ach so, ja, aber mit dem Fahrrad oder was?
Ja, mit dem Fahrrad. So ein Fahrrad mit vorne, also vorne war so eine Ablage, ne? Und hinten auch. Und dann hast du eine Kiste Silvetta draufgestellt und dann, oder Apollinaris, ja, vom Feinsten, ja, und dann hast du zu den Omas gefahren. Das war immer super geil, weil die haben dir immer 5 Mark gegeben als Trinkgeld. Also bis zu 5 Mark. Also ich habe mehr verdient an Trinkgeld als das, was ich von dem Typen vom Kaufmannsladen da gekriegt habe. Aber egal, der hat mir die Stunde bezahlt, ich glaube eine Mark oder so. Wow. Ist ja aber auch schon lange her, das war 70 oder also 1970, ja. Ja, ja, aber danach bist du doch bestimmt hier gleich wieder zum Schulhof nach der Pause und hast dann die Lady. Der hat Pralinen, das war ganz doof. Da habe ich Pralinen abfüllen müssen. Der hat so Pralinen in riesengroßen Boxen gekriegt und hat die als Delikatesse-Pralinen, also es war vom großen Markt, Ex und Schund. Dann hat er das, wir Kinderarbeiter, ja, haben das umgefüllt in so kleine Plastiktütchen und haben dann so ein Etikett oben drumherum gemacht, immer 100 Gramm und die wurden dann, da habe ich Pralinen abfüllen müssen. Der hat so Pralinen in riesengroßen Boxen gekriegt und hat die als Delikatesse-Pralinen, also es war vom großen Markt, Ex und Schund, dann hat er das, wir Kinderarbeiter, ja, haben das umgefüllt in so kleine Plastiktütchen und haben dann so ein Etikett oben drumherum gemacht, immer 100 Gramm und die wurden dann im Laden für Wahnsinnsgeld verkauft, das war sie doch. Kennst du denn auch noch, die wurden ja damals, zu meiner Zeit wurden die verboten, die Original-Stinkbomben, diese kleinen Glasdinger hier. Ja, kenne ich, die Glas mit Flüssigkeit drin, ja. Die waren geil. Ey, die haben ja gestunken. In unserer Schule war das permanent, irgendwo wurde das hingeschmissen, ja. Und die haben die dann verboten, war das, ne? Ja, ja, die gibt es nicht mehr. In den 80ern, glaube ich, war das, ne? Ja, wir sind dann umgestiegen auf Buttersäure, das ist viel wirkungsvoller. Ach du Scheiße. Wow, du hast echt schon danach gemacht, ist die, ne? Danach war die Schule, also wir hatten das ausprobiert und das war dann doch ein bisschen derb, weil wir hatten irgendwie 3 oder 4 Tage, konntest nicht mehr in die Schule. Ja. Das Zeug ist so fies. Ja, das ist richtig, das war gut. Ja, wir waren ganz schöne Rabauken. Das war aber eine schöne Zeit, du hast ja kein Handy gehabt, du hast ja groß zu der Zeit, ja, im Kleinwagen kein Computer gehabt, du hast Fußball gespielt draußen. Richtig, oder Brennball Straße, oder Völkerball, ja, oder Gummitwist. Mhm. Gummitwist war immer angesagt. Ja, ich nicht. Murmeln, wir haben Murmeln gespielt. Hast du mal Murmeln gespielt? Das ist cool. Ja, mit dem Loch. Da. Also ich habe im Kerl immer schon mit Löchern gespielt. Das konntest du bei Murmeln, konntest du halt ja auch machen. Ja. Ja. Das ist aber Billard. Ja. Ach so, Entschuldigung. Das ist schon okay, kein Problem. Ja, so mit Kö und dann einlochen. Oh, ja. Man lernt da nie aus, ne? Eben. Man lernt da nie aus, ja, richtig. Konsum, ja, genau, Konsum hieß das. Das für so einen Konsum habe ich gearbeitet. Es gab nämlich nicht nur im Osten Konsums, haben sondern es gab auch, ja, gibt es immer noch, ne? Heißt ja immer noch Konsum bei uns, ohne Witz. Tatsächlich, ja, echt, ist so geblieben. Ja, wir haben hier in Dresden haben wir kleine Läden, die heißen, da ist eine Kette, die heißt immer noch Konsum. Kein Scheiß. Das gibt's bei uns nicht mehr. In den 70ern, irgendwann haben die das dann gecancelt. Was war denn euer erstes, ja, wie kann man sagen, Online-Game? Ja. Also in Modemzeiten, wo er praktisch gegen andere mal gespielt hat. Bei mir war das zum Beispiel, kennt ihr noch Duke Nukem? Mhm. Das Spiel. Und da habe ich damals. I'm looking good. Ja, genau. In der ersten deutschen Duke-Liga habe ich da gespielt damals. Und da hast du wirklich noch duelliert über Modem und sowas alles, ne? Ja. Ja, das war mein erstes Online-Spiel bei euch. Also ich habe schon mit DSL angefangen. Mach du, Slabby. Ich hatte, das war aber schon auch schon zu ISDN-Zeit, das richtige Online-Spiel, was ich richtig gespielt habe, war erst WoW. Also wirklich spät. Beziehungsweise ich habe vorher schon ein bisschen online gespielt, Counter-Strike. Da war nämlich gerade Counter-Strike Source rausgekommen. Aber da war ich nicht so gut. Da bin ich bis heute nicht so gut. Deswegen spiele ich es auch nie. Aber wir haben damals eher so LAN-Partys veranstaltet. Noch vorher. Das haben wir immer gemacht. Wo wir dann uns getroffen haben und noch Counter-Strike 1.6 gespielt haben und Age of Empires 2 und diese ganzen Chosen. Das waren sogar noch, die ersten waren sogar teilweise noch, weil wir das damals im Pfadfinderheim gemacht haben bei uns. Da haben sich dann auch immer die Funker zusammengesetzt und haben da irgendwie ihre komischen Sachen gemacht. Das waren immer die, da hat man sich dann nicht so sehr als Nerd gefühlt auf einer LAN-Party, weil da waren immer noch die Funker, die waren noch die größeren Nerds. Das kann ich bestätigen, ich bin ja einer. Ja. Und, Alter, der ist ja alles. Rüstungsschmied, Funker, Silikonhersteller. Ich habe meine Funkamateurprüfung irgendwann Ende der 80er gemacht, aber da ist man wirklich so ein, also eigentlich sollte man das nicht erwähnen, da ist man nämlich in einer Gruppe, in einer Gruppierung, die ist nicht so angesagt. Warum? Ja, weiß ich nicht, die sind alle ein bisschen komisch verdreht, also ich gehöre natürlich nicht dazu, aber Nee, natürlich sind, nicht. Nee. Aber es ist schon ganz schlimm.
Also ich meine jetzt nicht CB-Funk, die sind noch schlimmer. Hatte ich auch mal. Hatte ich auch ja, mal. In den 70ern hatte ich das auch mal. Hieß Satellit. Ich weiß auch nicht warum, aber keine Ahnung. Dann so eine 5-Meter-Antenne im Garten stehen? 7 Meter, ja. 7 Meter, wow, wow. Ja, gut, du musst es auch als Kind nicht arbeiten, ne? Ja. Ja. Ja, richtig. Ja, ich habe gearbeitet, aber nicht als Ferienjob. Wow. Nein, es war schon eine schöne Zeit, das auf jeden Fall. Also ich habe mit Modem damals nichts online gespielt. Nee? Nee, ich weiß noch, wie ich bei K&M Elektronik über Modem meinen ersten Computer bestellt habe. Das weiß ich noch. Also richtig noch. Modem. Was für ein Computer? Ich glaube, ein AMD Athlon 1333 oder so. Das war mein erster Computer. Und da hatten wir, wow, immer noch kein Internet. Also immer noch nicht. Und dann habe ich meinem Papa, habe ich stundenlang breitgetreten, Wochen, Monate, dass wir uns dann von Freenet eine Flatrate anschaffen mit 50 Stunden im Monat, glaube ich. Oder 5 Gigabyte? Ne, ich glaube 5 Gigabyte Traffic. Ja, Traffic war das, 5 Gigabyte. Und dann weiß ich noch, hatte ich auf dem Bildschirm, Coolmon hieß das, eine Applikation, wo man Textdateien schreiben konnte und da dann so Sachen drin standen, wie viel hast du rausgeschickt und empfangen und dann beim Zocken jeden Tag, okay, 30 Tage, du darfst heute nur 250 MB verzocken, so. Und dann habe ich Wolfenstein habe ich als erstes gespielt. Also Return to Castle Wolfenstein war mein erstes Spiel online. Okay. Das habe ich 5000 Stunden gespielt. Aber merkst du, hat Garak diesen Unterschied? Diese Zeit, diese Jahre? Das ist Wahnsinn, ne? Ja. Mein erstes Online-Game, also das richtige Mass-Multiplayer, würde ich sagen, war Meridian und Ultima Online. Also das war irgendwann so 96, 97, glaube ich. Aber das war natürlich das erste Online-Game. Also das war das erste Mass-Multiplayer, würde ich sagen. Und erste Online kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Also wir haben damals mit Kali, das war so eine Software, die brauchte man, um über IPX-Netzwerke, der ein oder andere weiß noch, was das bedeutet, da hatte man noch schwarze Kabel mit Endwiderständen und so, also richtiges Netzwerkkabel, nicht diesen Kindergeburtstag von heute, den jeder kann, sondern man musste noch denken beim Verkabeln. Und wer hat wieder den Endwiderstand rausgezogen? Und damit hat man LAN-Partys gemacht. Und schwarzes Kabel, LAN-Partys mit schwarzem Kabel und Endwiderständen und T-Stücken, das unfassbar. Es gab keine Switche. Das war alles, alle Rechner waren hintereinander, seriell in Reihe hintereinander geschaltet. Und wenn irgendeiner zwischendrin eine Stärke gezogen hat, war das gesamte Netzwerk tot. Das war total Hammer. Und da haben wir immer gespielt Descent 2. Ja. Und hier irgendwas mit Kartrennen. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Irgendein Kartrennen oder so. Das haben wir dann in meinem Netz gespielt. Ja, das war ganz gut zu der Zeit. Decent, ja. Und wie gesagt, IPX-Netzwerke, das war noch so ein Novell-Ding. Und es gab noch kein TCP-IP zu der Zeit. Also das gab es schon, aber nicht für die normalsterblichen Computerbenutzer. Ja gut, dann kennst du das ja auch noch. Ich weiß nicht, ob ihr zwei das auch kennt. Ich habe ja damals auch schon Raubkopien und so jetzt alles, ne, von den Spielen. Und dann kennst du das Raubkopien, noch? Was ist das? Ja, morgen auch noch, richtig. Dann die Demos davor. Die Jungs, die das gecrackt haben, haben dann ihre eigenen Demos gemacht. Ja, und sowas das alles. War meist besser als das Game. Ja, richtig. Oh, nicht alles. Das war auch immer super. Da kann ich mich noch dran erinnern. Das können wir ja ruhig erzählen. Das ist ja verjährt sozusagen. Richtig. Ja. Ich habe nichts damit zu tun. Wovon redet ihr? Ich auch nicht. Also ich kannte da mal irgendwen, da war beim Vater irgendwo auf der Arbeit, die hatten extra einen PC, der den ganzen Tag gebrannt hat. Ja, also wirklich alles. Einer hat gekauft und alle haben gebrannt. Ja. Und dann gab es aber mit Cover ausdrucken und schon mit so Klebetiketten und da gab es ja alles. Ja. Aber wie die Wahnsinnigen. Und dann hast du zu Hause ausgepackt und dann stand mein Kumpel immer da, guck mal hier, was die Kapette sinken. Ja. Und dann, das wurde dann auch immer besser und besser und besser. Irgendwann hast du dir immer mehr und mehr Festplatten gekauft, weil das dann... Ja. Dann irgendwann hast du einen eigenen Rechner gehabt und an DSL angeschlossen und dann lass laufen den Schienen. Und war dann irgendwann dann, hey, warum verbraucht denn das so viel Strom? Ja, weiß nicht, keine Ahnung. Hier hast du Wolfgang Petri. Und dann war das immer gegessen so. Ja. Aber die Unterschiede sind Wahnsinn. Also, die Hälfte. Wolfgang Petri gab es bei euch auch schon, ne? Natürlich. Ja, gibt's immer noch. Gibt es den heute noch? Wer? Ja, wer eben? Wer?
Ja. Ich probiere mal. Silber und Gold, ne? Mhm. Gibt's den schon oder ist er schon in der Hölle? Nein, der lebt noch. Lebt er noch? Natürlich. Der hat kurze Haare jetzt. Ich dachte, er liegt schon auf dem Restmüll. Sondermüll, meine ich. Wow. Tatsache, der lebt noch. Natürlich lebt er. Gibt's ja auch noch ein aktuelles Bild von? Der ist ganz schön grau geworden. Ja. Hat der noch seine Freundschaftsbänder? Nein, schon lange nicht mehr. Ja, der hat ich habe ja das beste Freundschaftsband von allen. Ne? Warte. Wenn ich das finde. Ich habe auch ein Freundschaft, obwohl die haben mich aufgeklärt. Das ist ja kein Freundschaftsband, was ich hier habe. Das ist so ein Gummiring. Der ist aber nicht für Handgelenk. Ja, ja. Mhm. Das wusste ich nicht, ne? Wusste ich nee, nicht. Nee. Wo habe ich das Ding? Das liegt hier irgendwo rum. Warte mal, am Schreibtisch. Unterm Schreibtisch wahrscheinlich. Unterm Schreibtisch, ja. Aber wollen wir oder mal in der Spülmaschine. Wow, nein. Lass uns mal die Fragen weitermachen. Wir haben da nämlich noch so einige. Ja. Wir sind übrigens schon wieder anderthalb Stunden drin. Also das geht hier wie im Flug. Das ist Wahnsinn. Also es ist schon wieder 9:30. Wir haben schon viele Themen abgearbeitet, ne? Also ich glaube, wir hatten kein Thema, aber ich glaube, das Thema ist zurück in die Zukunft, nenne ich das, glaube ich. Ja. Wir reden ja sehr viel. Ja, mittlerweile, wir hatten das Thema Roleplay, das haben wir ja ganz schnell erledigt und jetzt haben wir zurück in die Zukunft. Doch, wir haben Rollenspiel, wir erzählen halt einfach von früher, weil die meisten Leute haben wahrscheinlich schon ausgemacht, was labern die für einen Scheiß, das kenne ich gar nicht mehr, was ist das für ein Quark hier, ja. So, was haben wir denn für Fragen? Die Frage kam gerade vor 37 Minuten kam die rein, warum machen Nils und Jerrit nicht mal was zusammen in Arma 3? Ja, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. So, das ist die Antwort. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das weiß keiner so genau. Kann man ja mal machen, aber ich finde das auch wirklich interessant, was wir eben besprochen haben hier mit diesem. Ja, ne? Das können wir gerne auf jeden Fall mal machen. Also da wäre ich definitiv dabei. Ja. Dass wir uns mal einen Samstag hinsetzen, dann machen wir das ab 18, dann kann auch jeder ein bisschen Brause trinken, wenn ich verstehe, wie ich meine. Ich bin dann die Krankenschwester. Wow. Ja. Ich denke, das ist der Garak. Wollte ich gerade sagen. Ich denke, du machst den Zivi, Mann. Ach so. Garak macht Schmied, ja. Ach, ich bin immer der Zivi. Kannst du nicht mal diesmal der Zivi sein? Wer, ich? Ja. Ich habe gar nichts gemacht. Also ich hatte weder Wehrdienst noch Zivildienst. Ich war zu dick und konnte nicht lesen. Was ging denn auch so? Wow. Ja, ich habe bei der Musterung war ich da und habe aus Versehen anstatt Buchstaben Zahlen vorgelesen und bin rausgeflogen. Hatten die bei euch, das war praktisch noch drüben, ne? Ja. Im Osten damals. Ja, natürlich ist auch heute noch. Nee, für mich ist das nicht Osten, das ist ja alles eins. Ja. Hatten die auch diesen speziellen Griff bei euch? Nee, das war bei mir gar nicht so. Aber ich glaube, ich weiß nicht warum. Die Dame, die das hätte gemacht, wäre schön gewesen, aber sie wollte nicht. Ich glaube, dass durch das Vorlesen war sie etwas verwirrt und dachte, ich bin ein wenig blemblem in der Birne. Also ich wurde nicht angefasst. Ich hätte es mir gerne gewünscht. Es war, es wären warme Hände gewesen, denke ich so. Ja. Die Erfahrung hättest du gern mitgenommen, ne? Ich war jung, unerfahren, unbeleckt. Bei mir ging es ja erst spät los, alles, ja. Was warst du, unbeleckt? Unbeleckt, ja. Kennst du das nicht, den Ausdruck? Nee. Also unbeleckt ist ein anderes Wort für unerfahren. Ach so, okay. Also da war ja nix. Ich war viel draußen. Ich habe mit 17, glaube ich, noch das gemacht, was andere mit 7 machen, im Wald spielen und Stöcker werfen, so ungefähr, ja. Das habe ich. Ist doch auch schön. Ja, und das hat lange gedauert, bis ich damit fertig war. Man hat ja damals sogar noch Höhlen gegraben und so was, weißt du? Ja, ja. Ja, nee. Kennst du auch, ne? Ja. Die haben gebaut aus Decken und so. Aber nee, wir haben Höhlen gegraben und wir haben auch Baumhäuser gebaut. Ja, richtig. Ja, das habe ich auch gemacht. Das habe ich auch gemacht. Ja, wow, ey. Hammer, wo ist die Zeit geblieben, ey? Ja, du bist ja schon alt. Wer, Garak? Ja. Oder? Übrigens, hier hat gerade jemand noch gefragt, wie du zu Wolle Petri stehst, Gerrit. Ich? Ja. Willst du das echt jetzt wissen? Ich gebe dir 15 Sekunden, okay? Ja. Pass auf. Wir waren wie Pech und Schwefel und lebten in den Tag. Zum Teufel mit der Liebe, die Gefühle haben versagt. So stehe ich dazu, oder? Sensationell. Hör mal, ich hab das Höschen nicht an und es ist feucht. Wow. Slabby, könntest du live bitte die Gitarre dazu spielen, während Gerrit das singt? Okay. Ich kann die Akkorde nicht. Was für Dinger? Ich kann die Akkorde nicht. Ja, was bist du denn für ein... Hier, mach an jetzt, los. Warte, nee, okay. Ernsthaft? Ja. Klopp.
ich werde bescheuert. Auf geht's, Freund der Sonne, das ist Debüt. Erste musikalische Untermalung beim Plankenstark, okay? Ich hab keine Ahnung, was ich machen muss. Jerrit featuring Schlepp Stigger. Und heute genau. Für Sie im Programm Jerrits Song. Auf geht's. Richtig. Wir waren wie Pech und Schwefel und lebten in den Tag. Verzweifelt mit der Liebe, die Gefühle haben versagt. Alter, weißt du, was schwer ist, nach so schiefen Tönen auch noch richtig zu singen? Gib mir die Schuld, weißt du? Du bist jung, du kannst das abhaken. Oh Mann. Wow, wow, wow. Nein, ja. Ich bin damit aufgewachsen, Foxtrot und so weiter, alles Disco, ne? Habe ich auch Disco gemacht. Fox. Ich war auch in der Tanzschule damals als 15-Jähriger. Aber da ist man eher hingegangen, um Mädels aufzureißen, weniger um zu tanzen. Warst du denn erfolgreich? Ja, ich hab danach ein Jahr lang eine Stalkerin gehabt. Sie wollte nur deinen Hüftschwung sehen. Ja. Jedes Mal, wenn du aus der Tür gekommen bist, mach mir den Hüftschwung, Slappy, mach ihn mir. Ne, die hat mich immer angerufen und ich bin nie dran gegangen. Ach Herr. Ach, ihr hattet auch schon Handy, ja, stimmt. Ja, Telefon. Ja. Richtig. Hör mal, gibt's denn da mit diesem Rollenspiel da, mit was man vielleicht mal machen könnte, gibt's denn da vorgefertigte Spiele schon für online oder sowas? Ja, ich denke mal schon, dass wir da was finden. Müssen wir halt mal gucken. Wir brauchen auf jeden Fall einen Game Master an Fähigen. Ja. Den müssen wir casten. Dann machen wir vielleicht eine Casting-Show. Ja, das könnten wir auch machen. Pirate Vision Game Master Contest. Ja. Ja. Das wäre toll. Wär ja. Wow. Master Tay könnte, der Rummelmeister, der schreit das dann immer so an, noch 50 Cent, ja, und jetzt der nächste Move, Baby, come on, make. Das wär gut. Als Game Master kann ich mir das schon vorstellen. Ja. Doch. Das stimmt. So, was haben wir denn noch? Hier steht noch, deine lustigste RP-Situation, Gerrit. Ich? Ja, also, deine. Im Spiel, jetzt am PC. Ja, deine lustigste Rollenspiel. Ja, ja, wäre schön. Stream. Nicht also, privat jetzt. Ja. Das Lustigste. Wow. Lustig ist es immer. So darf man das gar nicht sagen. Die schönste Situation eigentlich war damals, da habe ich den Toto kennengelernt. Genau. Und zwar, das war auf dem Arma 3 Server und ich hatte keinen Plan davon. Und stand da in Kavala am Marktplatz rum und da ist dann zufällig einer gestorben, der lag dann da und da kam so ein anderer Typ. Man verkörpert ja wirklich da Rollen, ob jetzt Homosexuelle, Bekloppte oder sonst irgendwas, ne, Trunsen und sowas alles, He-Mails. Und der kam da hin und hat sich dann auf den Toten draufgelegt und hat dann so einen gemacht, ich liebe es mit Leichen zu schlafen und sowas alles, ne. Und dann kam dann Toto und hat den erstmal fertig gemacht auf Kölsch und sowas. Du Pfeifenhaini, kannst du nicht machen, lass die Buchs oben und sie hat alles, ne? Und Toto, das Erlebnis, das war für mich eigentlich mit das Schönste, was mich heute auch noch begleitet, weil er heute auch noch so mit mir befreundet ist. Und ja, das war für mich das Schönste. Ja, damals Kavala Marktplatz, ja, richtig. Da ging immer alles in Kavala. Ja, ja. Streamtitel war damals auch immer alle Lala in Kavala. Weil alle, die sind alle bekloppt, weißt du? Alles ja. Ja. In Kavala wurden auch am meisten Leute gebannt, glaube ich. Ja. Mhm. Richtig. Ja. Genau. Wir wurden nach unserer Schulbildung gefragt. Wenn ihr es sagen wollt, was für Schulbildungen habt ihr? Zum Beispiel Abi und so. Betretenes Schweigen. Wir sind alle ausgebildete Streamer. Schulbildung. Ja. Ich bin Diplom-Ingenieur. So. Ich auch. Ist das Schulbildung? Naja, Hochschulstudium. Das impliziert ja, dass wir Abi haben. Ja, also, sonst geht's ja nicht. Eben. Moment, ihr drei habt Abitur? Mhm. Ist Abi reich. 05. Ja, Gerrit, du doch auch, oder nicht? Kriegt doch jeder. Nein, ich nicht. Hab ich nicht. Nein. Nee, ich habe ganz normal Grundschule, Hauptschule. Dann auf der kaufmännischen Handelsschule 2 Jahre. Ja, und dann ab zum Bund, war mit 18. Weg. Mhm. Ja, also mittlere Reife, ne? Kaufmännische Handelsschule, mittlere Reife. Ja, ja. Genau. Mhm. Ja, ist doch aber völlig in Ordnung. Also, ja, natürlich.
Damals war das, gut, das ist, weißt du? Das ist ein Riesenunterschied, ne? Ob man das damals oder heute hat. Also heute bist du der letzte Arsch, ne? Also das ist echt ein Problem. Die nennen die Hauptschulen nicht mal mehr Hauptschulen, damit man nicht mitbekommt, dass das Hauptschulen sind. Und das ist schon richtig krass geworden. Mhm. Dieser ganze Schulbildungswahnsinn, da darf man sich gar keine Kopf mehr drüber machen. Das ist echt krass. Damals war, in Anführungsstrichen, also vor 30 Jahren, sage ich mal, vor 20 Jahren, war eine Realschule richtig was wert. Heute schwierig, ja. Mhm. Und je nachdem, was für einen Job man machen will, ne? Aber auf der anderen Seite gibt es wesentlich, also viel zu viele Abiturienten. Jeder macht Abitur, weil er meint, er braucht das. Das Problem ist nur, dass sie alle überhaupt nichts können, weil das Abitur von damals ist nicht vergleichbar mit dem Abitur von heute. Da sehe ich doch ganz große Defizite. Wenn ich bei Einstellungstests Leute frage, wer der Bundeskanzler ist, es hat vielleicht nicht viel mit Abitur zu tun, sondern mit mit Allgemeinwissen, aber das lernt man ja gerade. Dann kommen da so Sachen raus wie Horst Köhler oder so, ja. Ich meine, ist nett, ja, aber ich meine, ich bin ja immer schon zufrieden, wenn sie einen deutschen Politiker treffen, ja. Also das ist dramatisch. Und mit Mathematik ist das die nächste Panik. Also das kann auch keiner, obwohl sie Abitur haben. Und da wundere ich mich immer, wie das angehen kann, dass jemand Abitur haben kann, aber im Grunde genommen schon bei den simpelsten Aufgaben streikt, also und das nicht hinbekommt. War das für dich simpel? Was? Naja, so normale Sachen, wenn du da eine Geschichte hinschreibst, ich sag mal, wo du im Grunde genommen nur checkst, ob der Punkt- und Strichrechnung auseinanderhalten kann. Mhm. Ja, also jetzt nicht eine Differentialgleichung oder so ein Quatsch, sondern einfach nur eine ganz simple Rechenaufgabe. Viele scheitern tatsächlich an Dreisatz schon. Die kriegen das und die haben Abitur. Was ist das? Und das ist echt krass. Also das hat früher jeder Hauptschüler begriffen, ja. Und es ist wirklich wahr. Also das ist aus dem Leben der also das sollte man echt filmen, weil Bewerbungsgespräche sind echt die Krönung. Also ich durfte nie zu dir zum Bewerbungsgespräch kommen. Nee, wahrscheinlich nicht. aber jetzt mal wirklich ganz ehrlich, ja. Also ich meine, ich kenne unsere Bundeskanzlerin, kenne ich. Ja, aber danach hört es ja, auch schon. Ja, die ist ja auch aus eurer Zone da. Wieder, weißt du? Wieder. Aber mehr wüsste ich auch nicht. Bin ich ganz ehrlich. Also von naja, Politik habe ich. Mehr fragt man ja in der Regel auch nicht. Ich meine, auf die Idee zu kommen, ja, eine richtige Antwort zu erwarten, wenn man fragt, wer gerade Wirtschaftsminister ist, das ist sowieso utopisch. Ich meine, das kann man sich ganz sparen. Aber wobei ich selber nicht mal wüsste, wer das ist. Ich wollte gerade sagen. Aber einen Bundeskanzler und einen Bundespräsidenten sollte man doch so einigermaßen noch hinkriegen. Bundespräsident würde ich auch nicht wissen. Das ist doch der Seehofer, oder nicht? Gerade. Nee, der tut nur so. Das also, ist Roleplay. Das ist Roleplay. Aber das würde ich ganz ehrlich, bin ich ehrlich, kriege ich auch nicht hin. Ich habe letztens, wisst ihr, was wir jetzt machen, um unser Wissen zu testen? Nein, hör auf. Doch, komm. Wir zählen jetzt alle Mann in der Reihe um, alle 16 Bundesländer auf. Habe ich letztens gerade versucht. Das wird ja auch gesagt. Aber das kriege ich hin, das ist ja nicht so schwer. Aber dennoch die Landeshauptstädte dazu. Das ist schwer. Das kriege ich im Osten nicht hin, weil da war so lange eine Mauer und ein Zaun, das habe ich nicht drauf. Also zum Beispiel die Sachsen-Anhalt wüsste ich nicht mal ungefähr, wo das liegt. Also nur so grob, ja, im Osten halt. Aber und es ist südlich von Mecklenburg-Vorpommern und nördlich von Bayern. Aber mehr kann ich das nicht. Also ich glaube, es ist sogar südlich von Brandenburg. Es kann aber auch schon, ist Magdeburg in Sachsen-Anhalt? Ich weiß es nicht. Also das kriege ich hin. Magdeburg ist... Ist Magdeburg, ja. Aber zum Beispiel Thüringen, da weiß ich nicht. Ist Erfurt. Erfurt? Ja. Ja, okay, wäre ich nicht drauf gekommen. Gerrit macht schon die Seite auf und checkt schon alles ab. Aber es ist wirklich so, dass wir machen uns darüber manchmal so ein bisschen, schmunzeln wir. Aber wenn dich wirklich einer fragt, ganz ehrlich, man vergisst das. Ja, natürlich vergisst man das. Ich meine, ich habe Kartografie studiert, okay? Also ich habe auf der Karte die Welt mindestens schon dreimal komplett gesehen. Aber ich habe es auch vergessen. Ich habe es jetzt 3 Jahre nicht gemacht und... Also was ich immer, das fand ich bei den Rocket Beans so geil, die haben immer Stadt, Land, Fluss gespielt. Mhm. Das ist ein richtig geiles, altes Spiel, was man früher einfach so mit dem Schreiber und mit Papier mit mehreren Leuten gespielt hat. Und ich fand das damals schon immer schwer, aber ich war eigentlich ganz gut da drin. Es gab halt nur so manche, man hat es dann ja auch erweitert. Es war ja nicht nur Stadt, Land, Fluss, sondern dann kamen immer noch ein paar andere Begriffe dazu, die man dann wissen musste. Und
Aber es ist tatsächlich so, das haben wir auch abgefragt in manchen Fragebögen zum Einstellungstest, obwohl das nicht relevant ist. Das hat nur was mit Allgemeinwissen zu tun. Das hat ja mit dem Job nichts zu tun. Aber das war schon bezeichnend, dass viele einfach nicht Bundesländer nicht kennen. Ne? Also ist so. Garak, für dich und deinen Stream, Gerrit, du auch, da gibt es Stadtlandfluss online, habe ich letztens mit der Community gespielt, das ist richtig geil. Echt? Ja, kannst du bis zu neun... Das muss ich mal machen mit der Community. Jetzt musst du mir erklären, warum nennst du meinen Namen mit seinen zusammen? Ich kenne das Spiel gar nicht. Ja, weil das dein Alter ist und so, verstehst du? Ich... Was? Das kann man mit den Leuten zusammenspielen. Ja, das kannst du mit bis zu 10 Leuten zusammenspielen. Entschuldigung, Gerrit, es tut mir leid. Ja, Sammy, du bist natürlich auch gemeint. Ja, da gestartet. Oh, das ist ja geil, das mache ich. Da hab ich Bock drauf. Habe ich letztens auch gemacht, das ist richtig cool. Das hat echt Spaß gemacht. Entschuldigung. Wer ist das? Stadtlandfluss? Kennst du echt Stadtlandfluss? Online. Natürlich kenne ich das, klar. Das steht auch im Chat drin. Online spielen. Also Sachsen-Anhalt hatte ich dann ja sogar richtig mit Magdeburg. Ich muss aufpassen, ich sage immer Magdeburg. Und Magdeburger finden das total scheiße, wenn man Magdeburg sagt. Das heißt nämlich irgendwie Magdeburg oder so, ganz komisch. Magdeburg. Ich kann das aber nicht aussprechen. Ich sage immer Magdeburg, weil das kommt ja von Markt. Und Markt ist eben so eine, beim Bauern halt so eine Truller, ja? Die heißt Markt. Und daher kommt das doch, das Magdeburg, oder? Ja. Mit deinen Worten. Oh. Ja. Okay. Und die hören alle nur Christeburg. Wow. Okay. Hier ist so eine ernste Frage gerade reingekommen. Ich verallgemeine die Frage einfach mal, weil sie geht an Gerrit. Ich würde sie für alle aufgreifen. Wie geht ihr mit Hochdeutsch einfach mal, weil sie geht an Gerrit, ich würde sie für alle aufgreifen. Wie geht ihr mit hohen Donation-Beträgen um und was geht da in einem vor, wenn jemand zum Beispiel 100 Euro donatet? Versaufen. Wenn ich ab und zu mal eine höhere Spende bekomme, was durchaus passiert, ja, selten bei mir, aber es passiert. Ich frage meistens nach, ob es ein Tippfehler war. Weil manchmal, ich finde das unheimlich. Also wenn mir jemand, sagen wir mal, 50 Euro spendet, das finde ich wahnsinnig viel Geld. Und ich frage echt nach jedes Mal dann, sag mal, hast du dich vertippt da? Ist das Komma falsch und so? Und wenn das dann nicht so ist, weiß ich immer nicht so richtig, wie ich darauf reagieren soll, weil ich finde, das ist schon eine ganze Menge Kohle. Und was sollst du dazu sagen? Ich meine, du sagst natürlich Danke, aber ich finde, dass du kannst das gar nicht so rüberbringen, was es eigentlich so bedeutet. Also das ist schon, weiß ich nicht, das ist ganz schwierig. Also die Reaktion darauf ist sehr schwierig, finde ich. Ja, und vor allen Dingen, ich finde das, wie heißt das nochmal, Donation Train, wenn es sowas gibt. Ne? So, wenn ein Zug fährt, Tuff-Tuff machen und sowas, das finde ich auch ganz komisch. Also ich, für mich persönlich. Ne? Und auch natürlich eine hohe Donation ist irgendwo... weiß ich nicht. Man gut, der Donator sagt dann zwar halt, du hast es dir verdient, mit dem, was du uns bietest, die Unterhaltung und sowas alles, besser als RTL oder so ein Kram, ne? Aber trotzdem, man kommt sich komisch irgendwie vor, ne? Weiß ich nicht. Weil es ist viel Geld, ne? 10 Euro sind viel Geld, 1 Euro ist viel Geld, ne? Das ist, ja. Kommt man sich vor wie eine Markt aus Aschaffenburg? Die Christe Burkhardt. Ja, richtig. Ich hatte. Ja, ist schon komisch. Letzte Woche? Nee. Mittwoch. Am Mittwoch ist mir das passiert, als ich Doom gespielt habe. Und da habe ich mit jemandem gesprochen, weil der junge Mann sammelt Collectors Edition von Spielen. So für die Figürchen. Und hat halt richtig so Vitrine und all sowas. Und da habe ich gesagt, habe ich mir noch nie gekauft. Und dann haben die verrückten Leute alle Mann zusammengelegt und haben für einen Import aus Amerika zusammengelegt, dass ich mir meine erste Collectors Edition bestellen darf. Die nicht günstig ist. Mhm. Überhaupt nicht. Und in diesem Moment sitzt du da, weil es wirklich unerwartet kam und nicht so aus dem Gespräch raus, sondern einfach irgendwann aus der Kalten mitten im Spiel und dann sitzt du vor deinem Rechner und denkst dir so, okay, ja. Du hast halt in dem Moment nichts zu sagen, denn
ich sag mal, für den Streamer selber ist es ja nur Computerspielen. Und man ist ja man selber. Man arbeitet ja nicht. Also man ist ja kein, man macht ja keine Show. So wie bei uns jetzt in dem Fall. Wir sind ja wir. Hm. Und dafür, dass wir sind, Geld zu kriegen, ist komisch. Oder? Ja. Hm. Es fühlt sich halt komisch an. Egal bei welcher Summe. Ja. Also ich sag mal, muss ich dazu sagen, gewisse Summen verkraftet man eher nach einer Zeit, also ich nach 3 Jahren, weil das man sagt sich halt, okay, ja, das ist mein Lebensunterhalt und das ist einfach so. Und ich sag mal so, bei mir so 2, 5 und dann ab 10 aufwärts dann so oder so, dann wird es dann schon funky. Weil da denkt man sich dann nachher schon so, oh, verrückt. Also es ist halt immer verrückt, egal welche Summe, aber es wird halt, manche Leute sind halt sehr, sehr verrückt, finde ich. Hm. Aber ohne diese könnten wir nicht leben. Ja. Wenn wir wirklich ehrlich sind. Ja, richtig, richtig. Richtig. Also das ist immer, also Bauchgefühl. Es fällt mir gerade was ein, Oma, weil ich kenne das von meiner Frau, die versteht Twitch nicht so wirklich. Dass es Leute gibt, die einem beim Spielen zuschauen und die auch noch was spenden. Ne? Oder abonnieren oder sonst irgendwas. Ne? Aber die respektiert es, was ich mache, die akzeptiert es, was ich mache, weil der Pachter muss natürlich auch sehr oft auf den anderen Pachter verzichten. Ne? Es geht natürlich auch viel Zeit drauf. Wie ist das bei euch, wenn ihr so Beziehungen hattet mit dem Streamen, mit der Zeit? Ich kann da leider jetzt nichts zu sagen. Wie lange bist du denn schon Single? 1,5 Jahre. Ich hätte ein Mädchen für dich. Quatschen wir später drüber. Okay. Ich glaube, die wollte er mir auch schon andrehen heute. Hat die so lange pinke Haare? Ja, richtig. Oh. Ah, okay, ja. Habe ich, glaube ich, schon mal gesehen. Ach so, okay. So vor einer Stunde. Okay, Garak, bei dir, du bist ja verheiratet. Ja. Es gibt darauf zwei Antworten. Die eine klingt komisch, ist aber so. Ich habe meiner Frau Pferde gekauft, jetzt hat sie genug zu tun. Es ist tatsächlich so, das ist ihr Hobby. Das heißt, es ist wichtig, dass jeder ein Hobby hat. Ja. Wenn du eine Frau hast, die dir auf dem Schoß sitzt oder jeden Abend mit dir Fernsehen gucken will, kannst du vergessen. Damit wirst du auch nicht alt. Das funktioniert nicht. Also ich kenne keine funktionierende Ehe, wo Ehepartner sich auf, also es mag es sie geben, ja, aber ganz, ganz wenig. Und jeder sollte sein eigenes Hobby haben und seinen eigenen Freiraum. Und dann funktioniert das, ne? Und meine Frau hat relativ viel zu tun, ist auch selbstständig und mit den Pferden. Ist ja, genau, okay. Tierheilpraktikerin und insofern ist sie dann immer unterwegs und repariert Pferde, so nenne ich das dann immer. Hm. Und also da und dann passt es natürlich, ja, also weil dann ist ja auch keiner da, der wartet, ne? Sondern irgendwann sieht man sich dann mal wieder und dann ist gut. Also das ist eigentlich ein ganz gutes Erfolgsrezept. Das funktioniert so. Ja. Wenn man sich permanent auf man darf einfach nicht, das funktioniert nicht auf Jahre. Also man sieht es ja auch bei den Ehen, die geschieden werden in Deutschland. Das hat ja vielfältige Gründe, aber einer der wichtigsten Gründe ist definitiv, dass man sich gegenseitig auf den Sack geht, weil keiner ein Hobby hat, ja. Weil das Hobby der Frau ist der Mann und umgekehrt vielleicht, oder aber eben nur einseitig. Es passt ja nie beidseitig. Bis auf wenige Fälle, die es tatsächlich geben mag. Ich denke da immer an diesen Rosi Mittermeier und Christian Neureuther. Ich glaube, das ist so, das sind, kennt ihr jemand von euch? Skibereich. Ich glaube, die beiden sind tatsächlich so, wie sie sich darstellen. Und ich glaube, die brauchen auch keine Hobbys, weil die haben ein gemeinsames Hobby dann, ne? Also aber ansonsten, nee, das funktioniert dann. Sind das die, wie hießen die? Rosi oder was? Wie hieß Rosi Mittermeier und Christian. Ist das die, wo der Mann hier das Schlager-Dings da macht und die singt atemlos oder was? Sind das die? Nee. Nee, nein, das sind Ski, also ich weiß gar nicht, was die gemacht haben. Langlauf, nee, Skispringen. Also, Slalom und so, okay. Ne? Ja. Okay. Alt, also die sind über 60 jetzt, oder? Ja, Foto reingehauen. Die sind bei der Olympia und so.
Ja, ja, Olympia und so. Und wenn man die so in den letzten 30 Jahren im Fernsehen gesehen hat, also das war so immer, man hat immer so das Gefühl gehabt, ein Herz und eine Seele permanent, ja, also die funktionierten auch so. Also insofern, das mag es geben, das ist aber, glaube ich, eine Ausnahme, wenn so eine Ehe so funktioniert. Meistens funktioniert sie nur deswegen, weil jeder seine Freiräume hat und es geht anders überhaupt nicht. Also ich glaube nicht, dass eine Ehe hält, wenn man die Freiräume nicht hat. Ja. Ist bei mir ja genauso. Anfang des Monats kaufe ich mir eine Tüte voll Wolle, ja, Häkelnadeln und ne? Ja. Fahrrad hat das für 30 Tage, ne? Ja, das ist günstiger als ein Pferd, da gebe ich dir recht. Ja, dann sollen sie vielleicht auch anfangen zu streamen. Häkeln. Ja, kann man ja, ne? Geht ja. Gibt es ja Beweise, dass man mit Stricken streamen kann. Und häkeln. Und häkeln, ja. Recht? Häkeln kannst du, ja. Ja, ja. Ich glaub, ey, Hammer, acht, ey. Schnazi, hast du nicht gesehen? Doch, stimmt. Ist das nicht Stricken? Ist das Häkeln? Häkeln. Ja, Häkeln. Häkeln. Okay. Wow. Ja. Hier. Ne? Um das nochmal in die Kamera zu halten. Jetzt sagen wir jetzt mal ganz ernsthaft. Im Stream habe ich das gehäkelt. Pass mal auf, jetzt mal ganz ernsthaft unter uns beiden hier. Wir blenden die zwei da mal aus, rechts. Wo wir mal jetzt unter uns sind. Richtig. Trägst du das Ding echt oder hast du das schon mal getragen? Das komme ich doch gar nicht rein. Das ist Mini. Das kriege ich doch nicht mal in meinen Kopf gestülpt. Also. Ich habe gehäkelt, das war ein Unfall und das sah durch Zufall aus wie ein Bikini. Ach so, ja. Und seitdem ist das ein Running Gag. Also, gut, ihr könnt das wieder mithören, alle. Okay. Ja. Ah, herrlich. Aber bei mir ist das. Also, ich hatte eine während des Streams, zwei. Hab mich getrennt, weil das nicht ging. Also eine währenddessen und dann jetzt gerade wieder glücklich. Und ich gehe aber auch jedes Mal drauf zu. A, lerne ich die Frauen aus meinem Stream kennen. Bin nicht offen und ehrlich, also ist kein Geheimnis. Draußen wandern und habe ich auch kein Problem mit, stört mich nicht. Und ich gehe aber jedes Mal drauf zu und sage, bis wir einen gewissen Punkt erreicht haben, irgendwann mal, ist der Stream Nummer 1 und du Nummer 2. Und das sage ich den Damen ehrlich, ich bin trotzdem da, viel, aber mein Kopf ist halt immer mehr im Stream. Und wenn das funktioniert, dann haut's hin. Und bis jetzt geht's ganz gut. Und ich würde es nicht anders machen. Das ist mein Job. Ich bin selbstständig, liebe meinen Job und ich würde mir ein Bein abhacken dafür. Und das sage ich sehr oft und sehr häufig. Und auf der anderen Seite toleriere ich genauso viele Dinge auch bei der Dame dann, sage ich mal. Aber die Fronten müssen geklärt sein. Und ich denke mal, solange das geht und beide eine Beschäftigung haben, so wie Garak schon sagt, und man sich abends dann bei sich im Bett trifft sozusagen, dann haut er schon hin. Hallo, du auch wieder hier. Ja, so ungefähr. Weil das Ding ist halt, was willst du da nachher noch großartig machen? Du verreist halt zusammen, ja, du bist dann für ein paar Monate zusammen. Es ist halt einfach so, du gibst dir halt emotionalen Halt. Was anderes kannst du dir nicht mehr geben. Willst du dir noch irgendwas aus dem Leben erzählen? Oh ja, super, hast mir schon 500. Ja, gut, war gut. Pass auf. Da bist du aber wieder bei dem Problem. Frauen. Ne? Frauen wollen reden. Frauen wollen schmusen. Ne? Das kennen wir doch, ne? Ja, aber ist doch kein Problem. Wir sind ja alle Streamer, wir können auch gut reden. Was? Ja, warte, legst dich auf der Couch und dann schläfst du schon ein, währenddessen du quasselst, ja? So, also das geht doch ruckzuck bei uns. Ich gebe meiner Frau immer die URL, das ist gut. Hier, Schatz, kannst du gucken. Pass Broadcast. Hier, Schatz, für dich. Oh, sehr geil. Habt ihr denn ihr noch Hobbys, außer jetzt Stream oder Freundin oder Frau? Gitarre. Was? Gitarre. Achso, ja, Gitarre, Musik. Ja. Okay. Funken. Angeln. Ja, bei dir brauchen wir, du hast ja eh schon alles gemacht. Bei dir brauchen wir ja nicht fragen. Gummitwister. Gummitwister, richtig. Nee. Ich mach nur das hier. Aber mit Leib und Seele den ganzen Tag bis schlafen gehen. Okay. Also, und das aber schon seit mehr als 3 Jahren. Also, das ist für mich normal. Das hier ist mein Hobby, mein Leben, mein alles. Hört sich immer ein bisschen komisch an. Jetzt habe ich eine Freundin, ich habe halt eine Katze. Also das wird dann wieder ein bisschen anders. Das gibt mir dann auch ein bisschen Halt außerhalb, sage ich mal. Und das ist mir sehr wichtig. Aber außerhalb Hobbys, nein. Außer meine Freunde besuchen.
Das ist mein Hobby geworden, irgendwie. Durch die Gegend zu fahren. Mal ab und zu. Und wie was ist mit deinem Kochen? Ist das nicht auch ein Hobby? Ja, okay, gut. Wenn du das als. Ja, ich koche sehr gerne und ich koche jeden Tag viel. Ich koche mittlerweile auch schon im Stream. Also, ja, gut, ja. Das ist mein Hobby, Kochen, ja. Kochen. Mhm. Gut, ja, okay. Dann koche ich außerhalb vom Stream. Und bei dir, Gerrit? Ja, eigentlich das Haupthobby mit der Metallsonde über die Felder gehen und so jetzt. Weißt du, mit so einem Metalldetektor. Ach so. Mhm. Und ja, dann halt gucken, was der Boden da so hergibt, ne? Ob Musketenkugeln. Ja, genau. Genau. Mhm. Musst du eine Genehmigung holen und. Wollte ich gerade sagen, das darfst du nicht überall. Nein, darfst du nicht überall so. Nein. Festlandangeln quasi. Ja, richtig. Ja, genau. Willst du Genehmigung holen und hältst ein bisschen gut mit der, wie hast du eben gesagt, Archäologen gut und so, ne? Da haben wir zwei große hier in Aachen und ja, markierst seinen Flur da und so wieder alles und dann kannst du auf die Felder gehen, ne? Und dann gehe ich da mit meinem Suchgerät darüber und dann macht das piep, 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 piep. Und dann bückst du dich hin auf dem Feld, bist ein bisschen am Graben und so und dann guckst du, was du da rausholst. Ne? Ja. Hast du schon mal was gefunden? Ja, natürlich. Ja, wow. Aber ich meine, was bedeutend ist. Ja, was bedeutend ist, alles bedeutend. Meine älteste Münze ist von 1637, die habe ich auf dem Acker gefunden. Oh. Dann war ja bei uns hier in Würselen, waren ja leider zur Zweiten Weltkriegszeit, waren hier so zwei kleine Arbeitslager und ja, drumherum findest du halt sehr viel, ne? Auch andere Leute, die Genehmigungen haben und die da suchen gehen und sowas. Und das teuerste für mich, was ich aber auch nicht wiederbekommen habe, weil du musst das Zeug ja auch abgeben, ne? Was? Ist ja nicht so, du findest das, darfst das behalten, du musst das natürlich abgeben. Was, echt? Ja, natürlich. Und, ja, hör mal, und dann die Münze ist doch damals im Garak beim Essen ausfahren rausgefallen aus der Tasche. Die muss er dann wieder abgeben. Nein, du musst alles abgeben, auf jeden Fall. Ja, und dann wird dann entschieden, ist das historisch wertvoll, ist es nicht wertvoll, können wir den wiedergeben, soll man den wiedergeben und mit Glück bekommst du vielleicht wieder, was du gefunden hast. Ja, aber wer will denn das kontrollieren? Ja, die Ehrlichkeit in Person. Ich meine, der Garak und ich, wir sind aus dem gleichen Schlag. Wir sind noch ehrlich, ne? Wir heben doch alles ab, was wir finden, ne? Ja, natürlich. Auf jeden Fall, ja. Hast du denn schon mal was richtig Wertvolles gefunden? Ja, was ist das denn? Nee, eigentlich nicht. Nein. Aber Hauptsache es piept, oder was? Ja, richtig. Okay, da findest du mal eine Gabel von einem Bauer oder sie etwa. Oder ja. Alles Mögliche. Bringst du die dann auch wieder zurück? Gegen eine Kartoffel oder was? Nee, die schmeiße ich wieder ins Feld rein. Ne? Die schmeiße ich aber 50 Meter weiter. Ne? Ach so, wenn er sich das nächste Mal metrisch jetzt hackt, oder was? Ja, richtig, genau. Ich meine, bei uns hier ist findest du sehr viel. Weil hier ist ja Hürtgenwald und hier hat es ja richtig damals gescheppert, ob jetzt Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg, Napoleon hier ist direkt vor meiner Tür hier gewesen. Der Burg Wilhelmstein, wo sie da belagert haben, findest du Musketenkugeln, du findest alles hier, ne? Alles. Ja. Ja. Ja, der Hobby. Alte Napoleon. Mhm. Ja. Der war cool. Ja, der war klein, ne? Ja. Ja. Mhm. Jemand hat gerade gefragt, ob du entschädigt wirst, wenn du es nicht zurückbekommst. Nee, warum sollst du. Nee, du kriegst ja keinen. Wenn du jetzt. Ja, es ist auch wieder verschieden. Wenn du jetzt zum Beispiel, da war ja mal was groß in der Zeitung, in der Presse, da hat jemand in einem Wald so einen kleinen Goldschatz gefunden, einen richtigen Goldschatz. Und hat den zuerst nicht abgeheben, den Goldschatz. Hat das schön behalten und so was alles. Und das kam ja alles raus. Im Normalfall kannst du sagen, ja, du kriegst einen kleinen Teil. Kriegst du, sag mal, der ist 10.000 Euro wert, der Goldschatz. Da verdienst du kein Vermögen dran, kriegst vielleicht, wenn du Glück hast, 500 Euro oder sowas. Wenn du überhaupt was kriegst. Ne? Die müssen dir also nicht verpflichtet, dir was zu geben. Ne? Und ja, du kannst dadurch nicht reich werden oder sonst irgendwas. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Nee. Und natürlich viel Glück, ne? Aber das ist halt dieses Gefühl, weißt du, dieses Buddeln in der Erde, die Hände dreckig machen und siehe da alles, ne? Ja, genau. Und schick mir mal so ein bisschen Dreck, dann kann ich den vielleicht noch essen. Wow. Machst du das jetzt zwischen 5 und 6, bevor du zur Arbeit gehst, oder? Nee, ich habe das dieses Jahr, das ist auch das Schlimme, seitdem ich mit Twitch angefangen habe, mache ich es gar nicht mehr. Mhm. Weil Twitch so zeitintensiv ist und ich meine, ich gehe arbeiten von 6 bis 15 Uhr, komme nach Hause, bin meistens halb 4 zu Hause,
So, dann schnackst du mit der Frau ein bisschen, du isst ein bisschen was, duschst, ziehst dich um und ehe dich versiehst, haben wir schon wieder 19:30 Uhr. Da musst du den Stream vorbereiten und alles. Ja, und 19:30 Uhr geht's los bis 24 Uhr. Dann redest du da mit der Frau noch ein bisschen im Bett und guckst was Fernsehen. Haben wir 1:30 und 6 Uhr klingelt wieder der Wecker. Na, das ist, also Zeit ist wirklich ein Problem, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Schön ist nicht, ne? Hier kam übrigens mal so eine, ich glaube, das ist wieder so ein Insider, Natursommersprossen. Sagt ihr das was? Was? Das war bestimmt, warte, der Homo. Natur, nee, kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Okay. Nein. Was haltet ihr von LAN-Partys? Wart ihr vor dem Internetzeitalter auf LANs regelmäßig? Ja, ich habe die ja quasi erfunden, ja. Also, muss man ja mal so sagen. Also, unsere ersten LAN-Partys haben wir gemacht mit Ethernet-Kabel, das kennt ihr heute gar nicht mehr. So gelbes, ja, also richtiges Sick-Internet war das. Ethernet, also ja. Naja, ich war früher auf LAN-Partys sehr, sehr, also tagelang, wochenlang, also Wochenenden und permanent und immer wieder. Das hat super Spaß gemacht. Ja, meine auch, als diese Duke Nukem-Zeit, ne? Dann wurde dann von einem Veranstalter, wurde da so eine Halle gemietet, so ein kleiner Festraum oder weiß ich was, wieder Schützenheim oder so. Und dann saßen da 25, 30 Mann drin mit den PCs, ne? So Tisch an Tisch. Das war doch, war schön. War schön. Also, muss man so sagen. Ich sag mal, ich bin auf LANs gegangen, da hatte ich schon DSL. Und wir haben damals angefangen im Jugendzentrum, da habe ich sogar noch Bilder von. Aber die packe ich jetzt hier nicht aus in Illustre-Runde. Und ich kann mich noch erinnern, das Größte, was wir gemacht haben, war die C-Max in Hamburg-Harburg und dann noch in Frankfurt am Main die, oh, mir fällt der Name immer nicht ein, da gab es auch noch mal eine ganz große mit 1500 Mann, da waren wir. Und dann haben wir fast alle 2 Wochen am Wochenende eine LAN-Party im Jugendzentrum gemacht, zu Hause, zum Praktizieren. Aber als es diese großen LAN-Partys gab, ist ja wie mit der Love Parade, da war ja schon alles vorbei. Also die richtige Love Parade war 94, weiß ich nicht, 95, 93, irgendwas so. Mhm. Und alles, was danach kam, war ja schon Müll. Und bei den LAN-Partys war das so ähnlich. Also das wurde nachher immer, also die kleinen LAN-Partys waren nachher die interessantesten. Also wir haben, glaube ich, 94 oder so. Ja, ich glaube 94, 93, 94 die ersten LAN-Partys gemacht. Kennt ihr das noch? Ja, ihr zwei vielleicht ja nicht, ihr seid doch noch junge Bübchen. Aber Gara, kennst du das noch, wenn du dann Bock hattest, am Freitag mit Kumpels telefoniert über Festnetz, hast du Bock am Wochenende zu spielen, treffen wir uns, wir kommen zu dir. Dann können David und der Jochen mit dem Computer, Monitor und alles das dazu zu dir und dann, ja. Ja, Wahnsinn. Röhrenmonitore. Ja. Wahnsinn. Röhrenmonitore. Ich hatte richtig immer, schwer. Ja. Ich hatte damals noch, weil wir das auch gemacht haben in unserer Abi-Zeit, ich hatte einen 21 Zoll Röhrenmonitor von Vatern aus dem Kernkraftwerk. Ja. Der hat immer ganz. Wow. Also, der hat einen super Kontrast gehabt, sage ich euch. Also, der hat richtig gestrahlt. Der hat richtig gestrahlt. Der hat aber richtig gestrahlt. Das ganze Zimmer war hell. Und im Keller hatte Papa extra noch einen 17 Zoll mitgebracht für die LAN-Partys. Junge, damit du nicht immer den 21er aus dem vierten Stock runtertragen musst, bist du ja schon dick genug, ne? Nimmst einen 17 Zoll an, stellst ihn in den Keller. Packst ihn einfach im blauen Sack und dann kommst du, wenn deine Kumpels kommen, aus dem Kofferraum. So war das immer. Und dann hatte ich noch einen 17er, ja. Und dann haben wir uns am Wochenende getroffen. So wie also ihr auch. 21 Zoller, ich meine, die waren 25 Kilo oder was das haben die gewogen? Urschwer. Ja. Also mein Tisch hier unten, also ich hatte denselben, den hatte ich hier auch draufstehen, noch. Ja, das ist schon antikes Holz hier, Vorsicht. Ja. Aus dem Osten wohl bemerkt. Das konnte ich da nicht hinstellen. Auf die Ecke. Das ging nicht, weil der ist dann immer eingeknickt. Da musste ich dann unten drunter noch so ein Holzkeil stellen, damit der hält, ja, weil der so schwer war. Ja. Den habe ich dann irgendwann mal für 10 Euro verkauft. Wenn der angegangen ist, hat das noch so Zimp, hat das noch gemacht. Ja, kennt ihr diese Geräusche, wenn die noch angegangen sind? Ja. Zimp. Okay. Ich weiß auch noch, wie meiner gerochen hat, als er dann durchgebrannt ist. Das ist mir nie das passiert. Das war nicht so. Mir schon einmal. Roch nicht so schön. Die nächsten 2 Wochen. Jetzt sehe ich gerade, hat einer gefragt, was machst du, wenn du eine Bombe findest? Ne? Kann ja auch passieren, Gerrit. Kampfmittelräumdienst, ganz wichtig. Kampfmittelräumdienst rufen. Ich habe den Fall mal gehabt. Ich habe
auf dem Acker eine Brandbombe gefunden, eine Startbombe. Ja, Kampfmittelräumdienst gerufen und die kamen dann angetuckelt, so nach einer Stunde ungefähr und erstmal das ganze Gebiet abgesperrt und so was alles. Und dann haben die das Ding da entsorgt, ne? Ja. Also muss man schon vorsichtig sein, auf jeden Fall. Bevor ich sehe, dass das eine Bombe ist, ist die schon zweimal hochgegangen. Wie erkennt man denn dann, also die sehen ja nicht so aus jetzt wie diese typischen Seeminen, oder? Nee. Brandstabbombe, das ist praktisch, wie der Name schon sagt, ein Stab. Ja. Hat halt oben, ich glaube, ist eine rote Kennzeichnung. Ja, genau. Und ja, du siehst das einfach, du. Ja, das ist halt so. Ich meine, du musst, wenn dich mit der Sache ein paar Jahre beschäftigt hast, mit der ganzen Thematik, dann weißt du auch, du weißt, wie eine Stielhandgranate aussieht, du weißt, wie eine Eierhandgranate aussieht, du weißt, wie eine Brandstabbombe aussieht oder sonst irgendwas. Ne? Ja. Was eine Musketenkugel ist oder weiß ich was, ob die abgeschossen wurde, nicht, ob da mit einer jetzt getötet wurde, ob es Abpraller an einer Metallrüstung war oder sonst irgendwas. Ne? Da kennt man schon. Ne? Ja. Damit kennt Garak sich anscheinend nicht aus. Das ist die erste Sache heute, Leute. Schreibt euch das in den Kalender. Garak kennt sich gerade nicht aus mit Bomben finden. Nee. Wir haben die gelegt. bei der Bundeswehr. Ja. Wir hatten okay, so Attrappenbomben und so ein Zeugs und so. Auch Handgranaten. Ja, damit kenne ich mich nicht aus. Aber ich fand das immer schon interessant. Ich bin ja vor 10 Jahren hatte ich mal so eine Hochphase, da bin ich Geocachen gewesen, ist ja sowas ähnliches. Also man sucht Sachen halt. Die moderne Schnitzeljagd, die wir früher ja ganz anders gemacht haben, aber das Geocachen ist halt die moderne Form davon. Ein total spannendes Hobby. Das zählt eigentlich heute nicht mehr zu meinen Hobbys, meine ich mehr, aber es war eine Zeit lang wirklich, es hat unheimlich Spaß gemacht. Ne? Und das ist ja so ähnlich, ne? Man sucht halt auch. Mhm. Was ich auch schön finde, was jetzt gerade der Andi, glaube ich, vor 5 Minuten gefragt hat, ne? Findet ihr, dass sich der Streamer von früher zu heute verändert hat in der Richtung wie Community-Pflege, Merch etc.? Ich meine, so einen großen Zeitfenster haben wir ja noch nicht, ne? Oder? Doch, also ich schon. Also ich bringe schon 4 Jahre auf die Bahn hier. 4 Jahre? Ja, drei streame ich und 4 Jahre bin ich hier. Also wenn nicht sogar schon länger. Okay. Also ich kenne das noch von Justin fast noch, ja. Okay, das kenne ich gar nicht. Ich sag noch überhaupt nichts. Justin TV kenne ich auch noch, ja. Aber da habe ich nur geguckt. Prinzipiell hat sich das schon geändert. Ich finde, es ist professioneller geworden. Ja. Also definitiv. Also Streaming-PC, Mischpult, Audio, all das. Es war früher alles viel, viel simpler. Also wenn ich so an meinen ersten Stream denke, einfach nur ein Headset auf und das war einfach nur grausam. Mal abgesehen davon, dass ich auch irgendwie nichts gebacken gekriegt habe. Und wenn man das dann so weiterguckt, ich habe noch einige Highlights bei mir auf dem Kanal aus der Zeit, also das war schon grausam. Dann kam der Greenscreen, dann kam ja irgendwann Audio. Letztes Jahr war der große Schritt war quasi zum Streaming-PC. Das habe ich vor einem Jahr gemacht und das möchte ich auch nicht mehr missen. Und das ist einfach schön. Ich hatte jetzt Freitag wieder die Situation, dass mein Stream irgendwie nicht funktionierte. Ich konnte mein Flugsimulator lief, alles toll, aber Twitch rauchte ab, also Stream kaputt. So, und dann musste ich den ganzen Rechner neu starten, das ging so nicht mehr. Und habe dann einfach einen anderen Server genommen von Twitch und konnte wieder online gehen. Aber wie gesagt, ich flog noch. Ja, es ging weiter, weil mein Gaming-PC halt nicht. Und andersherum gibt es die Situation natürlich auch. Das Game crasht, aber der Stream nicht. Und das ist immer ganz lustig, wenn man dann sagen kann, ich boote mal eben. Und dann sehen die den Bootscreen auf dem Bildschirm und ich bleib die ganze Zeit da. Ja, und das ist schon sehr angenehm. Also ich glaube, professionalisiert hat sich das. Ja, das mit rausgehen habe ich es nicht so. Mit was? Rausgehen. Wie? Natur und so. Ja, weil die hier gerade über Geocachen und so schreiben. Also. wir sind schon eins weiter. Ganz frischer Luft. Ich bin nochmal 2 Minuten weg, ja? Ja, du fängst das Thema an und dann haust du ab. Was habe ich denn gesagt? Ja, du hast gerade das vorgelesen und jetzt wollte ich von dir noch die Antwort hören. Ach so. Ja, aber geh ruhig, wir überbrücken die 2 Minuten schon. Nein. Schnell jetzt. Mach jetzt schnell. Jetzt geh. Hau ab! Wir wollen dich nicht mehr, Gerrit. Also ich meine, natürlich verändert sich der Stream. Das wird sich auch noch viel weiter verändern, ne? Wenn man sich jetzt mal so die ganzen Neuerungen anguckt im neuen OBS, in dem Studio. Dieses ganze Szenenwechsel und sowas. Wenn die das noch richtig
verprofessionalisieren, dann werden Streams noch viel, viel professioneller aussehen. Mhm. Weil es einfach nicht mehr so schwer ist, einfach schöne Effekte reinzubringen in den Stream. Weißt du, was ich meine? Du guckst so. Ja, aber das ist ja nicht das Einzige, was sich verändert. Ich glaube, die ganze Landschaft hat sich... Geht das auch, klar. Die ganze Landschaft hat sich verändert, finde ich. Also es ist viel... das meine ich jetzt nicht im Negativen oder Negativen behaftet, sondern es ist viel kommerziger geworden, weil Leute merken, dass da Geld drin steckt und Potenzial. Und natürlich, wenn ich mir zum Beispiel Leute wie Gerrit jetzt in dem Fall ansehe, Mensch, was der für ein Theater da abzieht, das ist wirklich Entertainment, ja. Und dann hast du aber auch, auf der anderen Seite gibt es auch andere Sachen, die, wenn du jetzt Kokanisch die zum Beispiel anguckst, ja, wo ein Bollwerk von Menschen dahinter steht, die diesen Stream machen, der schon fast wie ein TV-Sender ist. Und dann hast du halt den kleinen Gerrit gegen Kabarettstudio so ungefähr, ja, als Beispiel. Also es ist schon, es geht schon ziemlich weit und jeder holt sich und jeder schneidet sich einen Kuchen ab von der ganzen Sache. Also du hast halt Merch, du hast Sub-Giveaways. Ich meine, wenn du heute, müsst ihr euch mal überlegen, wenn man heute eine PS4 verschenkt, wer ist man denn? Niemand. Was? Nur eine PS4? Bei dem anderen habe ich für 1000 Euro einen Rechner gekriegt, ja. Also es ist, früher hast du, wenn wir mal überlegen, Mensch, damals hast du einen Game Key verschenkt, da warst du King Dingeling. Da haben die Leute sich noch über den Beta-Access gefreut, ja. Wenn du sagst, hey, ich habe hier 20 Keys für einen Beta-Key oder Beta, interessiert dich nicht, ja. Dann sagst du, ich habe eine PS4. Na toll, kannst du mir keine 89 schenken, Dinger, Alter. Und das ist schon, ja, es ist schon ein bisschen krasser geworden. Also, was auch gut ist, viele Sponsoren stecken drin, es entwickelt sich weiter, Merch ist im Kommen, wer hat jetzt keine eigenen T-Shirts und die ganzen Sachen, Sub-Giveaways, Sub hier, Sub da, Sub tralala. Was mir persönlich auch sehr aufstößt, dass der allgemeine Viewer als Plebeus, römisch für das gemeine Volk, um das aufzuklären, was Pleb ist, dass das irgendwie so ein bisschen runterfällt. Das stört mich so ein bisschen. Also nicht. Inwiefern jetzt? Na, ich finde, dass das Zuschauersein, das normale Zuschauersein, irgendwie einen Wert verloren hat. Habe ich so das Gefühl. Das kommt aber auf den Streamer dann an, ne? Ja, ich wollte sagen, im Gro, im Allgemeinen bei Twitch hat so diese Wertigkeit was verloren. Nicht jetzt so speziell auf uns oder auf dich oder auf irgendwen bezogen, sondern einfach so global auf Twitch ist der allgemeine Viewer einfach so, finde ich, empfinde ich so. Und das finde ich schade. Und das erinnert mich gerade daran, als der Cody, ne, also hier Excessive Profanity, als der Doom gespielt hat, hatte der irgendwie an einem Tag mehr als 3000 Zuschauer. Und er sagt immer, wenn er mehr als 2000 so ungefähr hat, geht er in Sub-Only-Mode. Und da muss ich sagen, habe ich ihn komplett verstanden, weil er sich einfach dieses, wenn du mehr als 2000 Zuschauer, glaube ich, hast, so wie es aussieht, keine Ahnung, da bin ich meilenweit von entfernt, dann hast du einfach, glaube ich, zu viel, dann kannst du einfach nicht mehr dem Chat folgen. Und dann musst du irgendwie das ausfiltern. Was natürlich schade ist, weil die Leute, die coolen Leute, die nicht Sub sind, die was zu sagen hätten, die kannst du dann halt nicht lesen. Aber wenn du den Sub-Mode nicht anmachst, dann hättest du ihn wahrscheinlich sowieso nicht gelesen, weil du wahrscheinlich gar nicht das unter dem ganzen Müll halt gesehen hättest, was da drin steht. Nee, bei so viel Zuschauern kannst du den Chat nicht mehr. Das kannst du ausmachen. Ja, eben. Brauchst du gar nicht versuchen. Und da muss ich sagen, ist der Sub-Mode eigentlich für so große Streams relativ praktisch. Wobei das dann nachher auch keinen Unterschied mehr macht, weil bei 2000 Leute kriegst du das auch nicht auf der Kette. Ja, bei 2000 vielleicht schon beim Sub-Mode. Wenn ich jetzt beim Lyric gucke, der hat sowieso schon Ewigkeiten nur noch Sub-Mode an, bei dem kannst du sowieso, da ist selbst der Sub-Mode Müll. Das stimmt aber auch nicht. Jeden Morgen oder am Anfang hat er keinen Sub drin. Ja, okay. Ja. Also es wechselt halt immer. Ja. Ist das bei dir, hast du auch das? Bist du viel unterwegs, Gerrit, auf Twitch selber oder nicht?
Ja, Entschuldigung, ich lache, aber ich lese gerade bei mir hier, da im Chat, ne? Oh, Gerrit geht wieder rauchen, ne? Und ich habe gar nicht mitgekriegt, dass sich eine gedreht hat und so und alles, ne? Die zählen sogar meine Zigaretten, wenn ich streame und so und alles. Ne? Echt, ja? Ja, machen die. Rauchen ist ja auch lebensgefährlich. Ist Sexualverkehr auch? Ja. Ja, ist so. Ja. Ist so, ja. Kriegst du Krankheiten? Ja, oder kannst du aus dem Bett fallen und brichst dir die Nase. Oder Herzinfarkt kriegen. Ja, kann es auch passieren. Oder machst du dir eine Hose aus Versehen oder so. Wie beim Sex? Ja. Da hat man doch die Hose runter, oder nicht? Mm. Du vielleicht. Moment, jetzt gibt es was ich nicht kenne. Klär mich mal bitte aus. Nee, erzähl mal kurz. Okay. Also, auf Twitch unterwegs. Ja, klar. Ich mache das meistens immer, wenn ich von der Arbeit komme, mit der Frau gequatscht habe, dann gucke ich erstmal bei den Leuten rein, denen ich folge, was die so machen. Schreibt mal kurz Hallo zusammen und sowas alles. Und weil ich das für mich persönlich als Respekt an die Person sehe, so würde ich es mal ausdrücken, oder Anstand, dass man wenigstens mal Hallo sagt, sonst brauchen wir ja nicht zu folgen oder sonst irgendwas. Und dann mache ich es aber auch sehr viel, dass ich in den Spielen, die ich gerade aktuell spiele, wie jetzt Minecraft oder sonst irgendwas, gehe ich bei den ganz Kleinen rein. Ne? Die gerade mal vielleicht einen Zuschauer haben oder gar keinen. Und guck die mir vorher an und wenn die mir gefallen, so von ihrer Art und Weise, wie mit dem Zuschauer oder mit den 5 Zuschauern vielleicht umgehen, und dann picke ich die mir auch raus. Für abends, wenn ich selber streame. Und wenn die dann noch online sind, dann tue ich denen mal was Gutes, ne? Das mache ich eigentlich fast täglich. Ja. Und ich mag das halt, wenn du bei einem Streamer jetzt einen Raid machst oder einen Host reinklatscht, dass der sich freut. Weißt du? Ich mag das, dass ein Mensch sich noch freuen kann, dieses Lächeln und halt diese Freude, die er ausstrahlen kann, ne? Und das liebe ich halt, ne? Und das möchte ich halt so oft sehen, wie es möglich ist, ne? Ja. Ist aber auch nicht mehr so viel wie früher. Nein. Also nein, ich greife auch sehr oft ins Klo. Ich habe letztens, bin ich mit 350 Klamotten bei wem eingeritten, ja? Hm. Der hat das nicht mal so, wer hat mich gerade noch mal, was war jetzt hier gerade so? So hat er da gesessen, da denke ich mir auch so, okay, dann mach deinen Scheiß einfach alleine, dann komme ich nicht mehr wieder. Ja, und das ist schade, weißt du? Wenn man größer wird und viel größer, dass man dann vielleicht vergisst, wo man herkommt. Nee, das stimmt nicht. Wie alles mal war. Natürlich. Dann rede mich, dann zeige ich dir mal, was nein, aus Technik nicht ist. Du. Nein, es gibt aber die Leute, ja, weißt du? Ja. Die dann sagen, oh, ja, hat mich gerade einer gehostet mit 50 Zuschauern. Ja. Hm. Ne? Weißt du, was ich meine? Das. Also ich sag mal, es kommt immer, also was das angeht, es kommt immer drauf an. Also ich sag mal, ich mach schon ganz schön Remi-Demi. Also ich tick da komplett aus, weil das sind so die 5 Minuten, wo ich weiß, mein Chat spammt, ja. Sonst ist bei mir kein Spam, aber da geht's ab. Und dann aber mit Musik und richtig laut rumbölken und alles, also das fetzt schon. Wenn du bei wem anders reingehst, das hatte ich weiß, ist irgendwie nicht mehr so schön, finde ich. Da gehe ich dann rein, wo ich weiß, dass die Leute komplett an eine Mandarine drehen, weiß ich nicht, bei Tay oder bei Sascha oder so die Leute, da rammelst du rein und da ist dann so und dann ist da was los. Ansonsten kommt immer nur so bei, ja, danke für dein Host. Hm. Ja, dann bitte. Tschüss. Ich finde das immer schön bei den unwissenden kleinen Streamern, die eigentlich noch gar nicht wissen, was so ein Raid ist oder sowas, ne? Und du tackelst da dann rein mit 200 Mann. Und wir hatten mal einen Fall und der war sich voll auf im Regen. Was ist das hier, Belästigung und weiß ich was alles und so ein Kram, ne? Was wollt ihr von mir und so, ne? Und da habe ich mit ihm dann privat auch geschrieben und und er war anschließend auch bei mir drinne und sagte dann, hey, das ist eine ganz coole Sache, das ist ja richtig schön und so. Ne? Man erlebt schon schöne Sachen auf Twitch auf jeden Fall. Ich habe letztens auch so einen Streamer gehostet, nämlich Gerrit. Und zwar zum ersten Mal, ich habe glaube ich zweimal oder so, weiß nicht. Aber beim ersten Mal, das war so total lustig, habe ich in meinem Stream gesagt, so, jetzt zeige ich euch mal hier einen Streamer, der ist richtig cool. Ja? Aber wir kannten uns nicht. So, und ich bin einfach in seinen Channel rein und habe dann meine Leute, als ich fertig war, zu ihm rübergeschickt. Und das war so geil. Die Reaktion war so cool. Der guckte ganz erstaunt oder so, wer ist das denn? Das war so geil. Aber das macht dann schon Spaß. Das ist okay. Ne? Aber ich habe es auch ab und zu mal. Ich suche mir dann auch hier und da mal einen Streamer und
auch von Leuten, die ich eigentlich auch so, weiß ich nicht, die man zumindest aus dem Umfeld her so kennen sollte oder kennt, kleinere, ja. Und aber auch da, ja, ach so, da war ein Host und ja, das ist dann blöd, ja. Vor allen Dingen ist es auch blöd für die Zuschauer, die du rüberschickst. Ja, also die fühlen sich ja auch nicht willkommen, ja. Ja, das richtig, ist, ja. Das ist ja viel schlimmer. Mir ist es ja letztendlich egal, persönlich auch noch, dann weiß ich, okay, beim nächsten Mal kriegt keinen Host mehr von mir. Mhm. Aber schlimm ist es ja, ich meine, ich schicke da 200 mhm. Leute rüber, ja, und die sitzen da und erwarten jetzt einen coolen Streamer und dann, oh ja, da war ein Host und ja, ist das Mist. Man, ich meine, da sollte man vielleicht nochmal differenzieren, ob es jetzt ein schon erfahrener Twitcher ist oder ein neuer Twitcher. Weil ich denke mal, ein neuer Twitcher, der kann mit der Situation vielleicht noch gar nicht umgehen. Ja, also ne? Ja, das stimmt. Also wenn du jetzt einen ganz neuen hast oder so, einer, der so in der Regel 3 Zuschauer hat und vielleicht gerade noch unter 100 Follower, dann ist es klar, dann musst du damit rechnen, dass der damit überhaupt nicht klarkommt, weil er gar nicht weiß, was das ist. Ja. Aber wenn du jemanden hast, der das schon weiß und weiß ich nicht, es muss nicht mal einer sein, der schon 3.000, 4.000, 5.000 Follower hat, weil da wäre es ja noch schlimmer, weil das sind dann die dann total abgehoben sind, wenn sie auch mit 200 Zuschauern, also als Host jetzt, das nicht quasi, naja, oh, ist ein Host, ja. Ja. Gerade die sollten ja eigentlich wissen, dass das cool ist. Und aber wenn du so welche hast, so ich sag mal im 500, 700, ich weiß auch nicht, ob man das an Followern festmachen kann, aber jemand, der, sagen wir mal, schon ein paar Monate streamt, der sollte ja eigentlich wissen, was ein Host ist, wenn er nicht ganz, also normalerweise kriegt man das mit. Ja. Mhm. Ja. Aber ich finde, man hat als Streamer eine Verantwortung auch, seinen eigenen Zuschauern gegenüber, wen man hostet. Ne? Ja. Das ist ja auch ein heißes Eisen. Wen hostest du? Ne? Und das ist vor allen Dingen bei meinen Viewern relativ schwierig, weil die kommen ja nun wegen einer Nische zu mir. Und ich weiß bei denen ja nicht mal, was sie sonst so eigentlich machen. Also bei dem einen oder anderen schon. Aber jetzt schicke ich die zu Slabby zum Beispiel. Ja? Das könnte ja den totalen Unfall geben. Ja. Und weil er ist ja der Meister der Indie-Spiele. Ja? Also der spielt Sachen, die kann ich nicht mal aussprechen. Echt? Mhm. Super Mario zum Beispiel. Nee, dieses andere Spiel, wie hieß das noch? Das fand ich nachher sogar richtig interessant. Das habe ich bei Slabby nie verstanden. Stardew Valley. Nee. Kerbal Space Program, aber das kennst du doch. Nee, ich weiß das nicht mehr. Aber bei Holy habe ich es verstanden. Holy hat das auch gespielt. Und, ach, und Binding of Isaac. Ja, genau, Holy. Binding of Isaac. Holy? Das Spiel habe ich überhaupt nicht begriffen. Nur bei Holy, da habe ich es dann verstanden. Holy Fist? Holy LP heißt der. Ach so, okay. Ja, Holy LP. Ja. Ich würde gerne mal kurz einen Satz aus dem Chat aufgreifen. Und zwar wurde gerade gesagt, dass es schade ist, dass Streamer kein Follow-Alert haben. Gottes Willen. Oh, okay, jetzt lasst euch von 4 Leuten erklären, warum sie keinen haben. Jeder einzeln. Gerrit, darfst du anfangen. Oh, ich bin nicht der Älteste, ne? Habe ich schon gesagt. Ja, aber darfst trotzdem anfangen. Okay, sicher. Du bist ja schön. Du bist der Gast, ne? Ich habe das selber sehr lange gehabt, Follow-Alert, sehr lange. Nur irgendwann, das fing mit der Arma, dem zweiten Abschnitt bei Arma an, wo dann sehr viele andere auch Arma gespielt haben, wo dann auch Host Raids und sowas alles kam. So, wenn du dann täglich praktisch, das war es wirklich so, täglich einen Raid reinkriegst oder einen Host und dir folgen dann auf einmal 50, 70, 100 Leute auf einmal und da rattert der Follower-Alert da 100 Mal hintereinander. Du kriegst vom RP, kriegst du gar nichts mehr gedudelt. Du kannst gar nichts mehr machen, RP-technisch. Du besitzt dann nur noch du und dann kommt di-di-di-di-di-di-di-di und du kannst nichts mehr machen. Und da habe ich dann für mich gesagt, weil das da damals so extrem war, ich schalte diesen Follower-Alert aus, den Sound. So, ich habe aber selber mir hier auf dem zweiten Monitor, habe ich unten dieses Twitch-Alerts und da kriege ich halt angezeigt, wer followed oder wer zum Beispiel subscribed. Und ich persönlich, das weiß meine Community auch, bedanke mich für jeden Follow, den ich mitkriege. Und ich kriege sehr viel mit. Ich sage dann auch zum Beispiel Copperhead oder weiß ich irgendwas, Dankeschön für dein Follow und weiß ich was. Weil das verstehe ich noch, dass das, weil das ein Dankeschön für mich ist, dass die gefollowt haben und ich bedanke mich dafür auch. Ne? Aber den Alarm habe ich ausgemacht, ja. Weil das halt fürs Spiel nicht gut ist und für den Stream, ja. Ja, genau so habe ich das nämlich auch. Ich habe bei 1000 Follows habe ich gesagt, Freunde, so langsam wird es ein bisschen viel und jedes Mal ein Sound,
Ich habe mittlerweile Chatty halt hier links auf dem zweiten Bildschirm. Da kannst du dir auch die Follows anzeigen. Und jedes Mal, wenn einer reinkommt, gucke ich drauf. Wenn es ein Name ist, den ich vorlesen kann, lese ich ihn vor, sage Dankeschön. Und so kriegt jeder halt ein persönliches Dankeschön, was ich viel besser finde als die Namen irgendwo da. Das hat halt die Vorteile, dass A, die Leute, die halt followen, damit sie trollen können, also irgendwelche Trollnamen einfach, schnell einen Account zusammen gemacht, du bist doof oder sowas, oder Slabby ist doof, die muss ich dann halt gar nicht erst vorlesen. Und zweitens habe ich halt was im Bildschirm, was nicht stört, weil ich finde irgendwie, ja, ich persönlich, ich nehme immer so das, was ich gucken möchte, als Schablone, keine Ahnung, für wie ich meinen Stream halt machen möchte. Und wenn ich irgendwo reinkomme und da lärmt alle 5 Minuten Follow-Alert durch, dann schalte ich halt irgendwann ab, weil es einfach nur noch nervt. Es ist einfach immer nur der gleiche Sound. Und das ist dann halt auch so. Und ja, Leute, die nur followen, um ihren Namen auf dem Bildschirm zu lesen, die fallen halt bei mir dann auch direkt raus. Und ja. Das sind gleich 3 Sachen auf einmal. Also ich habe 9000 Mal gesagt, willkommen an Deck der Bumsboy und habe salutiert. 9000 Mal. 9000. Mit, ohne Refollows. Over 9000. Also ohne Refollows und den ganzen Scheiß. Und wenn ihr Minecraft spielt und euch jeden Tag 5 Leute nur für diesen beschissenen Satz refollowen, machst du den Scheiß einfach aus. Warum? Also ich meine ganz ehrlich, ein Follow ist schön. Okay? Ja. Es ist schön, dass Menschen wiederkommen. Aber man muss das nicht vorlesen, Leute. Weißt du, was ich gemacht habe? Bis ungefähr 5.000, 6.000 Follower. Bei jedem Follower. Weißt du, was ich da gemacht habe? Pass auf. So habe ich bei jedem Follower eine Perücke angezogen. Bei jedem Einzelnen. Und mich bedankt. Dankeschön für dein Follow. Willkommen bei der Gerrit und sie. Ne? Ich habe, glaube ich, 3 Perücken total verranzt. Total verranzt. Ne? Und dann auf einmal, es geht nicht mehr. Ne? Es geht nicht mehr. Irgendwann, du kommst da irgendwann nicht mehr hinterher und das ist nicht böse. Und, nein. Ich entsinne mich noch an Leute, die dann gesagt haben, ja, du bist jetzt voll der abgehobene Schnösel. Nee, das geht einfach nicht mehr. Man kommt da nicht mehr. Man kommt das ist aber verrückt, ne, dass einem das vorgeworfen wird. Also ich habe bis 5000 Follower ungefähr, habe ich auch noch jedem gedankt, ja. Und dann nicht mehr. Dann habe ich es auch eingestellt. Ich zeige es noch an auf dem Bildschirm. Aber das war's. Also kein Ton, also ein Piep kommt da irgendwie, damit ich das mitbekomme. Aber das ist eher so für mich. Und ich sag dann immer so gesammelt, irgendwann mitten im Stream, danke für die ganzen Follows. Und ja, das war's dann. Aber eigentlich, es geht halt einfach nicht mehr. Ne? Und, ja. Nee. Wann? Man will ja auch noch spielen irgendwann. Ja. Also ganz ehrlich, darf ich wirklich mal ganz ehrlich sein? Mir gehen sogar Donation Trains auf den Sack. Mir geht ja Donation Trains auf den Sack, weil ich spielen will. Ja, und du weißt auch, das hatten wir eben schon das Thema, du weißt auch nach einer Zeit gar nicht mehr, wie du dich verhalten sollst. Wenn das jetzt ganz lange ist. Ne? Ja, und du willst ja einfach, du machst dein Entertainment und so weiter und so fort. Deswegen bei mir zum Beispiel, ich schnack immer. Ja? Also ich rede viel, 1 Stunde und dann spiele ich. In dem Zeitfenster weiß jeder, yo, hier kann ich machen, was ich will. Wenn ich zocke, ist Ruhe. Also nicht, dass das keiner macht, aber das Ding ist halt, manchmal nervt das Zeug einfach. Also das, nicht, weil man sich dafür nicht bedanken will, sondern einfach, weil man will zocken. Man will der sein, der man für euch da draußen ist. Ja. Aber meint ihr nicht auch, dass es neben den Follows oder Follower-Alerts und so weiter auch immer schlimmer wird mit den Overlays? Also, ja. Also ich bin da, ich habe ja auch eine Zeit lang so oben so einen Balken und unten so einen Balken. Unten, der war wichtig, weil da steht dann mein Flugziel und so weiter. Das ist noch okay, finde ich. Aber oben stand mein Name. Ja, sorry, eigentlich wissen die meinen Namen. Was soll das also? Also ich bin jetzt total minimalistisch. Ich habe alles rausgeschmissen, weil das ich brauche das auch nicht. Also ich meine, jeder weiß, wer ich bin. Also der auf meinem Kanal ist, weiß sowieso, wer ich bin, weil das steht ja oben irgendwo. Und diese ganze Schwachsinn, der letzte Follower war, der letzte Sub war,
Also das ist irgendwie, weiß ich nicht, das ist so ein Lernprozess. Ich glaube, man kommt da dann irgendwann selber hin und sagt, das ist ja total affig. Und man sieht das vor allen Dingen so bei frischeren Streamern, die, und das war man ja selber auch, und deswegen hat man selber genau dasselbe gemacht, voll gekleistert bis er geht nicht mehr und hier nochmal eine Spende, weil ich brauche ein neues Mainboard und da brauche ich noch ein Holzbein für meine Frau und all so ein Scheiß, ja. Also es gibt Streamer, da ist überhaupt kein Content mehr zu sehen, ja, vor lauter Bannern und hast nicht gesehen. Das ist eigentlich, finde ich, immer schlimmer geworden. Und ich gehe genau in die Gegenrichtung. Ich habe jetzt eigentlich gar nichts mehr auf dem Bildschirm. Es gibt Streams, wo es, glaube ich, passt. So Creative Streams. Mhm. Weil da sieht man halt nicht viel vom Spiel. Da gibt es halt kein Spiel. Aber ich finde so, gerade beim Spiel möchte man halt so viel wie möglich zeigen. Und je mehr Overlay man hat, umso mehr verbirgt man halt vom Spiel. Aber mir hat übrigens mal einer gesagt, sag mal, wieso werde ich eigentlich nicht angezeigt, wenn ich verspende? Dann spende ich nicht mehr. Ich sage, haben die Leute einen Vogel oder was? Ja. Das kommt auch vor, ja. Also, wenn man diese besagten wundervollen Overlays hat, wird prinzipiell immer mehr gespendet und wird mehr gefollowt, damit die Leute ihren Namen sehen können. Ja, weil die Leute ihren Namen sehen wollen. Ja. Verrückt. Ja, einerseits, aber andererseits glaube ich, es liegt auch einfach damit zusammen, dass die Leute, wenn sie nirgendwo das Wort Donation sehen im Stream, auch nicht darüber nachdenken. Ja, und keine Ahnung. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Also das ich ist muss halt wie bei Follows, wenn Follow Alert ist, dann denken die Leute, ach ja, stimmt, ich muss noch followen. Ich glaube, bei Donations ist es so ähnlich. Ich sag das am Ende einmal. Einmal danke für alles, also im Stream auch, aber danke für alles und dann eine große Rede und dann ist Feiern. Und Overlay-technisch, am liebsten muss ich mittlerweile ganz ehrlich sagen, am liebsten hätte ich jetzt ein Greenscreen, nur noch meine Visage auf dem Stream und sonst nichts mehr. Gar nichts. Grünes Hemd an. Nichts. Nichts mehr. Aber dann wird man deine Karten von Dresden da nicht sehen, ne? Das ist nicht Dresden, das ist hier der... Soll ich dir das erklären? Ja, bitte. Das ist hier der Dachstein in der... Ne? In Österreich. Ja, natürlich, kenne ich. Das kenn hier oben. Dachstein. Hm? Müssen wir mal hin, ist schön, Gerrit. Ja, ist bekannt, ich war... Ja, kenne ich. Hm. Das ist ein schöner kleiner Gletscher noch in Europa. Achso. Und dahinter hängt irgendwo die England-Flagge und die ist sowieso Kult. Ja, die hängt hier hinten, ja. Eine ganz echt? Große, ja. 3 Meter mal 2 Meter an der Schrägwand dran. Habt ihr schon mal was im Kreativbereich gemacht und gestreamt? Jetzt wie Kochen, Basteln oder Malen? Ja? Den Food-Unfall von Nils, ne? jeden zweiten Mittwoch koche ich bei mir im Stream. Nee. Ja, jeden zweiten was? Mittwoch. Ja. Ich und hab das isst du dann auch? Ja. Wow. Also ich habe jetzt schon 2 Mal von Freunden gestreamt. Also in der Schweiz mit Freunden schon zusammen gestreamt. Ich habe hier schon gestreamt. Das wird jetzt halt so ein Running Gag. Überall, wo ich hinfahre, die Leute besuche, frage ich, ob ich von dort kochen kann. Und dann kochen wir am Mittwoch, an dem Tag, wo ich koche, kochen wir von da dann. Als Running Gag. Ich koche hier zu Hause auch. Aber egal, wo ich jetzt hinfahre, frage ich immer vorher, darf ich bei euch kochen? Können wir das streamen? Weil ich das streamen will. Da stellst du praktisch einen Laptop in die Küche mit der Kamera. Und... Genau. Ah, okay. Ja. Ich werd bekloppt, ey. Aber acht. Und den Backen kommt jetzt noch dazu. Ich habe einen Kumpel, der ist Bäcker oder hat Bäcker gelernt. Der kommt jetzt auch wieder hierher zu mir und dann backen wir Brote und lauter solche Zeug und dann bringen wir den Leuten das halt bei. Ganz einfach halt. Okay. Simples Essen machen, so ungefähr. Und dann mal verrückte Sachen und manchmal keine verrückten Sachen. Ich habe Rinderrouladen, habe ich das erste Mal im Stream gekocht. Wow, lecker. Rinder mit Gehacktes gefüllt? Nee. Das war mit Gürtchen und Bacon drin. Oh, lecker. Und du, Slap? Ich habe nur bis jetzt nur einmal hier den Häkel-Stream mit den 3 Mädels gemacht. Aber das eher aus Spaß. Das ist nicht, weil ich wirklich häkele. Da musste mir die Schnatzi quasi mehr oder weniger beibringen, wie man häkelt. Ich habe es auch mal versucht. Ja, nee, ist nicht so. Ich wollte ja einen Kreativstream machen, aber der ist leider von Twitch nicht erlaubt. Und habe ich zwar nicht verstanden. Ich wollte im Fotostudio, das mache ich ja nun mal, ne? Und wollte ich mal zeigen, wie sowas geht. Ja, also
Model-Posing und nicht, dass ich da pose, sondern Model, dann hätte ich da ein Model hingestellt und naja, und ein bisschen gezeigt, wie man das Licht setzt und wie man das sowieso macht, aber das ist laut Twitch-Statuten nicht erlaubt und deswegen konnte ich das nicht machen. Bestimmt wegen der nackten Frauen, ne? Nee, deswegen nicht, aber ich weiß nicht genau warum. Gibt keine Begründung. Es gibt so eine Webseite, da steht drauf, also eine Twitch-Webseite, wo steht drauf, was man darf und was man nicht im Kreativbereich also machen kann. Und Fotoshooting steht da, darf man nicht. Man darf aber sowas Ähnliches, also es ist nicht so ganz logisch, was man darf und was man nicht darf. Und naja, somit ist das ins Wasser gefallen. Okay. Gerrit, kennst du den Unterschied zwischen Co-Rouladen und Fleischrouladen, also Rindsrouladen? Ja, klar. Nee, Gerrit. Warte, ich? Ja. Rinderrouladen und Co-Rouladen ist... Ja, Co-Rouladen sind aus der Dose und Rinderrouladen kriege ich beim Fleischtheke. Aber Rinderrouladen weißt du schon, dass da kein Hack drin ist, ja? Doch, bei uns immer. Es gibt auch welche mit Hack drin. Das sind Co-Rouladen, das weißt du. Nee. Echt? Nein. Das Rindfleisch schon rum, wann, aber mit... Wann gibt's also eine Rinderroulade gehört kein Hack. Ja, nee. Ich kenne das nicht anders. Von der Mutter kenne ich das immer so. Da mach mal ein Foto. Von meiner Mutter? Nein, von der Roulade dann, Mann. Ach so. Was will ich denn von deiner Mutter, Mensch? Ja, weiß ich nicht. 86. Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Ich stehe auf die andere hier mit den pinken Haaren von vorhin. Ach so, ja, sicher. Finger weg, das ist meine. Ach so, Entschuldigung. Nein, ja, ich kenne das nicht anders. Rinderroulade, also hier dieses lange Lappending da, ne? Hm? Das kennt ja jedermann. Und ja, dann kommt da gehackt. Meinst du meine Zunge oder was? Nein, ich sage zu nichts. Dann kommt da Gehacktes rein, ein Gürkchen. Ja, meine Mutter hat früher immer noch Speck reingemacht, den habe ich aber rausgepult, weil ich dann esse. Ja, und das war es dann. Wow, was? Schmeiß den Jungen raus, das kann er du wohl isst jetzt kein Speck? Nein. Kein Bacon? Nein. Ich esse auch nicht, wenn wir, wenn es früher Koteletts gab oder sowas, ne, zu Hause. Entschuldigung, können wir bitte alle das Bild verlassen und Gerrit alleine hier auf dem Bildschirm lassen und die Schmach, die jetzt gleich hier, im. Ja, okay. Nee. Jetzt ist Schluss, nee. Garak, mein Freund. Nee. Hallo? Nee! Hallo? Bist du wahnsinnig? Ich komme gleich die Tränen. Du lebst hier im Internet. Du bist im Internet. Was? Da fallen die Kopfhörer. Bist du. Nee. Ich komme mich gerade jemandem vor. Alter Verwalter. Heide, will ich sagen. Nee, ich kenn das. Nee, ich mag auch kein also Kotelett oder sowas, wo was Fett dran ist oder so eine Sehne, ne? Hey, da schneide ich wie so ein Chirurg dran vorbei, ne? Ja, das mache ich auch. Das mag. Nee, krieg ich einen Ekel, wenn ich sowas im Mund habe. Noch nie. Und Rosenkohl esse ich nicht. Bah, nee, das ist ekelhaft. Okay. Mag aber, ich auch nicht. Ja, Rosenkohl esse ich gerne. Nee. Ja, Geschmäcker sind verschieden, ne? Nee. Nee. Wo ist der jetzt echt weggegangen? Das ist der Slap? Ich weiß nicht. Slappy? Vielleicht ist er auf Toilette. Wow. Er ist duschen. Wir haben hier übrigens noch ein paar interessante Fragen. Wir sollten mal so... und zwar, wenn ihr bei einem Spiel mitentwickeln könntet, was für ein Spiel wäre das? Oh. Ich weiß was. Okay, hau rein. Danke, ich würde einen Super-Simulator, ja. Und zwar, wo man zum Beispiel einen Bus-Simulator, einen Taxi-Simulator... Ein Flugsimulator, ein Zugsimulator und meinetwegen auch noch ein Menschensimulator zusammen, also in einer großen Welt, dass man quasi zu Hause losfährt, am besten natürlich Roleplay-mäßig, sich ein Taxi kommen lässt und dann kommt halt einer mit dem Taxi, ja, oder man steigt den Bus ein und dann fährt wie heißt er noch, unser Busfahrer durch die Gegend. Scrappy. Und ja, genau. Und dann geht's zum Flugplatz, da steht dann Captain Garak und dann geht's per Flugzeug auf den Malediven, ja. Und da kann man ein Boot leihen und also so ein Full-Simulator, das wäre geil. Also wenn die Simulatoren alle zusammenarbeiten würden in einem Netzwerk, das wäre geil. Es können ruhig einzelne Games bleiben, jeder spielt sein Game, aber das Netzwerk ist das identisch für alle. Und so kann jeder jeden sehen, das wäre geil, das wäre mein Traumspiel. Man kann auch einfach vor die Tür gehen, wenn man Bock hat, ne? Das geht auch. Ja, das wäre Welt 2.0. Ach so. Da gibt ASIAC und sowas, ne? Ja, gut. Ich habe die perfekte Idee für die Frage. Ja? Abgesehen davon, dass ich nicht verstehe, warum Gerrit immer noch hier ist. Vor allem Rosenkohl mit... Ja, danke. Rosenkohl und Speck.
kann ja wohl nicht wahr sein. Vergleichen. Aber ich habe das perfekte Spiel. Und zwar eine Mischung aus Space Engineers, Kerbal Space Program, aber mit dem Anfang von Minecraft. Das heißt, man fängt quasi an wie Minecraft auf der Overworld und arbeitet sich halt vor mit Holzboxen. Und dann arbeitet man sich quasi vor und kann halt wie Space Engineers mäßig halt in Weltraum fliegen und so. Mit allem. Aber mit der Physik von Kerbal Space Program. Dass man wirklich darauf achten muss, man kann nicht einfach geradeaus wegfliegen, sondern man muss Orbit und so erst erreichen und kann sich dann vielleicht ein bisschen leichter, weil Kerbal schon sehr hart ist, was das betrifft. Also realistisch ist, was das betrifft. Aber, dass man sich dann halt vom Orbit abdrücken muss mit Apoapsis und Periapsis und dem ganzen Gedöns. Das wäre mein Spiel, wirklich. Das würde ich, glaube ich, nur noch spielen. Weltraum für alle Zeiten. Sandbox. Ich hätte zwei Spiele. Das neue Wolfenstein und der neue Hitman. Ist Doom nicht das neue Wolfenstein? Nein. Achso. Das möchte ich bitte nicht hören, danke. Das ist eine Vergewaltigung. Nee, aber das neue Doom. Aber Doom ist genial. Ja, Madre mia, ey. Bis zu einem gewissen Grad, ja. Wieso? Es wird ab einer gewissen Weile dann nicht mehr so schön. Dann ist es. Ich möchte das jetzt nicht sagen. Wegen den okay. Leuten, die, weißt du, noch nicht gespielt haben. Aber. Okay. Nee, mir persönlich nicht so. Aber ich erkläre das nachher in Ruhe. Ja, okay. Aber, also, mich überzeugt schon der Soundtrack. Das reicht mir schon. Ja, der ist gut. Das ist der Soundtrack des Jahres. Ich glaube nicht, dass da noch ein besserer kommt. Bin ich der festen Überzeugung. Das hat der gleiche Typ, ne? Mit Mick Gordon. Ja. Wie Wolfenstein. Yep, der Typ hat richtig was drauf. Das ist für mich der Hans Zimmer der Spielindustrie. Der Metal-Hans Zimmer quasi. Ja, muss nicht mal unbedingt Metal sein. Also ich denke schon, dass der... schönen guten Tag, willkommen zurück. Haben Sie Bacon gegessen? Was? Haben Sie Bacon gegessen? Nee. Raus. Nochmal zurück, Speck holt. Nein, esse ich nicht. Will ich nicht. Dein Spiel, Gerrit, an welchem Spiel würdest du mitentwickeln? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Am liebsten wäre mir sowas, wie was ich damals als Hobby gemacht habe, von kleinem Jungen an. Ich habe, kennt jemand diese Plastiksoldaten, diese ganz kleinen, 1 zu 72? Jo, Zinn-Soldaten. Hab ich immer gespielt. Nee, nicht Zinn, Plastik. So. Die 2 Stunden sind rum. Entschuldigung, Freunde der Sonne, wir haben die 2-Stunden-Marke erreicht. Wir müssen kurz mal... 4 Stunden, Entschuldigung, ja. Nach 4 Stunden geht Skype aus. Echt? Ihr müsst ja die Kameras wieder reanimieren. Einfach die Kamera wieder reaktivieren. Hört ihr mich noch? Ja, ja. Ja, ja. Das ist jetzt eine Weile ein bisschen dunkler und dann geht das gleich wieder. Sehen tut man mich nicht, ne? Achso, hast du jetzt hier auf Overlay gedrückt oder was? Nee, sehen kann man jetzt gerade nichts, nein. Es ist kurz eine technische Störung. Und dich kann man auch noch nicht sehen, Slabby. Mich kann man nicht sehen? Nee, du bist nicht nur am Modeln. Ich sehe so. Garak und. Dann mach ich es nochmal aus. Ja, machen wir es nochmal an. Ja, Thank you. Jetzt ist Gerrit weg. Ja, jetzt komme ich wieder. Mhm. Komm wieder. Do it. Das ist immer schön. So, Gerrit ist wieder da. Warten wir doch, bis wir hell wären, glaube ich, ne? Ja, ich sehe dich immer noch nicht, Slabby. Wie? Nee. Ach so. Ja. Hä? Ich habe jetzt einmal nochmal. Wow, YOLO. Oh, du Spoiler! Oh, Gerrit! Die Leute können das doch nicht sehen! Oh, das wusste ich nicht, Entschuldigung! Oh, Mann! Jetzt hast du alles gespoilert, Mann! So, jetzt ist alles wieder... Und sogar mit Licht! Tada! Wir sind wieder da! Und jetzt ist... Oh. Wow, nice! Cool. Ich hätte auch noch Mütze wechseln können. Okay, hat nicht geklappt. Welches Spiel hast du jetzt gesagt, Gerrit? Boah, stehen geblieben, ach so. Bei YOLO. Ich habe früher diese kleinen, ja genau, YOLO. Was heißt das eigentlich? You only live once. Schön, dass du dich verarschen lässt. Das ist Englisch oder was, ne? Nee, Französisch. Ja, der kann das, der hat das gelernt in seinem Abitur. Und was heißt, nee, wirklich nicht. Ich meine, ich war auf der Hauptschule, habe nicht viel Englisch gelernt. Ich war auf Unität, habe dann 18 Silvester da prohibiert oder wie das heißt. Und ich habe das aber projiziert. Prohibition war das. Ja, richtig. Ich habe viel gezeigt von mir, muss ich sagen. ich verstehe das mit dem Englisch manchmal. Nee, was heißt das wirklich? Ich weiß es echt nicht.
You only live once. Ja, aber Tee ist hat da. Und auf Mongolen russische Ritter. Ich habe so Kriegsdioramen nachgestellt und die auch selber bemalt, die kleinen Figürchen und sowas alles mit dem Pinselchen. Und sowas hätte ich gerne, so richtig, so dass du reintauchen kannst. Ich meine, das gibt es ja schon mit so Brillen und sowas, ne? So ein Spiel, wo du reintauchen kannst in diese Zeit und noch gesammelt, bis ich 35, glaube ich, wurde. Ich hatte Tausende davon. Und dann immer habe ich mich spezialisiert auf Deutschritter und auf Mongolen, russische Ritter. Ich habe so Kriegsdioramen nachgestellt und die auch selber bemalt, die kleinen Figürchen und sowas alles mit dem Pinselchen. Und sowas hätte ich gerne, so richtig, so dass du reintauchen kannst. Ich meine, das gibt's ja schon mit so Brillen und sowas, ne? So ein Spiel, wo du reintauchen kannst in diese Zeit und da irgendwie, als wenn du da live da drin wärst, weißt du? So Mittelaltermarkt wie Garak halt, sowas, ne? Sowas in der Art. Ja. Willst du die auch anmalen im Spiel dann? Wen? Die Figuren? Warum? Ja, du hast doch gesagt, Figuren anmalen früher. Ja, vielleicht. Also. So richtig schön mit so einem Handschuh und dann so. Ja, stelle ich mir lustig vor, würde ich nicht kaufen. Okay, warte mal. Wo seht ihr persönlich bei euch noch Verbesserungsvorschläge an eurem Stream? Oh, die Frage ist schön. Also sowas, so eine Frage hatten wir, glaube ich, noch nie, oder? Ich kann mich nicht dran erinnern. Alle zwei Wochen? Nee. Was wir selber an unserem Stream ändern möchten? Das ja, hatten wir schon. Hatten wir schon. Ja? Meine ich zumindest, keine Ahnung. Nee. Kann mich auch irren. Ich kann mich nicht so gut. Ich kann mich da auch nicht dran erinnern. Ja, du bist ja auch nicht so oft da. Nee, heute erste Mal. Das letzte Mal war vor unserer Zeit, da waren wir noch Möwen, verstehst du? Hast du was Neues zu trinken von? Ja, ich bin fremdgegangen, ohne Scheiß, bin fremdgegangen. Nee, will ich auch nicht zeigen, ich war netto. Oh, das hast du jetzt gesagt, Heide Witzer, hoffentlich guckt von dir keiner zu, sonst ist die Aldi-Nummer ist vorbei dann. Ja, ich hatte schon Ärger gekriegt, mich haben gestern zwei Leute besucht, zwei Zuschauer, eine Zuschauerin und ein Zuschauer, die kam von weit her. Ich habe mich mit denen auf dem Aldi-Parkplatz getroffen und ja, rüber in Rewe noch einkaufen gegangen, habe alles gefilmt und sowas alles. Und da waren die schon böse, ne, dass ich bei Rewe einkaufen gegangen bin, ne. Das war schon richtig Aufstand, Rebellion. Ja. Ja. Wow. Aber was wollt ihr verändern? Habt ihr irgendwas? Mehr Stream. Überhaupt erstmal wieder anfangen. Kann ich ganz schnell beantworten. Ja, das liegt ja nur an dir. Du musst ja nur anfangen. Ja, eben. Ich weiß nicht, glaub nicht. Also ich wüsste im Moment nichts. Nicht wirklich. Nö. Ich bin in der Perfektion angekommen. Wow. Ich weiß nicht. Also mir fällt im Moment echt nichts ein. Also das Einzige, was ich nochmal mit den Zähnen da vielleicht, dass ich da noch ein paar mehr. Ich habe mir ja so eine geile Tastatur gekauft. Was hast du gerade mit den Zähnen oder? Ja, mehr Zähne. Ach, Zähnen. Mehr geschnittene Zähne, das mit was du sonst immer auf den Internetseiten und so guckst. Ach so, ich dachte die Zähne vom Zahnarzt. Ich habe mir hier so eine, wo bin ich? Ach da. Ich habe mir hier so eine coole Tastatur gekauft, so eine kleine. Damit kann man die Szenen umschalten in OBS und das Geile ist, oben ist ein Display drin, da kann man sich die ganzen Statusdaten von OBS im Display anzeigen lassen. Das finde ich total cool. Da will ich noch ein bisschen mit rumexperimentieren und vor allen Dingen so verschiedene Dinge noch einbauen. Aber sonst im Großen und Ganzen bin ich eigentlich ganz zufrieden. Also das läuft so. Also man darf auch nicht so viel verändern. Da geht immer nur irgendwas schief, wenn man anfängt, da an seinem Setup rumzuspielen. Also vor allen Dingen, was das Audio angeht, da fasse ich nichts mehr an. Das läuft jetzt und seit Monaten. Und mit zwei PCs Audios zu machen, dass es auf beiden auch funktioniert, das Mikrofon und hin und zurück und hast du nicht gesehen. Also ich bin so froh, dass ich das Thema durch habe. Verstehe ich gar nicht. So schwer ist das gar nicht. Doch. 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 Ist es. Ja, mir brauchst du das nicht erzählen. Ich friemel seit 3 Jahren an dem Scheiß hier rum. Ja, bei dir ist es ja aber auch schon eher anders. Also bei dir ist es ja eher ein Hobby geworden. Also Audio. Was? Aber dass dieses Mikrofon hier mit meinem Teamspeak geht auf meinem Gaming-PC und gleichzeitig als normales Mikrofon in meinem Streaming-PC, das habe ich nur Nils zu verdanken, weil er herausgefunden hat, wie das geht. Keine Ahnung, wer ihm das gesagt hat. Aber es ist egal, er hat mir gesagt, wie es geht. Wow. Das habe ich rausgefunden, Kollege. Hast du selbst rausgefunden? Ja, nee. Ja, cool.
Ja, doch, nee. Hab ich bei wem aus der Tasche geleiert, wie das funktioniert. Ja, aber ist ja egal, es funktioniert. Das hat mich echt weitergebracht, weil ich brauchte vorher immer noch ein Headset. Mhm. Und ich streame ja komplett ohne Headset, ohne alles, brauche ich nicht, weil ich das über die Lautsprecher höre. Und durch dieses Mikrofon, das ist eine Superniere, habe ich keine Rückkopplung. Also ich kann sie zwar produzieren, die Rückkopplung, indem ich das Mikrofon lauter mache, aber ich habe trotzdem das Audio und so. Das ist so schön. Also das war aber... Ich glaube, das war für mich der geilste Augenblick im Stream überhaupt, sich zum Stream zu setzen und nichts auf dem Kopf zu haben. Einfach nur den Hut, ja. Und kein Headset mehr, das nervt, kein Kabel, was im Weg ist, keine Ohrhörer, also Kopfhörer, die drücken. Total geil. Ich bin total zufrieden damit. Mhm. Also ich möchte irgendwann mein Bett aus dem Hintergrund haben. Das ist Hatte das, ich. Das ist ich sehe da keins. Das ist das Einzige, was ich nicht mehr haben möchte in meinem Stream. Warst du denn im Bett? Ja, du siehst das nicht, aber im Stream. Also du siehst eine andere Kamera als der Stream. Ich habe zwei stehen. Nee. Ja, ich habe zwei Kameras stehen. Okay, das sagst du mich erst jetzt? Ja. Warte mal. Muss ich ja, du hättest sonst auch die England-Flagge gesehen. Die kannst du hier nicht sehen. Ich habe zwei Kameras für Skype, eine extra. Aber das Bett sieht man. Ja, das Bett sieht man. Und das ist das Einzige, was ich wegmachen möchte. Ansonsten bin ich zufrieden. Und ich möchte hier irgendwann an die Wand, die hier an der Seite, die sieht man im Stream auch am Stream nochmal, möchte ich eigentlich meine ganzen Caps ranhängen, die ich habe, damit ich einfach im Stream mir eine nehmen kann und mir die aufsetzen kann und die andere wieder hinhängen kann, weil davon habe ich nämlich eine ganze Menge. Dann bist du ein Cap-Sammler? Ja, mittlerweile schon, ja. Für den okay. Stream, weil ich im Stream trage ich halt immer eine Cap. Ich hatte früher immer eine einzige. Mittlerweile habe ich ganz viele. Also so okay. Mit allem möglichen Krimskrams, so Sonic drauf und halt so Nerdkram. Wow, das ist auch eine schöne Frage, oder? Was hier, denn? Die von Dahlia 33. Ich weiß nicht, ob die schon mal gestellt. Weiß nicht, ob die Frage schon mal war, aber ich stelle sie mal. Wie war euer erster Streamtag? Wart ihr nervös? Ihr habt die Frage bestimmt schon gestellt bekommen, oder? Nee. Nein? Also ich okay. kann mich nicht dran erinnern. Ja, dann hauen wir rein. Jetzt verarsche mich aber. Ja. Was? Jetzt verarsche mich aber. Ich habe die Frage habe ich schon fünfmal beantwortet, mindestens. Echt? Ja. Wow. Im Plankenschnack 1, 2 und mindestens 3. Ja. Echt? Ja. Okay. Cool. Aber Gerrit noch nicht. Nee. Von daher. Was? Doch. Nein. Was? Nee, Ja, klar, war ich nervös, ohne Ende. Ich meine, ich hatte eigentlich keinen Grund dazu, weil ich hatte keinen Zuschauer. Aber klar, das ist nervös. Du gibst ja irgendwie von dir was preis. Das ist ja heute auch noch so. Und es ist schon komisch, muss man sagen, ja. Sehr, sehr komisch, ja. Aber man gewöhnt sich dran, vor der Kamera zu sitzen, dann auf jeden Fall. Ja. Ist das gleiche wie mit dem Roleplay? Viele schreiben mich auch an. Gerrit, ich würde das auch mal gerne machen. Jetzt, ob jetzt Arma, Rhyme of Kings oder sonst irgendwas. Aber ich traue mich nicht. Ich habe Angst. Ich habe das noch nie gemacht, dieses Roleplay und sowas, ne? Und da kann ich immer nur sagen, ich habe das bis vor einem Jahr auch noch nie gemacht, ne? Versuch es einfach. Nach 2, 3 Tagen hast du das so drin, das ist wie mit der Sex. Das kann man auch, das läuft. Das geht von alleine, ne? Das ist richtig so. Ja. Also, Also mein erster Tag war schon nervös auf jeden Fall. Ist es heute teilweise noch. Mich hat das noch nie gestört. Warte, mit der Sex? Nee, das so der Stream. Mich hat das irgendwie noch nie gestört. Was mich immer gestört nicht. Oder nervös war ich auch nicht. Okay. Ich war immer nur nervös, ob die Leute sehen, ob die was sehen können. Heute noch. Weil, also von meinem Bildschirm. Weil ich habe zum Beispiel auch WhatsApp auf und sowas. Und da schreibe ich mit meinen Freunden und so. Und das ist immer, jedes Mal, bevor ich sowas mache, checke ich den Stream. Jedes Mal, immer. Und das die Paranoia habe ich allerdings auch. Also das ist, wenn man so viele Bildschirme hat, dann muss man, wo bin ich jetzt gerade? Also das ist, das habe ich ja auch, ja. Nur, also das ist das Einzige, wo ich nervös bin und manchmal denke ich so, oh scheiße. Weil ich schreibe halt mit meiner Freundin und so und das muss ja nun nicht jeder sehen, ja, weil geht ja keinem was an. Was? Wie, was? Wieso? Fahrt. Ja, willst du den Chatlog von meiner Freundin und mir sehen, oder was? Ja, mich würde das interessieren, auf jeden Fall. Schön für dich, Chris, aber nicht. Aber das sind so Sachen, die machen mich nervös. Ansonsten so, nö, gar nicht. Okay. Auch so draußen vloggen und so stört mich auch mittlerweile gar nicht mehr.
Das ist für mich das Normalste der Welt geworden. Am Anfang war ich ja auch ein bisschen nervös. Jetzt stelle ich mich mitten auf dem Flughafen, hole das Ding raus, bla bla bla. Und die Leute gucken immer, was du da machst. Mir scheißegal. Das ist passiert einfach. Ja. Also ich habe ja beruflich sowieso da viel mit zu tun und deswegen hat mich das eigentlich nie, das war mir egal. Also ab und zu ziehen wir auch Shows ab. Also wenn wir draußen für irgendjemanden eine Auftragsfotografie machen und dann da ein Model steht mit irgendwelchen Klamotten, die in Szene gesetzt werden sollen, dann machen wir ab und zu schon so diese Germany's Next Topmodel-Nummer, ne? Und das ist so Roleplay bei der Arbeit. Und, Moment. Das ist so richtig geil. Du meinst aber jetzt nicht das Roleplay, was jetzt war, was in der Zeitung stand, bei nee, das Heidi. Das meinst du nicht, ne? Du liest die falsche Zeitung, aber ich anscheinend auch. Also, ja, nein, das meine ich ja nicht. Ich hoffe offensichtlich nicht und das freut mich. Aber es ist schon ganz lustig, weil wie du die Leute verarschen kannst. Ne? Da baust du ein Set auf, hast ein paar große Scheinwerfer und dann haben wir uns T-Shirts gemacht, ja. Haben wir bei einem hingeschrieben, hinten so Art Director und was nicht alles. Und das stimmt alles gar nicht, das war einfach nur einer fürs Licht, ja. Also, und der hat sich dann immer da hingestellt und so, wenn die Zuschauer, da sammeln sich ja, wenn da so Models rumtoben, dann sammeln sich immer ein paar Menschen und so, ne? Und dann kam immer der wichtige Art Director, der hatte ja auf der Brust auch noch so schön seinen Namen, ne? Und der hieß Lichtmeister, ja, also völlig abstrus, aber die Leute glauben das und naja, jedenfalls, das macht immer Spaß, oder wenn man mal so in Hamburg eine Straße sperrt oder eine halbe Straße sperrt, meist eine halbe kannst du einigermaßen einfach kriegen und da eben, weil du da den Platz brauchst, ja, dann kommt ja sogar die nette Polizei und hilft dir dabei, ja, die stellen sich da hin und passen dann auf, dass alles gut ist. Und das ist dann immer so eine große Show, ja, dass die Leute immer denken, da passiert wer weiß was. Und das kann man natürlich roleplay-mäßig sehr geil aufbohren. Und da haben wir echt unseren Spaß dran. Obwohl wir eigentlich nur ein paar Fotos für einen Katalog gemacht haben. Ne? Also das ist schon lustig, wie man die Leute so verarschen kann. Und die freuen sich dann und wollen Autogramme und all so ein Scheiß. Ja. Ja, jetzt Wahnsinn. Weiß das jeder. Wow. Wollen wir weitermachen? Ja, wir also wie gesagt, ich war nie, das hat mich nie, also nie aufgeregt. Gerrit, du musst, glaube ich, noch, du hast gesagt, geantwortet, glaube ich, ne? Slappy, du? Ja. Ich hatte noch nicht geantwortet. Dann hau rein, Slappy, weil wir haben echt super viele Fragen. Wegen der Aufgeregtheit, ne, ja, war das. Ja. Kann ich auch kurz machen. Ich war die ersten 2 Monate mega aufgeregt. Du bist heute noch aufgeregt. Du machst manchmal. Du streamst ja immer 2 Wochen, nicht? Ja. Und danach bist du wieder aufgeregt. Und dann muss ich wieder erstmal aufgeregt sein, das stimmt. Ja. Es ist wie heißt das? Pedomobile? Perpetuum mobile. Perpetuum, genau. Ist das richtige Wort jetzt? Ja, das ist ein immer wiederkehrender Prozess. Wenn du das Teufelskreis bekommst, dann wirst du reich. Genau. Weil wir gerade beim Thema sind, was haltet ihr von Viewer-getriggerten Sounds im Stream? Ich bin der Erfinder davon. Möchte ich hier ganz kurz mal im deutschsprachigen Raum bin ich der Erfinder davon. Alle anderen haben das von mir abgekupfert. Das möchte ich hier erstmal ganz kurz erzählen, ja. Und bevor der D-Bot das überhaupt konnte, hat das bei mir mit einem IRC-Skript funktioniert. Und heute noch, okay? Also ich habe den Käse im deutschen Stream-Bereich erfunden. Und heute gefällt es mir nicht mehr, weil jeder Hinz und Kunst das hat. So, jetzt habe ich es gesagt. Ich habe es nicht erfunden, ich habe nur jemanden dazu gebracht, der das für mich erfunden hat und ich habe das dann erfunden. Sagen wir es mal so, okay? Also danke nochmal an dich, Snatzi, für die Erfindung und ein Dankeschön an mich, dass ich das rausgetragen habe. So, jetzt habe ich gesagt. Wow. Das finde ich auch eine schöne Frage von Zeroik. Also, haben wir die beantwortet, die Frage? Ja. Oder nicht? Ja, ich weiß nicht. Warum? Was haltet ihr davon? Also, das setzt ja die Frage impliziert ja eine Antwort, die eine Wertung abgibt. Ich habe da keine Wertung. Also weder ja noch nein, mir ist es egal. Also ich habe sowas nicht. Werde ich auch nicht einführen. Also ich wüsste jetzt nicht warum. Das ist nur Arbeit. Dito. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie das meinen Stream bereichern würde. Ich habe meine Sounds jetzt mittlerweile hier selber liegen, die ich mit dem Tastendruck abrufen können, die ihr bestimmt beim letzten Plankenschnack gesehen habt. Kam übrigens nicht so toll.
Aber eine tolle Idee, in dem Format, wo seit 17 Folgen kein einziges Soundboard drin ist, ein Soundboard einzuspielen. Da können wir alle mal für klatschen, für diese super tolle Idee. Klasse. Danke. Super, danke. Slappy, ich weiß schon, warum ich Regie mache. Danke. Aber du hast eine Frage gefunden, Gerrit. Hau rein. Ja, und zwar Zirorik Six schreibt, glaubt ihr, dass man sich als neuer Streamer bei Twitch ohne fremde Hilfe noch etablieren kann? Das haben wir auch fast jede Woche, die Frage. Okay, streichen. Und die Antwort, nee. Die Antwort ist ja. Ja, ne? Ganz einfach. Das ist wie die Frage nach dem Huhn und dem Ei, quasi. Du musst alleine anfangen. Und irgendwann kriegst du halt Hilfe. Oder auch nicht, aber ist halt wie im wahren Leben. Wenn man den richtigen die richtige Idee hat, beziehungsweise der richtige Typ ist. Letztendlich kommt es auf die, wie sagt man das so schön, Personality an. Also wenn man ein Typ ist, dann kannst du machen, was du willst, ist egal, dann gucken die Leute zu. Und wenn du kein Typ bist, und davon gibt es bei Twitch Millionen, dann guckt da eben keiner zu. Das ist einfach so. Also das muss man ausprobieren. Das weiß man auch vorher nicht. Diejenigen, die glauben, dass sie einer sind, ein Typ, sind es meistens nicht. Das sind eher die, die denken, sie können es gar nicht. Und ja. Also ich denke schon, dass das geht. Also ich fasse das kurz, die Antworten. Wie geht ihr mit Hatern um? Das hatten wir wirklich schon lange nicht mehr. Das war, glaube ich, letztes Mal in Folge 5 oder so. Das ist wirklich schon... Aber wir haben ja auch immer wieder Gäste. Das muss man ja auch immer dazu sagen. Ich habe keine, die ich sehe. Also die werden sofort weggebannt. Also ich nehme keine wahr. Also erhalte euch keine. Das machen meine Mods, da habe ich echt nichts mit zu tun. Die sehe ich gar nicht. Die sind so schnell weg. Ich kann ja nicht dauernd auf den Chat gucken. Die sind so schnell weg. Ich habe also faktisch keine. Ich glaube, ich habe gar keine. Ja, sie werden bei mir gebannt und dann lese ich sie nie mehr. Zu mir kommt keine mehr. Und dann kommen sie zwei, dreimal wieder mit anderen Namen und dann geben sie irgendwann auf. Slappy, mach zu Ende. Entschuldigung, ich wollte nicht reinhauen. Nee, ich habe gesagt, bei mir werden sie gebannt und dann ist vorbei. Dann lese ich sie nicht mehr. Bei mir kommt keiner mehr. Ja. Schon wieder, Mann! Ich denke, verdammt. Zu Ende kommt, Slappy. Wir harmonieren heute wunderbar. Wir haben vorhin schon so synchron vorgetragen. Ja, das stimmt. Nein, ich wollte nur noch sagen, Hater an sich habe ich, glaube ich, auch nicht wirklich. Also, keine Ahnung. Ich bin jetzt auch nicht so groß. Hater haben, glaube ich, dann eher schon die Leute, die für ein paar mehr Leute streamen. Also, ich habe viel zu wenige. Also, das meine ich jetzt todernst. Ich habe zu wenige, weil ich kann mich über... Das Ding ist halt, Leute, die bei mir zuschauen und ernst sind und mit mir Schabernack machen und Spaß haben, bei denen, die möchte ich nicht so an der Nase rumführen und durch den Raum jonglieren. Die Hater, die vorbeikommen, die kann man immer schön so durch den Raum jonglieren. Die kann man mit Wortwitz und sehr viel Ironie... schön vorne Wand fahren lassen. Und davon sind einfach viel zu wenige da. Und das ist halt... Das Problem ist ja, man erkennt das ja heute gar nicht mehr in der Kappa-Nation. Schreibt man einfach ein Kappa dahinter, was wird's nicht gemeint? Ja, weiß man ja halt nicht mehr so wirklich. Also ich hätte gern mehr. Ich glaube, ich habe welche, aber die sind alle still, weil sie sich nicht trauen. Manchmal, schätze ich, glaube ich. So kann man sich natürlich auch Selbstbewusstsein einreden, ja? Also, Dankeschön. Hau rein, Gerrit. Ich bin fertig. Ja, ich muss manchmal ich habe teilweise schon mit meinen Mods ja geschimpft, wenn die rausgeklatscht haben, einfach so. Weil ich mag das auch dann. Ich rede ja dann mit denen. Ganz ruhig und sachlich frage ich nach den Problemen, die du hast, mein Freund. Kann ich dir irgendwie helfen, ne? Ganz ruhig und sachlich und. Dann sage ich hier, komm doch erstmal hier rein, sag mal Hallo und weiß ich was. Und bei teilweise klappt das auch. Und sagen die Hallo, ja, entschuldige bitte und weiß ich. Aber du hast natürlich auch die richtigen Troller, wie Gerrit, der doof oder die sich einen Namen geben und sowas. Ne? Die schmeißt du natürlich direkt raus. Klar. Also ja. Ja. Gut, dann haben wir. Also bei uns ist das so, ja, anscheinend geht das halt so am Arsch vorbei. Ja. Gut. Was haltet ihr davon, dass wieder mehr Verfilmungen von Spielen gemacht werden?
Herr des Lichts segnet PS. Warte mal, der Herr des Lichts segnet euch alle. Ricuto, ohne sehen zu gucken. Ja, also richtig. Ja, richtig. Ja, okay. Ja. Ich weiß nicht, was ich von der Frage halten soll. Filme sind doch Filme, die haben doch nichts mit dem Spiel zu tun. Also ob das nur von einem Spiel kommt und verfilmt wird oder ob das einfach nur ein Film ist, ist doch Boogie Laddie, oder? Ich meine, Hitman war scheiße. War das Hitman? Ja, also Hitman war die letzte Jauche. Also möchte ich doch bitte, dass Hitman, der Film, nicht mit Hitman das Spiel zusammengebracht wird, weil Hitman des Spiels ist eine Spielereihe, die wundervoll ist und der Film war kacke. Also lass uns das doch einfach trennen, das Genre. Also ich sehe das immer so, das eine ist das eine und das andere ist das andere. Gab also einen Film von Hitman. Das wusste ich auch noch nicht. Ja, drei Stück. Doch, zwei Stück. Sind zwei? Geil. Zwei, ja, zwei. War das dieser Killer oder sowas? Mhm. Ja, ne? Okay. Ja. Einer war okay, der zweite war nicht so toll, Garak. Ja, stimmt, der erste war gut. Ja, der war so. Aber der Schauspieler auch besser. Ja. Hm. Aber trotzdem, habt ihr da irgendwie so, oder ist euch das auch egal? Egal. Egal. Okay, gut, also super. Was waren eure größten, nee, warte mal, Slappy? Ja. Egal? Was denn? Die Frage. Achso. Du solltest übrigens weniger im Plankenschnack in deinem Bad rumfummeln, weil irgendwie. Warum? Schon, weil du dann immer geistig, wenn du anfängst rumzukrabbeln, dann bist du immer geistig abwesend. Du krabbelst nee, ich denke, die letzten ich Gehirnzellen dann zu. Raus. Ich höre dann zu, ich war schon bei der nächsten Frage. Ach so, aber wie wäre denn die Antwort auf diese Frage noch? Dass es mir egal ist. Ach so, na super, also dreimal egal, viermal egal. Okay, klasse Antwort, wir sind super drauf heute, finde ich. Was war euer größter Schabernack, den ihr je gemacht habt? Den kann ich hier nicht erzählen, verdammt. Doch, bitte. Nee. Warum nicht? Nee. War das das, wo du der Frau... Ja. Erzähl mal, Nils. Doch. Nein. Doch, Slammy, das geht. Ach doch, nicht, jetzt hier nicht öffentlich. Na doch, dadurch... Also, das würde ich... Sonst nimmt mich doch keine mehr nach Hause. Doch, Slappy, das kannst du auf jeden Fall... Also, ich, ganz ehrlich, Slappy, ich stärke dir den Rücken. Du kannst zu mir immer wieder vorbeikommen. Ich stärke dir den Rücken. Ja. Du hast ja auch kein Bücherregal wahrscheinlich. Noch nicht, aber ich schaffe mir extra jetzt an. Okay, komm, Slappy, du hast angefangen. Du hast die Leute angeheizt. Ich war letztens auf einer Party, wurde mitgenommen von einer Frau und wurde offensichtlich nachts erwischt, wie ich versucht habe, ihr ins Bücherregal zu pinkeln. Kannst du das nochmal wiederholen? Ich habe einer Frau betrunken ins Bücherregal gepinkelt. Unglaublich. Oh, scheiße. Slammy, das darfst du bei mir jederzeit tun. Wenn ich dich dabei erwische, wie du mir ins Regal kackst, kriegst du bei mir einen Oscar. So eine Moves finde ich persönlich richtig geil. Das sind so Sachen im Leben, die muss man mal gemacht haben. Ja. Das war der größte Schabernack, an den ich mich gerade erinnern kann. Oh, herrlich. Wow. Oh. Bei Fäkalien bin ich immer so, da bin ich richtig in Laune. Oh. Jetzt stell dir mal vor, du kommst da rein und der sägt dir da ans Bücherregal. So ist das, wenn man betrunkene Männer mit nach Hause nimmt. Ja, Frauen, nehmt euch kommt dann vor. Na. Jetzt stellst du natürlich die Frage, hast du das vor oder danach gemacht? Ach, komm. Fangen wir damit nicht an. Das Revier ist markiert und damit hat sich die Sache... Wow. Ach so, das wollte das... Garak, du hast bestimmt eine ellenlose lange Liste, oder? Überhaupt nicht. Ich bin total schabernackslos, echt. Echt? Ich wüsste, also... Mir fällt echt nichts ein, muss ich sagen. Ich habe die ganze Zeit schon überlegt, seitdem die Frage gestellt wurde, aber irgendwie... Nee, da bin ich ein ganz harmloser.
Naja, außer mit der Buttersäure vielleicht. Aber ansonsten, nee, also wie ich vorhin schon erzählte, Schule, Buttersäure, aber nee, sonst nicht. Also ich bin da, ne? Also da bin ich ja langweilig. Ich habe viel gemacht, aber so den besten, größten Schabernack? Wüsste ich auch nicht. Würde mir jetzt auch auf die Schnelle nichts einfallen. Hast du noch einen, Gerrit? Nein. Nein, echt nicht, wirklich nicht. Ich war eigentlich so als Kind, jugendlicher, junger Mann immer normal. Ich habe nie so groß Scheiße gebaut oder weiß ich was, in Bücherregale gesägt oder sowas. Mir fällt noch eine Geschichte ein, falls euch nichts einfällt. Noch ja, eine? Ja, stimmt. Ja. Du kannst auch. Die ist aber schon ein bisschen her. Das ist zum Glück schon verjährt. Da haben wir uns nämlich auch ein bisschen wahrscheinlich, fällt unter Diebstahl wahrscheinlich. Wir waren halt unterwegs mit Freunden, irgendwie zu dritt oder zu viert oder so. Waren halt, ich weiß gar nicht, ob das jetzt gerade Weihnachtsmarktzeit war oder so, aber wir waren schon gut dabei. Gut, dass jetzt hier schon nach 11 ist. Und dann sind wir halt irgendwie, musste irgendwer zur Toilette und dann sind wir in ein Café gegangen und die waren da gerade eigentlich schon dabei zuzumachen. Und vor diesem Café, das war hier in Dortmund, falls das jemand kennt, das ist so eine Halle, also quasi vor dem Café war noch in der Halle und da stand in der Halle standen so Sofas rum. Und im betrunkenen Leichtsinn haben wir uns überlegt, hey, lass uns doch mal ein Sofa klauen. Was? Und dann haben, weil gerade da keiner war, haben wir halt zu dritt angepackt, Tür auf und raus. Und dann haben wir quasi zu dritt durch die komplette Stadt an der Polizei vorbei, mitten in der Nacht, drei Betrunkene, ein Sofa durch die Stadt getragen. Man muss übrigens dazu sagen, dass Slappy polnische Vorfahren hat und auch immer noch bei ihm im Haus. Das erklärt vieles, ne? Ja, sowas machen nur Polen. Ja. Wow. Kein Vorurteil, ihr habt es gehört gerade. Ja, nee, ist schon so. Die anderen beiden waren allerdings hatten keine polnischen Wurzeln. Und ich war aber auch eigentlich nicht derjenige, der das angezählt hat. Aber ich habe auch so einen Schabernack. Aber das ist dann, bei uns in der Stadt muss man sagen, klaute man sich Fahrräder untereinander. Die haben immer gewechselt. Ja, die haben wie die Frauen auf der Reeperbahn immer gewechselt. Und, wir hatten ja nichts. Wir hatten nichts, richtig. Und der eine hatte das Ostfahrrad einen Monat und dann der andere. Und mein Fahrrad haben sie geklaut damals am Strand. Samt den Fahrradständer. Und dann bin ich hin zum Schild, weil ich sauer war. Ich war nicht besoffen. Ich habe das ganze Schild aus dem Boden rausgeruppt. Hab das durch das Schloss gezogen und bin mit dem anderen Fahrrad, was dort an dem Schild dran hing, bin ich nach Hause gefahren, weil ich etwas wütend war. Nee. Ja. Und 2 Monate später kam ein Kumpel zu mir. Du, Dissingen, du hast mein Fahrrad geklaut. Kann ich das wieder haben? Ich sag, ja, ich hol's aus dem Keller. Hier hast es. Scheiße. Und so ging das bei uns aber nur damals. Also, man hat sich quasi untereinander die Fahrräder geklaut, ja. Also, daran kann ich mich noch erinnern. So, das war Schabernack, ja. Wow. Oh, je. Ich glaube, manchmal wissen die Leute besser Bescheid über mich als ich selber. Ja. Ja. Ich lese das schon im Chat. Gerrit, soll mir die Stichwörter geben, was du schon für Scheiße gemacht hast? Frühstückstüte. Was für ein Ding? Frühstückstüte. Frühstückstüte. Sehe ich gerade. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Oh nein. Oh, ich weiß, was der meint. Leck mich am Arsch. Nein, das kann man keinem erzählen. Oh, ja, komm, also Slappy, sein Ding kannst du nicht mehr toppen. Das geht nicht. Oh, das höre ich häufiger. Das könnte gut möglich sein. Pass auf. Okay, okay. Das war das erste Mal Sex, was ich hatte. Das war, glaube ich, 13, 14, ich weiß es nicht mehr. Und Freundin bei mir zu Hause. Ich hatte so eine kleine Couch. Und Licht alles aus, wie das halt früher so war. Ne? Und Mädchen, also hier XY, willst du mit mir schlafen? Ja, möchte ich auch und sowas alles. Ne? Jetzt kommt das Problem auf, keine Kondome. Ja, ohne Kondome bist du erzogen, machst du es nicht. Was macht man? Ja, Gerrit, der doof, auf die Idee gekommen. Meine Mutter hat doch in der Küche in der Schublade Frühstückstütchen. Ne? Diese durchsichtigen. Ne? Ja.
zwei Gummis, ne? Genommen, Einmachgummis oder was das waren. Ja. Das war so. Das. Du hast dir früh. Du hast hier Frischhaltefolie um den Löhres Frühstücksbeutel. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, Herr Slapsticker. Ja. Aber man muss ja auch dazu sagen, die Frühstückstüten zu der Zeit damals waren auch gut gefettet, ja? Ja, das weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Das kann ich dir in Schutz nehmen, kann ich mich noch dran erinnern, die sind gut gefettet. Also nicht, dass ich das selber gemacht habe, ja, aber. Aber das könnte man schon unter Schabernack verbuchen, ja, aber ein ganz kleiner ist das. Ja, ne? Ja. Mhm. Mhm. Ja, mit 14, 15 ist das noch ein kleiner Schabernack, wenn du verstehst, wie ich meine. Nein, ich sag, wow. Wow, der war tief, der war wirklich tief. Der war gut, der kam schleichend. Ja, der kam richtig schleichend. So zwei Sekunden später kam der bei mir. Wollen wir eigentlich weitermachen oder bleiben wir? Ja, machen wir weiter. Wir ändern das Thema, oder? Habt ihr schon mal beim perfekten Dinner mitgemacht? Keine Ahnung, was das kennt einer, das perfekte Dinner? Mhm. Was ist das? Aber nein, habe ich nicht. So eine Sendung, wo. Ich weiß, das war meine Ex-Freundin, das immer geguckt hat. Zur Verteidigung. Da trifft sich. Das ist eine Gruppe aus 4 oder 5 Leuten jetzt oder so. Mhm. Und. Jede Woche, jeden Tag über den Verlauf einer Woche gehen die immer zu einem, kochen da, dann gehen sie zu dem anderen, kochen da und essen und so weiter und dann geben die Noten und bewerten, wer besser gekocht hat und so und das ist aber eigentlich so eine, naja, es ist eine der noch angenehmeren Reality-Shows, sage ich mal so. Ich würde das aber so gerne mit Streamern machen. Jetzt habe ich eine Schreibung auf. Das wäre lustig, das stimmt. Jetzt hast du schon das Roleplay-Spiel, Dinner. Ja, aber das sind halt Sachen, verstehst du, wir sind halt noch Menschen. Wenn ich jetzt zu dir sage, Gerrit, pass auf, Sonntag komme ich zu dir, du kochst für mich. Ja, und dann andersrum ist genauso cool. Bei Gerrit kriegst du aber alles nur in Frühstücksbeutel eingepackt. Den war nicht lustig. Warum hast du das wieder erzählt? Boah, aber das kann ich mir schon vorstellen, dass das cool ist. Aber nee, ich habe auch noch nicht teilgenommen. Coming soon. Aber das wäre auch eine geile Sache. So mal kochen, so mit so 3-4 Mann, weißt du? Mhm, das wäre schon mal was Geiles. Ja, das wäre was Geiles, ja. Ja, ich mache das regelmäßig. Das Kochen? Ja, auch mit anderen im Stream. Achso, okay. Mhm. Hast du schon mal, Gareth, sowas gemacht? Nee. Zählt das, wenn man das privat gemacht hat? Wir haben das nämlich 6 Jahre im Studium zu Weihnachten gemacht. An allen Weihnachtsfeiertagen. Da haben wir gekocht und dann halt immer 3 Freunde von uns. Und dann an allen Weihnachtsfeiertagen. Das haben wir. Gab's einen Gewinner? Außer die Bäuche. Die sind dicker geworden, die haben gewonnen. Ja, dann. Weiter? Mhm. Wie steht ihr zum Rauchen, Dampfen vor der Cam? Meine ich. Ich rauche nicht. Jo. Jo, Masse. Ja. Ja, ich nicht. Also ich rauche auch wirklich nicht nur im Stream nicht. Also ich bin nicht Raucher. Also ich rauche nicht im Stream. Das ist, keine Ahnung, also mittlerweile sage ich mir, dass es nicht egal ist, weil das sind so Themen, weiß ich nicht, das muss man nicht hypen. Siehe, wenn jemand zum Beispiel mit der Shisha oder so sitzt, was die Leute dann über Shishas reden und die sind dann halt 13, 14 und das ist so die einzige Sache, wo ich mir denke, okay, das ist uncool. Bei erwachsenen Menschen mache ich mir nicht so große Sorgen. Aber da ich nicht weiß, wer mir zuguckt, mache ich es einfach aus die Cam. Wobei das manchmal echt anstrengend ist. Mittlerweile. Ja, ich hab's einfach. Ich rauche zwar, aber immer nur so wenig, dass ich auch 8, 9, 10 Stunden streamen kann und nicht das Bedürfnis verspüre. Ja, dann stellst du aber die Frage, warum rauchst du überhaupt? Wollte ich auch gerade sagen. Das ist eine gute Frage, aber nö. Dafür mag ich es dann doch wieder. Ah, okay. Ja, aber eine Kippe oder 2 am Tag. Ja, ich habe mir eine Raucherlunge angeguckt. Ne? Eine Raucherlunge. Das ist unglaublich.
Gehe ich als Raucher durch, wenn ich 2 Zigaretten am Tag rauche? Nee. Ja, gut, ich denke aber auch, das ist ein Thema Rauchen vor der Cam oder weiß ich was. Das ist so eine Never-Ending-Story, glaube ich. Da könnte man auch sagen, warum trinkst du Bier, kein Alkohol vor der Cam und weiß ich was alles. Da gibt es ja unzählige Sachen. Ne? Ich denke mal, das ist so eine Never-Ending-Story. Da müsste jeder, glaube ich, für sich selber vereinbaren. Das siehst du halt beim Richard Hammer zum Beispiel. Der raucht halt Zigarette im Stream und ganz schön viel. Hm. Und bei dem wird halt ständig im Chat geschrieben, Rauchen ist schlecht und so. Und das sind dann mal eher dann Trolle. Also er hat jetzt heute zum Beispiel, habe ich ein bisschen zugeguckt, hat er versucht, den Leuten so ein bisschen mehr Leine zu geben und nicht sie direkt zu bannen, nur weil sie schreiben, Rauchen tötet oder so. Aber dann hören sie halt auch nicht mehr auf. Also es ist auch von der Chat-Umgebung ist es, glaube ich, schon angenehmer, es nicht zu tun. Aber das ist, glaube ich, scheißegal, was du machst. Selbst wenn du dich hinsetzt von der Seite und das sieht aus, als wenn du popelst, quatscht ja einer ein Klavier ans Bein. Ja. Weil jeder muss ja den Affen im Zoo sagen, was er zu machen hat. Und so fühlt sich das manchmal an, egal was du machst. Ob du nur vor der Kamera furzt oder rülpst oder was auch immer. Also. Also gegen Furzen vor der Kamera habe ich nichts. Nee, Bart hat nicht so. Nee. Das kannst du mal nicht springen. Was? Furzen vor der Cam? Ja, furzen. Du kannst ja keine Blicke. Nee. Warum? Was nee, das wär mir peinlich. Na, wenn der. Passiert ja nun mal halt, wenn aus Versehen mal so. Verstehst du? Also so schlimm wäre es ja nicht, sage ich mal. Ja, gut, nein. Frauen passiert das einfach nur mal so. Ach so. Na, Männer sind da anders, ne? Ja, gut, das ist halt. Das Ding ist halt, du bist halt zu Hause. Du musst dich ja auch, verstehst du? Und dann. Ja. Also, mir passiert das ab und zu mal, nicht mit Absicht, aber ich mach das halt immer, das ist so. Und dann ganz leicht so. Und anschließend machst du so, ne? Wow. Oh, das war gut. Hoffentlich hat das keiner gehört. Du kannst dich ja nicht hinsetzen. Und das dann noch so zelebrieren, ja. Ich meine, das wäre mein, das würde ich gerne tun, aber ich weiß, wie das im Internet halt ankommt. Das geht nicht. Dann ist es halt die andere Variante, der Damenpüpser. Das Internet halt. Ja, richtig. Wir haben noch zwei, drei Fragen haben wir noch. Ich meine, es ist auch mittlerweile schon halb zwölf schon wieder. Wir drehen komplett durch. Echt schon wie? Halb zwölf? Was habt ihr für Ziele als Streamer und welche Games haben euch am meisten geprägt? Die Frage kommt recht häufig. Also, Gerrit, mach du als erstes. Ich bin immer die arme Sau hier. Ja, wir haben das halt alles schon, ne? Achso, was steht da? Was so Ziele habt ihr als Streamer und welche Game hat euch am meisten? Was heißt geprägt? Was heißt prägen? Na, was am meisten halt dir gebracht hat oder dir, was du am meisten mitgenommen hast. Ich finde das immer schön, wenn du das erklärst, weißt du das? Ja? Reingefallen. Richtig. Du bist ein ganz schönes Arsch. Ja, das weiß ich, sagt meine Frau auch immer. Welches Game hat mich am meisten geprägt? Arma. Ich wollte jetzt noch einen drauflegen, aber mach ruhig. Arma. Arma das Nütchen. Die Rolle des Nütchen. Ja, 30 Euro, halbe Stunde. Ja, das Nütchen hat mich am meisten geprägt, auf jeden Fall. Ja, der Charakter. Was für Ziele? Ja, puh, weiß ich nicht. Man 40 Euro, halbe Stunde. Ja, 32 wäre auch schon okay. Das sind zwei mehr als 30, ne? Ja. Das wäre auch schon schön. Nee, so Ziele, weiß ich nicht. Große Ziele setze ich mir nie, immer lieber so Step by Step, so kleine Sachen. Wüsste ich nicht. Ich lasse meistens alles auf mich zukommen. Ja. Ja, und als Prägung war halt Arma 3, Nütchen, ja. Genau. Wollen wir da auch noch kurz was zu sagen, oder? Da. Ocarina of Camelot. Ocarina of Time. Aber das weiß ja jeder. Ja. Keine Ahnung. DayZ, weil DayZ gibt es nämlich bald ein Revival, wenn die Stable wieder da ist. DayZ ist ein schönes Spiel. Ah, ja, es läuft jetzt vernünftig. Wenn es funktioniert. Jetzt läuft es vernünftig. Jetzt habe ich das gesuchtet. Ich freue mich drauf, ja. Aber DayZ war es ja.
In DayZ hatte ich meinen Durchbruch. Durchbruch. Oh Gott, ich habe gerade gedacht, hier ist so eine schwarze Stelle, dass ich mir gegen das Mikrofon gesabbert habe, aber weil ich hatte nämlich beim Reden aus Versehen, Entschuldigung, dass ich das jetzt erzähle, aber mir ist halt so, naja, den Rest könnt ihr euch denken. Welche Entwicklung von Twitch seht ihr? Oh, die Frage haben wir auch schon x-mal beantwortet. Was für Neuerungen wünscht ihr euch? Das haben wir auch. Plankenschnack 3 oder 4. Plankenschnack 3 oder 4, ja, sage ich auch. Ich weiß nicht, Gerrit, wenn du noch mal möchtest, das sind halt so. Würdet ihr zurückblickend als Streamer etwas anders machen, beziehungsweise heißt das, ne? Ja, richtig. Schämt ihr euch für etwas? Ich würde als Streamer niemals die Bücherregalgeschichte erzählen. Rückblickend, ja, sagst du? Rückblickend, ja. Zu spät. Retrospektiv. Ich persönlich würde schäme mich für gar nichts. Nein, auf gar keinen Fall. Und ich würde nichts anders machen als jetzt, wie ich es gemacht habe. Gar nichts. Überhaupt nichts. Weil es ist schön, so wie es ist. Und ja, ist halt so. Passt. Ja, ich würde nichts anders machen. Kein Fall. Nein. Nö. Ich bin auch zufrieden. Das entwickelt sich eh mit der Zeit. Ja. Man wird eh, wenn einem was nicht passt und man seinen Stream liebt, entwickelt man sich eh weiter. Denke ich. Ja. Und Scham legt man sowieso irgendwann ab. Bei allem. Ja. Das bleibt sonst nicht aus, ja. Ist das ungesund. Okay. Karak, du, irgend noch was? Nee. Nö. Du hast Antworten mit Plankenschnack 1 bis, okay. Ja. Das hatten wir auch. Okay, wer hat von euch Teletubbies geschaut? Ich glaube, wir alle haben keine Teletubbies geschaut, weil wir draußen waren. Nee, weil wir zu alt waren. Oder zu alt. Zu alt. Und zu intelligent wahrscheinlich? Ja. Naja, oh, komm. Entschuldigung. Was haltet ihr von Virtual Reality Technologie? Plankenschnack 15, 16 ist meine Antwort dazu. Die habe ich nicht gesehen. Ich halte nichts davon. Ich halte sehr viel davon. Ich habe jetzt echt, ich wollte nichts davon sagen und wollte euch beide eigentlich jetzt, wie denn jetzt hier? So, nein, so! Die beiden wollte ich jetzt einfach so sich austoben lassen. Aber hey, super Antwort wieder. Ja, ich halte sehr viel von. Ist halt wie 3D-Fernseher, die sich auch nicht durchsetzen. Also es ist so ein, ist ganz nett, aber es gibt ein paar so, die verblendet sind und glauben, dass das der Hype ist. Aber es wird ein kurzzeitiger Hype sein. Ich glaube nicht, dass sie sich durchsetzen. In 10 bis 15 Jahren, vielleicht erst in 20 Jahren, werden dann richtige VR-Sachen kommen und die werden sich dann durchsetzen. Aber ich glaube, es ist noch zu früh. Hattest du eine auf schon mal? Mhm, genau, deswegen. Ja. Das ist okay. Der größte Müll ever. Dann bist du der erste Mensch, den ich höre, der das schon mal aufhatte und sagt, dass es Kacke ist. Ja, das ist Mist einfach. Viel zu viel Geld für viel zu wenig. Ich glaube, dass also in den nächsten 5 Jahren, ich glaube, es ist schon ein neues Medium, was da gerade auf den Markt kommt. Ich glaube, das wird sich schon durchsetzen. Ja, hat man von 3D-Fernsehern auch gesagt. Nee, hat man nicht. Kein Mensch hat 3D-Fernseher. 3D-Fernseher waren schon immer wie Wimmelbilder irgendwie, die du so halt drehst und dann hast du zwei verschiedene Bilder. Ja, die Technologie ist nicht, ich meine nicht, dass die Technologie das gleiche ist, sondern es ist einfach vom Thema her. Nicht jedes Ding, nicht jeder heiße Scheiß, der durchs Dorf getrieben wird, ja, setzt sich durch. Und bei den VR-Sachen glaube ich das auch. Aber ich glaube, VR mit 3D-Bildschirm zu vergleichen, ist, glaube ich, zu weit hergeholt. Das ist was ganz anderes. Bei 3D-Bildschirm hattest du einen kleinen Effekt, an den du dich nach 5 Minuten gewöhnt hast. Bei Virtual Reality bist du halt wirklich drin. Also du Musst halt das, du verstehst mich falsch. Ich mache das nicht an der Technik fest, sondern an dem Thema selber. Es ist einfach nicht reif genug. Es ist nicht weit genug. Dann könntest du das Gleiche ja jetzt über selbstfahrende Autos zum Beispiel sagen. Denkst du, dass selbstfahrende Autos sich auch nicht durchsetzen werden? Nicht in den nächsten 5 Jahren. In 20 Jahren. Das nicht, ja. Und in 20 bin ich auch nicht ganz sicher. Das wird noch länger dauern. Nur das, ja, okay. Ich glaube schon, dass es sich durchsetzen wird. Ja, ist ja auch in Ordnung. Und auch in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Ich glaube schon, dass Leute, sobald es zumindest ein bisschen billiger wird und das nicht mehr Early Adopter-Zeug ist, so wie es jetzt halt gerade noch, dann glaube ich,
Zumindest wenn also ich glaube, es ist wie bei den 3D-Fernsehern, es ist was für die Minderheit. Also es wird nicht ein Massenprodukt werden. Also es kann auch eine größere Minderheit sein, meinetwegen, aber es ist nicht ein Massenprodukt. Ich glaube nicht, dass der Casual Gamer sich so ein Ding kauft. Ja, okay. Darauf kann ich mich einigen. Denn so, und irgendwann wird es sich, natürlich, irgendwann wird es definitiv kommen. Ja. Das ist klar. Aber ich glaube, jetzt sind die Dinger einfach noch viel zu schwer, viel zu klobig, viel zu groß, nicht schick genug. Also das, ja. Schwer sind die, glaube ich, gar nicht mal mehr so. Ich glaube, der einzige Nachteil, den ich dabei jetzt gerade noch sehe, ist tatsächlich die Kabel. Es ist nicht kabellos. Ja. Das ist, glaube ich, das größte Problem. Das größte Problem ist, dass du so einen Scheiß im Gesicht hast. Ja. Naja, du hast ja nichts im Gesicht. Du siehst es ja nicht. Du hast einen Scheiß im Gesicht. Das drückt dir doch auf Gesicht. Und wenn du so ein Mopsgesicht hast wie ich, dann ist das nicht hier mit Wangenpressen sich einfach ran, weil Fett schiebt, verstehst du? Und dann sehe ich halt aus, als hätte ich eine Taucherbrille aufgehabt. Ich habe ein Ding auf dem Kopf. Jetzt schon. Was? Das stört mich auch nicht. Ja, mein Headset. Ja, herzlichen Glückwunsch, aber das drückt wohl nicht von vorne, wo du siehst, du Pfeife. Nee, aber es drückt von oben. Das macht doch aber, das drückt von vorne, verstehst du? Deine Augen. Deine Peripherie, die du benutzt. Die implementieren dir da nichts in die Augen. Ja, aber das drückt doch auf deine Hamsterwangen, verstehst du? Ja, und mich stört das. Da wirst du dich doch genauso gewöhnen wie bei einem Headset. Ein Headset musst du dich auch erst gewöhnen. Ich habe auch nie eine Taucherbrille getragen, weil mich das nervt. Das geht nicht. Das ist so. Das ist ein Grund für mich. Nee. Wir reden in 5 Jahren drüber. Ja. Wenn das in meiner Brille dann drin ist, dann können wir drüber reden. Ja, genau. Ja, dann geht das. Gerrit, du wolltest noch was sagen? Nee. Jetzt hab gerade erst kapiert, worüber ihr die ganze Zeit darüber gesprochen habt. Na, welche Realität? Ja, ich wusste das nicht. Du hast gerade mit der das so gemacht hier und da wusste ich erst, worüber die reden. Aber es wird lustig, wenn man dann die Streamer alle nur noch mit der Brille rumsitzen sieht. Da habe ich ja beim letzten in dein, weiß nicht, Cardboard oder Samsung Gear reinstecken und dann dadurch zugucken. Natürlich, Slabby, das ist eine wundervolle Idee, wenn sich nachts einer ins Bett legen will und einfach nur beschissen ein bisschen Stream gucken will, schnallt er sich nochmal so ein Gurt um und knallt sich dann die Brille rein, damit er ja deinen VR-Stream gucken kann. Guten Morgen! Sieht, überträgt die und du kannst dir dein Handy in deinen Cardboard oder Samsung Gear reinstecken und dann dadurch zugucken. Natürlich, Slabby, das ist eine wundervolle Idee, wenn sich nachts einer ins Bett legen will und einfach nur beschissen ein bisschen Stream gucken will, schnallt er sich nochmal so ein Gurt um und knallt sich dann die Brille rein, damit er ja deinen VR-Stream gucken kann. Guten Morgen! Ja, ehrlich, ne? Also, wer guckt sich schon andere Leute beim Spielen zu? Willkommen im Zauberland, Peter Pan. Hättest du noch einen Wunsch frei, dann wedel mit der Rute. Die kleine Fee wird's für dich erfüllen. Vor 10 Jahren hätte jemand genauso das Gleiche gesagt, wenn du ihm gesagt hättest, es werden alle Leute vorm Bildschirm sitzen und sich Videospieler angucken. Nee, also ich war schon immer optimistisch. Ich wollte schon immer Streamer werden. Als ich geboren wurde und mein Papa mich gefragt, was willst du werden, habe ich gesagt, Streamer! Schaff Internet an, Mange. Komm ran. Regel das mal. Well. Nee, aber das mit zu Hause, also Slabby, pass auf, um mal mit dir auf ein Nenner zu kommen. So, die Brille, cool, kann ich mir nicht für lange vorstellen. Mag lustig sein, so Achterbahn fahren und so, aber zu Hause das Ding anschnallen? Nee, Mange, das kannst du vergessen. Ich schnall mir doch nicht mein Handy vor der Mütze, damit ich in den Stream gucken kann. Ja, du nicht. Nee, du vielleicht. Du streamst ja. Du vielleicht, ja. Aber dir brennt ja auch in der Hinsicht der Schlimme. Du gehst ja voll sicher. Du hast sicher. Ja auch einen Steam-Controller. Ja. Ja. Der ist auch ein bisschen verschraubt nur. Also benutzt du gar nicht mehr, oder was? Nee, momentan spiele ich kein Spiel, wo es passt. Ach so, das ist natürlich schade, ja. Aber mit dem kannst du doch alles machen. Nö. Doch. Wie? Ja, ist doch angeblich, du kannst doch Mausbewegung, kannst alles machen. Ist doch cool, kannst doch jedes Spiel. Also ja. Aber ich spiele ja jetzt momentan nicht von der Couch und Elite Dangerous, was man damit zum Beispiel viel besser spielen kann, spiele ich auch nicht gerade. Ach so, okay. Ja. Okay. Ich dachte, du hast irgendwie eine Krise mit ihm oder so. Nein, wir verstehen uns immer noch wunderbar. Gut. Wir haben noch 2 schöne Fragen. Könnt ihr abrupt mit dem Stream aufhören und nicht mehr weitermachen oder wäre es schwer für euch? Die Frage ist echt cool. Was? Welche?
könnt ihr abrupt mit dem Stream aufhören und nicht mehr weitermachen oder wäre es schwer für euch? Ja, ich mach das ja immer mal wieder. Ja, so, doch, könnte ich von heute auf morgen. Hab genug anderen Kram. Also, das wäre nicht schwer für mich. Also, ich würde einfach aufhören. Also, das wird auch irgendwann passieren. Ich würde irgendwann von heute auf morgen Geschichte sein. Und dann mache ich halt was anderes. Also, ich habe sowieso so viel im Kopf und so viele Ideen und mach und tu. Und ja, also, nee, das würde mir, glaube ich, nicht schwer fallen. Gerrit, du hast bei VR nichts gesagt, du bist dran. Okay. Ja, ich glaube, ich könnte auch aufhören, aber sehr, sehr schwer. Ja, sehr schwer, weil mir das alles fehlen würde. So dass das Lesen, was die Community schreibt, was der Chat so vorgeht. Ich merke das schon montags, wenn ich meinen Ruhetag habe, dass mir da irgendwas fehlt. Ne? Keine Ahnung, ist ganz komisch. Kann man eigentlich auch gar nicht beschreiben. Das würde mir, glaube ich, sehr, sehr, sehr schwer fallen. Ja, nicht mehr zu streamen. Also ich kann mir das auch nicht ohne vorstellen, weil dann hätte ich ja gar kein Geld auf dem Konto. Das ist ja mein Job. Na gut, du bist ja Vollzeit, ne? Ja. Also ich kann's mir jetzt gerade im aktuellen Zustand nicht vorstellen, nicht zu streamen. Und ja, ich bekenne mich, ich bin ein Stream-Junkie. Es würde nicht ohne gehen. Nee. Also selbst an beschissenen Tagen macht Stream Spaß. Es geht nicht ohne. Ich habe 1,5 Wochen nicht gestreamt. Ich habe mir das nicht anmerken lassen, dass mir das fehlt. Aber ich komme mit dieser ganzen Freizeit nicht klar. Echt? Nee. Ich kann nicht draußen auf der Terrasse, wie geht das so auf den Sack, draußen auf der Terrasse sitzen und nichts zu machen, das kann ich nicht. Also wie gesagt, bei mir, mein Tag ist aufstehen, arbeiten, schlafen gehen. Freizeit ist eine halbe Stunde auf dem Handy rumgurken oder dann noch ein Factory-Reset machen und dann einschlafen, aufstehen und weiter. Ich kann das nicht. Also bei mir ist wirklich, wenn ich frei brauche, dann so 2-3 Tage, aber dann ist wirklich Akku komplett blank, dann geht gar nichts mehr. Mhm. Ansonsten, das geht bei mir nicht, ne. Und ohne Stream, ne, geht nicht. Okay. Ich bin da ein bisschen gediegener. Ich habe manchmal einfach keinen Bock. Und da sieht den Stream auch aus. Aber ich finde das jetzt nicht schlimm. Halt ein Hobby, ne? Manchmal hat man halt keinen Bock aufs Hobby. Dann lässt man die Gitarre halt mal stehen. Mhm. Ja, wobei das so ein bisschen, finde ich schon so ein bisschen, also, das ist eine schwierige Sache, ne? Du hast ja auch eine Community, also, Und letztendlich, das ist so eine Abwägung, ne? Also, ich sag mal, so wie El Diablo im falschen Chat geschrieben hat, der das bei Twitter machen sollen. Aber ich glaube schon, es macht einen Unterschied, und da hat er recht, wenn man gezwungen wird, jetzt aufzuhören. Also jetzt sagt dir Twitch hier, du darfst jetzt hier nicht mehr senden, weil du bist doof, ja? Das würde mich, glaube ich, stören. Also das wäre dann der falsche Zeitpunkt. Wenn ich aber keine Lust mehr habe, habe ich halt keine Lust mehr. Und dann höre ich halt auf. Und weil ich lebe nicht davon und bin auch froh, dass ich es nicht tue. Und ja, und dann würde ich halt aufhören. Aber wenn das jetzt der falsche Zeitpunkt wäre, weil irgendein anderer oder ein Dritter oder was auch immer, jetzt musst du aufhören, das wäre schon ein bisschen blöd. Also das wäre nichts. Aber wie gesagt. Je öfter man darüber redet, desto beschissener fühlt man sich. Ja. Mhm. Jeden Sonntag, also es war noch keiner hier, der Fulltime streamt. Noch keiner. Es fühlt sich scheiße an. Weil irgendwann, also eben gerade, währenddessen Garak gesprochen hat, ging so, weil Garak wieder gesagt hat, ich würde es nicht machen, geht so durch deinen Kopf, oh ja, ja, geil, nächsten Monat, wenn dann alle wieder weg sind oder so. Und dann sitzt du da, was machst du hier eigentlich für einen Scheiß? Geh und such dir einen Job oder so. Und es ist jeden zweiten Sonntag ist das dasselbe. Tatsächlich. Ja, ohne Witz, Leute, ja, jeden zweiten Sonntag sitzt du hier und dann hast du so den Gedanken, warum bist du eigentlich der einzige Vollbobby, der das macht? Ja, aber du hast doch einen Job, das ist doch dein Job. Du bist Künstler, ja. Unterhaltungskünstler. So, und das ist doch ein legitimer Job wie jeder andere auch. Auch ja. Wenn viele Twitch-Zuschauer das
ich sag mal, die Frage kommt ja auch sehr oft, sag mal, hast du auch was Richtiges gelernt, ja? Weißt du? Ja, ja. Die ja unterschwellig und impliziert, dass das, was du da machst, völliger Bullshit ist, ne? Denk doch an deine Rente, bla und so. Du weißt ja, wie das ist. Und die Leute begreifen aber nicht, dass das ein Job ist, ein richtiger Job, wie jeder andere auch, ja? Und das wollen viele aber nicht verstehen, weil Spielen ist halt Spielen, ja? Und nur, dass Streamen eigentlich anstrengend ist und eine ganz normale Arbeit ist, die allerdings Spaß macht, ja, sonst würde man das, glaube ich, kaum machen. Also ich kenne keinen Streamer, der das hauptberuflich macht, voll, ne? Mhm. Der keinen Spaß dran hat, weil das funktioniert nach meiner Meinung nicht. Mhm. Selbst ein Gronkh, ja, der hat totalen Spaß, der ist ja in erster Linie kein Streamer, aber wenn man den mal dazu zählen würde, oder Lyric, bei dem merkst du richtig, dass die Spaß an dem haben, obwohl sie die Taschen mit Millionen voll haben. Ja, die haben ausgesorgt, die müssen nie wieder arbeiten. Aber trotzdem machen sie das jeden Tag, stundenlang und länger als jeder der Zuschauer. Die arbeiten länger als jeder der Zuschauer. Ja, die arbeiten 12, 14, 16 Stunden am Tag, obwohl sie die Taschen voll haben, weil sie da Bock drauf haben. Und das ist eine völlig legitime Sache, sowas als Beruf. Ne? Warum nicht? Es ist ja nichts anderes. Ich meine, ich streame doch, also wenn ich jetzt Berufsstreamer wäre quasi, ja, ich würde doch lieber streamen als bei RTL bei Bauer sucht Frau mitmachen. Ja? Also ich meine, es haben ja auch Leute als Beruf, ja, und Talkshow-Besetzer oder wie man sie nennen soll oder so, keine Ahnung. Oder eben irgendwie die Nachrichten anzusagen im Fernsehen auf irgendeinem RTL 2 oder so. Ja, ich meine, das sind doch auch ganz Nachrichten. Ja, also das ist doch, also ich weiß nicht. Ne? Und dann doch lieber streamen, ich weiß nicht. Das ist halt ein normaler Job. Aber es fühlt sich trotzdem manchmal so, wenn man im Rudel ist, komisch an. Also, das ist halt, wenn du, wenn so diese, man hat ja auch ernste Themen, über die man redet. Und du sitzt halt immer da und es war noch nie jemand hier. Versteht ihr, wie ich meine? Also, die Großen fühlen sich ja nicht angesprochen. Das ist dann die nächste Frage, woran wir unsere Viewer ausmachen oder unsere Gäste. Die Leute, die antworten, sind unsere Gäste, von denen, die wir anschreiben. Und große Streamer oder YouTuber empfinden keinen, wollen nicht antworten, können nicht antworten oder was auch immer. Also wir wählen unsere Gäste, indem wir sie anschreiben, so wie Gerrit jetzt. Und der sagt, jo, Maga, hab ich Bock drauf und dann ist er hier. Und das andere Leute kriegt man nicht erreicht. Die Leute, die erreicht werden, die kommen hierher, so, um die Frage zu beantworten. Aber es ist halt so, versteht ihr, wie ich meine? Man fühlt sich halt immer eigenartig als Einziger in so einer Runde, der dann sagt, ich stream Vollzeit. Also wisst ihr, was ich meine? Also ich weiß, legitim ist das schon, was ich mache und arbeite auch mehr als andere, das ist schon klar. Aber das Gefühl ist trotzdem manchmal, nur, ist nicht oft, aber also, na gut, jeden zweiten Sonntag, aber es ist halt komisch, ja, für diese 3 Stunden dann zu sagen, wow, du bist echt der Einzige, der hier sitzt, verstehst du, und dann, Ja, aber ich muss sagen, aus meiner Perspektive beneide ich dich ja. Ich wäre gern da, wo du bist, auch vom Gefühl her, dass du einfach jeden Tag den Stream anmachen musst, quasi, weil dir sonst was fehlt. Das ist bei mir jetzt nicht so. Klar, ich muss nach einer Weile, wenn ich nicht gestreamt, dann muss ich einen Stream anmachen, weil mir dann was fehlt. Aber es ist nicht so, dass ich jeden Tag aufwache und denke, Stream, 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 sondern das ist einfach, wenn ich Bock habe, mach ihn an. Und häufig genug kommt es vor, dass ich es halt nicht habe. Und ehrlich gesagt, zu dir möchte ich irgendwann mal hinkommen. Ich weiß aber nicht, ob ich es jemals schaffe, tatsächlich. Also häufig, vom Mindset. Warte, kurz mal, häufiger Stream. Ja. Einfacher gesagt, erst getan. Wollen wir eigentlich weitermachen? Wir haben noch, Ja, ich bin müde. Wer ist müde? Mann, ich habe den ganzen Tag am See gestanden und habe geangelt. Ich bin voll zur Hey, du Stadt hast nur die Weiber geguckt, hast du uns ja eben selber gesagt. Ja, wo ich gerade war. Was habe ich? Du hast nur die Weiber angeguckt. Ja, aber die waren ja nicht unbedingt, das war ja eher so müde. Wir haben jetzt noch eine Frage, die ist sehr, ja, ausgeprägt. Was haltet ihr von der Unterversorgung der Breitbandverbindung in Deutschland und wie kommt diese zustande? Also erstmal, Jenny, wenn du bei Twitter ein Bild drin hast, wo Troll draufsteht, ja, ist die Frage, ob man diese Frage eher ernst nehmen soll oder nicht. Also, aber die Unterversorgung der Breitbandverbindung in Deutschland.
Da kann ich was zu sagen. Ja, und zwar, weil ich da Ahnung von habe. Das Problem in Deutschland ist im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, dass wir in den Mitte der 90er eine Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes bekommen haben. Das bedeutet Wettbewerb. Die Politiker dachten, das ist toll, weil Wettbewerb, ne, ist gut für die Preise und so. Ja, theoretisch ist es das auch. Praktisch funktioniert dieser ganze Wettbewerb nicht, wenn man plötzlich große Glasfasernetze ausbauen soll. Denn das kann keiner finanzieren. Also wenn der Herr, wie heißt der, Davis oder so, von 1&1 um die Ecke schaut mit seinem 19,90 Euro Internet, wobei ein Internet mit 50 Megabit in Deutschland schätzungsweise 80 bis 90 Euro im Monat kosten müsste, damit es überhaupt kostendeckend ist, kann man nicht ausbauen. Wie soll das passieren? Die einzigen, die wirklich ausbauen können, ist die Telekom. Im großen Stil. Dazu hätte der Staat aber eingreifen müssen. Der Staat hätte also, und das Problem ist jetzt, diese Zwickmühle, der Staat ist ja auch an der Telekom nach wie vor beteiligt und er hätte der Telekom 10 Milliarden geben können und sagen, so, jetzt mach mal Deutschland schnell. Geht aber nicht, weil wir ja alles privatisiert haben. Also die Regierung hat in den letzten 20 Jahren das gesamte Tafelsilber versilbert. Ja? Also ist alles privatisiert worden. Und deswegen hat der Staat auch keine Möglichkeit mehr, da direkt einzugreifen. Das heißt, sie können das nur über Fördermittel machen. Fördermittel haben aber immer das Problem, dass sie so komplex sind, ja, so kompliziert zu beantragen, dass die meisten gar keinen Bock darauf haben. Und die es beantragen, im Grunde genommen, naja, da kommt nicht immer das dabei raus, was eigentlich geplant war. Und also diese ganze Situation, so wie es in Deutschland ist, ist eigentlich der Grund, warum wir kein Breitband überall an jeder Ecke haben. Das ist einfach ein politisches Problem. Wenn der Staat als Staat es wollen würde, würde es gehen. Ich meine, wir schaffen es ja auch. Ich muss mal in die Dingskiste greifen, in die Asylantenkiste greifen. Wir schaffen es, weit über 1 Million Zuwanderer, ja, aufzunehmen, aber wir schaffen es nicht, eine Breitbandverbindung hinzubekommen. Ja? Also das Geld ist da. Also es geht nicht um Geld, sondern es geht einfach um die Verfahren. Ja? Und ja, andere Länder schaffen es besser. Ne? Also weiß ich nicht. Und dann gibt es natürlich noch Hindernisse, die in der Struktur liegen. Die Telekom hat damals ja mehr oder weniger das alte Netz geerbt. Und wenn man heute als Provider in einem Dorf zum Beispiel schnelleres Internet anbieten will, dann muss man da irgendwie ein Glasfaserkabel hinlegen an den Kabelverzweiger, stellt ein Multifunktionsgehäuse daneben mit seiner Technik und nimmt halt quasi das Kupferkabel bis zum Kunden. Ja, also vom Kunden bis zum Kabelverzweiger, da hängt man sich zwischen und zahlt jeden Monat an die Telekom, weiß ich nicht, 8 Euro, 9 Euro, das ist ein regulärer Preis, kann man nachlesen auf der Webseite von der Bundesnetzagentur. Das heißt, jetzt muss man sich mal das zusammenrechnen. Ein Anbieter, ein privater Anbieter, der nicht Telekom heißt, muss, wenn er Nils anbinden will, zum Beispiel, ja, mit 50 Megabit, und er will das über einen D-Slam machen, also über die letzte Meile auf Kupfer, also nicht Glasfaser in die Wohnung, sondern das, was in Deutschland fast überall der Fall ist, Kupfer ins Haus. Dann muss er an die Telekom jeden Monat für nix und nothing 8 Euro zahlen, so Pi mal Daumen. Zusätzlich ist Technik in diesen kleinen grauen Kisten, das weiß ja kaum jemand, was da an Technik drin ist, wahrscheinlich werden die Dinger deswegen auch so selten geklaut, aber in so einer Kiste, in diesen großen grauen Kisten, die neben der alten kleinen grauen Kiste stehen, da ist Hardware drin für 50, 60, 70.000 Euro. Ja? Was? Ja, und das ist richtig teuer, ja, und das Zeug, das muss man investieren, um eben diese DSL-Zugänge zur Verfügung zu stellen. Und Gigabit für ein Apple und ein Ei. Wie soll das funktionieren? Und das ist der Grund, warum es nicht ausgebaut wird. Ganz einfach. Es kann sich keiner leisten. Das, was Garak sagt. Ja, es ist so, weil das ist, da kenne ich mich ganz gut aus. Slappy, hast du bei Twitter? Da ist was für dich drin. Also Internet. Ja, es ist so, weil das ist, da kenne ich mich ganz gut aus. Slappy, hast du bei Twitter? Da ist was für dich drin. Also Internet müsste teurer sein. Das ist nun mal nicht, aber das ist halt. Ich verstehe aber jetzt auch den Ausdruck, Hardware von der Straße besorgen.
Was du gerade sagst. Ja, das hat mich total gewundert. Was mich total, ich will da nicht jetzt aufrufen, ne? Natürlich nicht. Ne? Also ich distanziere mich hier. Aber also wenn jetzt in der Zukunft in der Nähe von Aachen, ja, die Slams fehlen, ja, ich war das nicht, ja. Wow. Aber es ist wirklich wahr. Also diese, das habe ich immer schon gewundert, dass da so selten Autos gegenfahren und mal einen ganzen Block Internet losmachen. Die stehen meistens allerdings auch so, dass da kein Auto gegenfährt. Aber da ist so, also früher waren da ja nur Kabel drin, ja, nix. Und da ist jetzt so teure Technik drin. Tja, wundert mich schon, dass da so wenig passiert. Das, was Karak sagt. Immer noch. Genau, ja. Ich denke nicht, dass man da noch was, der Mann vom Fach hat geantwortet. So, ja, wie sieht's aus? Also, Quintessenz, die Regierung ist schuld. Also die hätten einfach nur, es ist ja egal wie, dann hätten sie eben mit der Gießkanne die Kohle mal raustun müssen. Also der Telekom was geben und Vodafone was geben und wie sie alle heißen, damit die ausbauen. Ne? Übrigens, der nächste Bringer ist ja, dann kam diese LTE-Geschichte. Ja? Die LTE-Frequenzen wurden verkauft für viel, viel Geld, also Luft wurde verkauft für viel, viel Geld. Und mit der Maßgabe, es müsste das Land versorgt werden. Ja? Erst das Land, wo kein Internet ist. Und was haben die gemacht, die ganzen großen Provider? Die haben die Masten direkt an den Stadtrand gestellt. Ja? Ja, wir machen ja nicht in die Stadt. Ja? Wir haben unsere Antennen. Ja? Dann haben sie zwei Antennen aufs Land gemacht und der Rest auf die Stadt. Aber sie durften die Stadt eigentlich gar nicht ausbauen. Und durch diesen Trick hat das dann wieder funktioniert. Also letztendlich interessiert es keine Sau, ob auf dem Land jemand Internet hat oder nicht. Das sind so wenig Leute, ist halt einfach so. Also unter 5.000 Einwohnern geht die Telekom nirgendwo hin und baut auf. Mit Ausnahmen. Also ich bin zufrieden. Ja, ich nicht. Ich habe hier, mein D-Slam ist leider ein bisschen weit weg, aber da stehen drei Kisten, da sind über 100.000 Euro in der Kiste. Also, Was? Soll ich dir die Straße nennen? Kann ich nochmal Pause machen, Kurt? Ich muss da draußen gucken gehen. Ja. Wow. Naja, jedenfalls wie heißt das? Ich habe hier nur 25 Megabit, aber so ist das halt. Achso, und richtig gearscht sind diejenigen, die einen sogenannten KVZ-Überbau bekommen haben. Denn die Orte werden mit Sicherheit in den nächsten 20 Jahren nicht schneller, weil es geht aufgrund der Technologie nicht. Und das heißt, die Gemeinde, die jetzt voreilig gesehen hat, dass sie schnell irgendwie eine Kupfergabel bekommt, werden kein Glasfaser bekommen in den nächsten 20 Jahren. Das ist ziemlich sicher. Die anderen, die etwas schlauer waren, die haben gleich Glasfaser gelegt, aber das sind die wenigsten. So, machen wir Feierabend oder? Ich werde auch müde. Wollen wir noch Streamer der Woche machen? Ja. Wir haben jetzt, Freunde der Sonne, wir sind 4 Stunden bei jetzt. Also, ich sag mal, wir machen Ziggy, oder? Ziggy Zaggy. Ziggy Zaggy. So, Herr Gerrit. Ja? Du hast das Schlusswort. Wofür? Für den Stream. Ach so. So, am Ende, wenn ich jetzt umschalte, wird alles durcheinander sein. Also nur mal so nebenbei, ja. Es werden nicht jeder an derselben Position sein, weil wir vorhin schon wieder durchgewürfelt haben. Wer möchte denn seinen Streamer der Woche als erstes vorstellen? Das kann ich machen, weil ich mach das schnell. Slappy. Dann warte, Slappy, ja. Da. Sind alle an der richtigen Position? Yes. Lange habe ich nach einem WoW-Streamer gesucht, der mich in irgendeiner Art und Weise anspricht, den ich nebenher laufen lassen kann. Lange. Mit lange meine ich, weiß ich nicht, gestern oder vorgestern mal kurz. Und dann habe ich Bajira gefunden, den ich schon zwar kannte von vorher, aber dem noch nie wirklich zugeguckt habe. Alle anderen WoW-Streamer interessieren mich, also von den Großen, ne? Ich meine jetzt von den Großen. Interessieren mich halt nicht. Die einen heulen rum, weil sie immer noch keinen Vanilla-Server haben. Die anderen finde ich nicht so sympathisch. Tauli zum Beispiel und Bajira gefällt mir einfach. Zockt WoW, man kann ihm gut dabei zugucken. Und ja, das ist der Grund, warum er gerade mein Streamer der Woche ist. Karak, willst du? Ja, gerne. Ara Gaming ist mein Streamerin der Woche.
eine Streamerin, die schon seit mindestens 3 Jahren, schätze ich, so mein Tipp, weil ich folge der schon so fast 3 Jahre, ja, würde ich sagen. Ara ist, ja, was soll man sagen, so eine Allround-Streamerin. Manchmal sehr lustig, manchmal nicht, aber im Großen und Ganzen geht das. Es ist eine englischsprachige Streamerin, die wohnt in Kalifornien, wenn ich mich nicht irre, streamt für unsere Uhrzeiten relativ human, weil sie irgendwie selber komische Zeiten hat und deswegen ist es für uns ganz gut. Streamt alles Mögliche, also da kann man sich nicht so richtig, also die bringt das Sims zu streamen und als nächstes Counter-Strike und macht auch sehr viel Kreativkrempel, also das ist so ein Kreuz und Quer, also lohnt sich da mal reinzugucken und ja, wie gesagt, ich folge ihr schon seit fast 3 Jahren, würde ich fast sagen, ja. Ja, ja. Also die gibt es schon ewig und das ist immer so ein Hoch und Runter, das ist eine Twitch-Partnerin, die mal 400 Zuschauer hat, mal 500 und mal 60. Das ist völlig unterschiedlich, weil sie spielt halt alles kreuz und quer und damit muss man dann leben als Streamer. Wenn es den Leuten nicht gefällt, was man spielt, dann gehen die Zahlen nach unten, aber sobald sie wieder was anderes spielt, geht es wieder nach oben. Also das ist so ein klassischer Fall von Allround-Streamerin und ich finde die ganz nett. Die ist auch lustig. Ich gehe vor, Gerrit, ne? Weil wegen Tschüss sagen nachher, dann bist du letzter oder bist du vor? Mir ist das egal. Alter, vor Schönheit oder was? Ja, dann musst du zuerst. Ja, eben. Danke. Ich habe mir Sacriel rausgesucht. Der begleitet mich schon ewig und 3 Tage über Twitch. Es ist ein britischer Herr, kommt aus London, hat sehr viel Etikette. Also bringt sehr viel Etikette mit sich, ist ein sehr netter Mensch, ist sehr lustig und spielt hauptsächlich DayZ, also so ein Survival-Geschichten spielt der. Das ist wahrscheinlich das größte Lexikon, was es für DayZ gibt. Der hat richtig was auf der Schippe und kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Also ich schaue den netten Mann seit 2 Jahren ungefähr und er ist immer noch derselbe Typ wie vorher. Richtig geiler Magger. Du? Geh ich? Ja. Oh, hier, warte mal. Ja, ich habe den Lord Humulus. Den kenne ich jetzt schon über ein Jahr. Und der wird mich auch besuchen mal irgendwann. Topmann, auch Familienvater. Und was ich an ihm schätze und auch sehr gut finde, dass er auch kein Blatt vom Mund nimmt. Der sagt, was er denkt halt, ne? Frei Schnauze heraus. Und das finde ich auch so schön. Und ja, der spielt eigentlich sehr, sehr oft dieses Spiel, das ist ein Raketenauto, wie heißt das? Rocket League, ja, das spielt er immer, ne? Hauptsächlich und ja, das ist halt ein dufter Typ, den mag ich, ne? Ja, auf jeden Fall. Warte, und hier ist das so. Bitteschön. Ja, schön rausgeflogen, super, Erin. Oh. Ja, dankeschön. Ja, hast gut gemacht. Ich habe dich gleich mal entbannt und wieder zum Mod gemacht, ne? Ja, danke schön, ja, dass ich werde. Anbahn hier, warte, ja, super. Ja, danke schön. Ja, klasse, Gerrit, also. Ich gehe auch mal in fremde Channel und poste einfach links rein, ne? Ist ja egal, weil wie du bei dir selber hast ja wahrscheinlich dafür auch jeder links posten, ne? Immer schön hier. Natürlich. YouTube und so war das, ne? Hier, ich mache Werbung für meinen Channel, poste. Spaß beiseite. Darf ich zuerst auf Wiedersehen sagen? Ja. Hey Leute, vielen lieben Dank, dass ihr alle da wart. Also es war super lustig heute, ohne Witz. Also Gerrit, danke, dass du die Runde aus zu einer lustigen, illustren Runde gemacht hast. Also ich habe selten so viel gelacht in einem Plankenschnack, muss ich sagen. Es war ein bisschen unter der Gürtellinie, ja, aber trotzdem lustig, muss ich sagen. Hat mir echt gut gefallen. Fand ich schön, die Zweideutigkeiten heute. Ich hoffe, du kommst nochmal wieder irgendwann. Ja, gerne. Das wäre cool. Und wie immer, schaut bei Twitter vorbei, Leute. Twitter ist wichtig für hier. Glaubt mir, fürs Twitchen ist Twitter wichtig. Also schaut bei Garak, Schlebby und Gerrit vorbei. Morgen gibt's das Ganze von uns zu sehen auf YouTube, falls ihr nicht alles gesehen habt. Und der Social, dort ist der Link drinne, wenn ich das Programm anhätte dafür. Also irgendwann bei YouTube dann. Schaut also auch bei Twitter vorbei, das gibt's dann da. Dankeschön an Slappy und Garak und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ich bin raus. Bis denn.
Du bist gemutet, Slabby. Ich sag auch danke für einen schönen Abend. Danke dir, Gerrit, fürs Mitmachen. Nett, dich kennengelernt zu haben. Ja, gleichfalls. Ja, ich hatte auch sehr viel Spaß. War sehr witzig, muss ich sagen. Ich habe auch viel gelacht. Ja, danke fürs Zugucken. Und habt noch ein schönes Pfingstwochenende, würde ich sagen. Ne? Tschö. Ja, bin ich dran. Ja. Schönen Dank fürs Zuschauen. Es hat mich total gefreut, super Spaß gemacht und so. Nach meiner längeren Pause hier vom Plankenschnack. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu doll genervt. Ich fand das total geil. Krass, was dass sowas überhaupt möglich ist. Ich fand das schön. Ich liebe sowas. Ja, danke an die ganzen Zuschauer, die da so lange jetzt durchgehalten haben mit uns. Und ja, ich würde mich freuen, wenn man sich vielleicht nochmal wieder sieht. Dankeschön an euch, an alle. Das war geil. Krass, was dass sowas überhaupt möglich ist. Ich fand das schön. Ich liebe sowas. Ja, danke an die ganzen Zuschauer, die da so lange jetzt durchgehalten haben mit uns. Und ja, ich würde mich freuen, wenn man sich vielleicht nochmal wieder sieht. Dankeschön an euch, an alle. Das war alles? Cool. Nee, ich soll doch nicht so lang machen. Du willst ins Bett? Oder was? Hier die anderen Garak. Beiden. Hier, Garak so. Ist ja der ältere Herr, der muss ja schon in Mumien hier schlafen. Oder wie heißt das da? Mumifizierung heute Abend. Hast du die eigentlich auch mitgemacht, Garak? Oder warst du noch nicht da? So was. Entschuldigung, aber das geht heute. Nee. Wer dreimal hintereinander nicht da ist, der muss sich das auch über sich ergehen lassen. Also. Ja, aber ich würde sagen, wir winken nochmal schön in die Kamera rein für die Leute und dann sehen wir uns später wieder. Gott bless. Tschüss. Auf Wiedersehen. Papa bless. Papa bless, ja.